Ja. Da sind wir auch schon wieder. Hier bei Herrn Knussmann zu Hause. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge GTARP. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich möchte eigentlich sofort direkt auf mein Handy gucken, ja, und sehen, ob Frau Berry sich gemeldet hat. Ja, ihr wisst alle, wieso, weshalb, warum. Wenn ich frage, bleibt dumm. Ihr wisst das. Aber ich will schon mich vorher einkleiden. Oder ruft sie da vielleicht an? Ich weiß es nicht. Nein, es ist Kate. Knutsmann? Hallo Dirk, ich bin's, Kate. Ach, Hallöchen, na, alles gut? Ja, alles gut. Cypress liefert gerade. Wir haben schon angefangen. Kommst du Ja. zum Kartell? Ich komme zu Kartell, ja. Bin auf dem Weg. Okay, kannst du dann bitte die Wurstpumpe vorfahren, weil es ist wirklich immer noch sehr viel drin. Oh Wir ja. müssen ihr Zeug in die Wurstpumpe auslagern. Jawohl, machen wir, ne? Hervorragend. Bis Alles klar, gleich. bis denn. Tschüss, geht's. So, und? Kate, JVA. Nein. Keine Frau Berry. Ich furze gern in der Wanne. Aber das wäre auch sehr schnell gewesen jetzt, wenn die jetzt schon reagiert hätten. Der Allgäuer, vielen Dank für 7, 8 Monate. 7 bis 8, so circa. Insgesamt 8, 7 fortlaufende. Das verwirrt mich sehr. Warum ist das so relevant? Warum steht das da? Ich weiß es auch nicht. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Ja, also letzte Folge, habt ihr mitgekriegt, ne? Also, es ist. Es ist ja mit dem Konzept, also. Ich bin da leider wie so ein kleines Kind gerade. Ich möchte gerne wissen, ob das jetzt akzeptiert wurde und nicht. Ich möchte einfach sofort weiterzocken. So richtig schön rein. Aber leider Gottes müssen wir jetzt genauso wie als Kind vor Weihnachten oder vorm Geburtstag oder wie auch immer, muss man jetzt einfach mal Geduld beweisen. Guck mal hier, da haben sie sich mal die Richtung geändert. Weißt du, in der Richtung? Nach Mekka oder was? Weiß ich auch nicht. So. Autos wieder querbeet, ja, ich weiß es auch nicht. Sagen wir eine Zahl zwischen 1 und 13. 1,4587. Ja, hat es nicht mitgerechnet mit der Zahl, ne? Das ist eine ganz verrückte Kommazahl. Da fehlt das Komma, Kalle. Da fehlt das Komma. Junge, vielen, vielen Dank für 1458 Bitkis. Vielen, vielen Dank. Aber warum ist das Staffelfinale? Wer sagt denn, dass das Staffelfinale von meinem Char ist? Habe ich das gerade gesagt? Nee. Das hat mal einer im Chat letzte Folge gesagt, ja. Aber das war ja nur im bildlichen Sinne. Also wenn man das RP so ein bisschen verfolgt, dann kann man schon so Storystränge, so wie bei Dragon Ball. Da hast du halt verschiedene Gegner und wenn der Gegner tot ist, dann fängt die nächste Staffel im Geiste an. Aber eigentlich fängt dann nicht die nächste Staffel. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt hier, hat sich das auch sehr abgezeichnet. Und irgendwie so, der krasseste Cut war nach der Verlobung, würde ich sagen, von Hannes. Seitdem ist jetzt die aktuelle Staffel mit der neuen Truppe. So, würde ich einfach mal sagen, oder? Also ich würd Staffel 1 von Folge 1 bis zu dem Moment, wo wir das Kartell haben. Staffel 2 wäre dann Kartell bis Verlobung Hannes. Und dann Verlobung Hannes bis Einreichung oder bis ja, der Geschichte mit dem Konzept ist dann die nächste. Das ist halt so im Gefühl ist es dann so schon irgendwie eine Unterteilung, die sich irgendwie ergeben hat. Ne? Weil nach der Verlobung, da kam ja wirklich, das Wurstkartell war am Boden, ne? Und da musste man wieder bei Null anfangen. So, als wäre das so eine geschriebene Story. Da muss ich neu rekrutieren, neue Leute ranholen. Ist schon witzig irgendwie. Ist schon sehr, sehr witzig. So, da sind wir doch schon. Es ist so genial, wie wir Knusse mittlerweile schon in Staffeln wie bei einer Serie aufteilen. That escalated quickly. Ja, so in etwa. Wird nicht umsonst oft mit GCS verglichen. Ja, schon irgendwie, ne? Und Walter Weiss ist Joe Gerner.
Das ist der einzige Charakter, den ich kenne aus der Serie, keine Ahnung. Ach ja, Leute, ey. Vorstellen war super, hat mir das VOD heute reingezogen. Ja, also tatsächlich muss ich mich auch nochmal nachträglich bedanken. Ich habe das ja nicht mitgekriegt, aber ihr habt wohl im Chat wohl gut Kasala gegeben, als ich vorgestellt habe. Das habe ich ja alles gar nicht gesehen. Deswegen nochmal nachträglich vielen Dank fürs Anfeuern, ohne dass ich es mitbekommen habe. Eure Energie ist definitiv angekommen, ne? Ist ja gar kein Problem. Und jetzt muss ich wieder an Globuli denken. Jetzt, wir haben uns vorhin über Globuli unterhalten. Und die Energien, die damit einhergehen. Das ist schon irgendwie sehr merkwürdig alles. Käse. Hallöchen. Hallo. Geht ja gerade durch. 30 Rinderhack. Ja. 20 Mortadella. Wir kriegen 40. Ah, ich glaube, ich habe 20 schon abgeholt. Guck mal in den Kommentar, was da drin steht. Nee, 60 Butter, 48 Ach, es Eier. Sind 40, ja, du hast recht. Es sind 40. Es sind zwei Packungen mit jeweils 20. Okay, mein Fehler. 3, 6, 9, 12, 120 Bockwürstchen. Ja. Und dann haben wir hier 20. Ich hab einfach 24, so ein gutes 28, Team angezüchtet. 32, 36 Hallo. Mehl. Und 36 hattest du schon hochgebracht, ne? Ja. Das sind 60, 72. Okay, bestellt hatten wir 70. Ja, dann ist das wahrscheinlich wegen der Packungsgröße. Pass das mal an. Übrigens fehlt dir Mehl, ne? Da gebe ich jetzt, glaube ich, größere Packungsgröße. Dann könnt ihr ja mal gucken, ob das geht. Dann haben wir ein bisschen, sparen wir uns ein bisschen was. Dann nehme ich mal die Limo und Wasser mit raus und dann können wir hier weitermachen. Das war schon, ja. Okay, mal gucken. Gemüsebrühe. Hatten wir beim letzten Mal schon. Stimmt, ja. Müsste oben drin stehen. Ich hatte das reingeschrieben. Schweinehack, Eier und Butter. Genau. Ja, Butter, ja. Wieso darfst du nicht, Jens? Eier. Keine Zeit, ja. Oder? Okay, dann setze ich mal auf Gelieferte. Alles da, schön. Alles da. Kann losgehen. Was muss in den Druck? Lieber Bockwurst, ne? Zum Beispiel. Ja, aber wir sollten auch mindestens 30 mit nach oben nehmen. Also so, oder 30, 24, sodass wir oben ein Regalfach damit voll haben. Ja, dazu. Ich glaube, es waren eh nur 30 Bockwürstchen, ne? Ich weiß es nicht. Oben? Nee, im Lager. Achso, im Lager, im externen Lager haben wir nur 30, ja. Ja, okay. Dann packe ich die schon mal in den Truck. Okay. Ja? Hey, nee, Hallöchen! Und alles andere einfach mal. Du musst wieder arbeiten oder ist kacke? Also ist gut, aber ist auch irgendwie kacke. So, dann haben wir da hier. Einmal Bockwurst muss ich noch. So. Ne, sind schon 30. Ich muss nochmal gucken. Also 30 Bockwurst, 20 Mortadella, 10 Butter, 10 Käse. Hatten wir das schon alles ins Lager gebracht? 20 Mortadella, 10 Butter, 10 Käse. Naja. Nicht sicher, wer ist da einer von denen von Cypress? Ich dachte, die uns da jetzt den Truck da irgendwie leer machen, aber muss ja, ne? Naja, selbst wenn, dann ist das nicht unser Problem. Badabapi, badabba, ja, badabba.
Wo das Schloss schon in den Schrank eingebaut hat. Werden wir jetzt alles rausfinden. Ich bin ja gerade selber erst da, ne? Warte mal. Was hattest du eigentlich jetzt schon in Lager gebracht? Noch gar nichts? Weil da müssen ja noch Bratwürstchen rüber, ne? Steht alles in der App, meine ich. Warte, Cypress. Butterkäse. Ich dachte, ich hätte das. Warte kurz, ich muss kurz selber überlegen. Ich bring schon mal rein. Ja, ja, mach mal. Na, alles klar bei dir? Ja. Ja, schön. Haben wir hier eigentlich jetzt schon Schloss an den Lager? Nee, ne. Noch nicht geguckt. Dirk, Bratwurst und Butter. Ich hab's rausgelöscht, was noch ins Lager muss, was ich schon reingetan habe. Okay, also Käse und Mortadella muss noch rein und die Bockwürste habe ich ja schon rausgenommen, ne? Ja, genau. Ja. Alles klar. Haben wir noch einen Rucksack über, oder? Nee, wir hatten nur zwei. Okay, achso, habt ihr beide einen? Mhm. Ah, okay. Nochmal ganz klar. So. Weißt du auch schon, dass das Schloss an den neuen Lager dran ist? Habe ich jetzt noch nicht geguckt, weil okay. Der gerade schon anrief und dann wollten wir lieber direkt die Lieferung machen. Weil wir ja noch zur Kuh müssen. So, ich mache direkt mit Wasser weiter. Ich nehme die restlichen Würstchen, ne? Also, Mortadella, Käse habt ihr jetzt schon mit hochgenommen. Ich hab Käse noch ein bisschen dabei, brauchst du was? 10 müssen in den Truck noch rein und 20 Mortadella. Ich weiß nicht, aber dann, wenn die Mutter ja schon oben ist, dann nehme ich die gleich wieder mit runter, ne? Alles klar. Der Herr da eigentlich von Cypress? Der im weißen T-Shirt, das ist okay. Der Herr Erdem. Ich war gerade unsicher, ob wir hier die Sachen einfach so offen lassen sollen, alleine. Wo der ist. Ja, Kartoffelsalat müssten wir dann noch machen für die Weihnachtsfeier von McGill Olsen morgen. Ja, kein Problem. Ich hab ja alles vorbestellt extra, ne? Deswegen haben wir so viel Lauch und so. Hat Union Grain noch nicht geliefert? Doch, die waren ja schon da. Okay. Haben wir eigentlich die Bestellung mit den 400 Brötchen diese Woche auch? Ja, da muss ich mit den Herrn Schuler da nochmal reden, ne? Also angeblich ja. Okay, ja, ne, dann kann man da ja auch schon mal irgendwie... Habe ich auch schon mitbestellt, alles für die 400, ne? Habe ich schon mitberechnet. Ich kann ihn aber gerne mal kurz anrufen, ob ich nach oben... Genki... Knussi als Chef hätte, wäre ich so glücklich. Ja. Weiß ich nicht. Warte, was hab ich jetzt mit hier? Wurst, ne? Wird eng. Ja. Ja, pass auf. Warte mal, ich hol mal eben die Karten. Vielleicht können wir das andere Lager schon nutzen, ne? Thank you.
Oh, Entschuldigung. Kann das sein, dass es mit dem anderen Schloss gekoppelt ist? Ich glaube ja. Meinst du? Hm, nee, das ist, nee, ist noch offen. Aber es ist doch, das andere ist doch auch offen, oder nicht? Nee, das habe ich gerade zugemacht. Das ist, das muss noch angeschlossen werden, da war der wohl noch nicht da, schade. Aber egal, ich würde jetzt erst, oder? Sollen wir, nee, lass das lieber. Ich bringe die Würzke wieder in eine Pumpe runter. Hast du die Mortadella dabei? Nee, warte, tausche ich das mal eben hier wieder aus. Die Mortadella, ach da, ja, das ist reichlich Mortadella auf jeden Fall. So. Im Anhänger sind jetzt nur noch 20 Ketchup, ansonsten sind wir fertig. Ja, spät, dann bringe ich das noch eben mit hoch. Okay. Oder ich nehme das mit und dann fahre ich schon mal. Das kann ich ja schon so mitnehmen, ne? Ja, dann sage ich dem Fahrer eben Bescheid. Jawohl. Dankeschön, ne? Schönen Abend. Guten Abend. Und wie es gleich geht. So. Dann schauen wir mal. Wo war das Lager nochmal? Ich glaube, ich bin... Da bin ich. Da kommt noch ein Auto hin. Ja, Just Chatting hat wohl die Mods wohl nicht umgestellt. Ja, schade. Dann habe ich das jetzt gemacht. So. So, dann pumpen wir mal Richtung Freiheit, würde ich sagen. Also, was steht heute an? Also, im besten Fall ruft Frau Berry an und hat gute Neuigkeiten für uns. Ja, aber das klammern wir jetzt mal aus. Das wird jetzt hoffentlich jeden Tag irgendwie mit in der Tagesordnung stehen. Ne, dementsprechend toi toi toi. Dann haben wir vielleicht, je nachdem, wie ich das noch richtig im Kopf hatte, haben wir heute den Probearbeiter, den Holländer, der wollte ja vorbeikommen und Probearbeiten. Den gucken wir uns dann mal an. Dann muss ich mit Patty noch sprechen, wegen Eis. Wir brauchen Eisnachschub. Ich weiß aber nicht, ob die Mädels das vielleicht schon gemacht haben. Was steht noch an? Ja, Kartoffelsalat machen, aber das ist für mich jetzt kein großer Punkt. Ehrlich gesagt. Aber weiß ich nicht, wir werden schon sehen. Und wenn früh Feierabend ist, früh Feierabend, weißt du. Jetzt ist eh das Schlimmste ist jetzt das Warten. Das Warten drauf, das wird passiert, bevor wir weitermachen können. Aber wir können uns schon mal so halbwegs auf den Weihnachtsmarkt vorbereiten. Der ist ja, lass mich nicht lügen, nächstes Wochenende? Ist nächstes Wochenende, ne? Genau. Aber eigentlich müssen wir da diese Woche auch noch nichts wirklich machen, ne? Wenn wir da Anfang nächster Woche irgendwie uns drum kümmern. Ich kann schon mal theoretisch bestellen, dass wir alles da haben. Hoppala. So. Ja, die Kuh, ja, ich, wie gesagt, die Kuh habe ich schon abgeschrieben eigentlich. Das ist für mich eigentlich heute schon durch, weil der Wilson ist eh nicht mehr da. Kann ich euch jetzt schon sagen. Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, schade, dass es auf Lucky keinen Schnee gibt. Ich kann euch aber so sagen, ich habe den Weihnachtsmarkt schon gesehen. Ja, der Herr Daniels hat mir da privat so eine kleine Sneak Preview geschickt, wie das denn aussieht am Ende. Und ich muss sagen, ist schon geil. Ist schon richtig schön geworden. Ist an diesem, wie heißt der Park da? Dieser Park. Parky Park. Parky Mark. Ich weiß es nicht, wie der Park hieß.
So ein Park. So einen kleinen Teich. Schon schön. Dementsprechend gucken wir mal. So. Aber... Was fehlt denn hier? Haben wir zwei Felder frei gehabt? Naja. Keine Ahnung. Wenn ich nichts vermisse, dann wird das wohl nichts Schlimmes sein, ne? So. Ja. Das war eigentlich schon hier, ne? Mirror Park, genau, so heißt der Park. Mirror Park. Wenn ich heute übrigens ein bisschen so gechillt bin und so ein bisschen relaxed, dann liegt das daran, dass gerade wieder mein Rücken geschröpft wurde. Ne? Wovon habe ich schon mal erzählt. Und da bin ich danach so ein bisschen träge immer. So ein bisschen so, yo, was geht? Bin ein bisschen gechillt, so. Weil irgendwie so meine Muskulatur sich entspannt. Dann entspannt sich irgendwie alles. Und es ist so voll ungewohnt, weil ich sonst immer komplett angespannt bin. Und gestresst. Und jetzt plötzlich so, ja. Also das bin ich quasi, wenn ich nicht im Stress bin. Obwohl ich trotzdem heute im Stress bin. Das ist irgendwie total komisch. Das ist ein sehr komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du kurz erzählen, was es ist? Also, pass auf, folgende. Das ist eine alternative Behandlungsmethode. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn. Für die Rückenmuskulatur oder für Migränepatienten. Also wenn du Rückenschmerzen hast oder Nackenschmerzen die ganze Zeit oder halt Migräne, ist das halt eine alternative Behandlungsmethode. Da sind dann so eine Glas- oder ja so Hartplastikkugeln. Die werden dann mit Unterdruck an deinen Rücken geschröpft. Ne? Also da wird dann quasi mit gepumpt, ne? Dass sich so ein bisschen deine Haut so oder dein Fleisch, deine Muskulatur sich in diese Kugel saugt. Und dann wird das dann für ungefähr 10 Minuten an verschiedenen Stellen immer so nach und nach gelassen. Und dann wieder abgelöst und danach massiert. Und tatsächlich hilft das ganz gut. Was mir jetzt aber gesagt wurde, ist, dass man dann am besten funktioniert, wenn man das in Kombination mit einer Physiotherapie oder irgendwas sportlicher Aktivität dann noch verbindet. Weil sich dann die Rückenmuskulatur so ein bisschen lockert, ne, so ein bisschen entspannt. Und wenn man dann nochmal dann daraufhin trainiert, dass die dann auch so bleibt, dann wäre das natürlich schon nicht schlecht. Und ich muss sagen, es hilft mir ganz gut. Also ich habe das jetzt dreimal gemacht, heute das dritte Mal. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon gemerkt, also die ersten beiden Male, die waren halt jeweils eine Woche verzögert, ne? Also die eine Woche das erste Mal, die Woche danach das zweite Mal. Und dann habe ich jetzt eine Woche ausgesetzt und ich merke das schon. Aber das ist wohl am Anfang ganz normal. Das muss man dann wohl später in größeren Abständen, mein Gott nochmal. Ja. Ja, es genau, fördert die Durchblutung. Genau, Durchblutungsförderung und blablabliblublub. Sind wir wieder bei Globuli? Nein, das hat nichts mit Globuli zu tun. Aber ich habe mich vorhin mit denen darüber unterhalten. Ja. Mit der Dame, die das macht. Und mit ihrem Mann. Da habe ich mich über Globuli weil das Ding ist halt, Jessie, die hat halt Halsschmerzen. Ich erzähle halt jetzt einfach. Jesse hatte halt jetzt schon seit längerem Halsschmerzen und dann war die bei dem HNO, bei dem ich auch immer war, seitdem ich Kind bin, ne? Also hat es dann so Ordnerarzt und dann hat der in ihren Hals reingeguckt und selbst ich habe in ihren Hals reingeguckt und den Eiter gesehen in dem Hals. Sie hat entweder eine Mandelentzündung oder Seitenstrangangina, wie auch immer, oder irgendwas anderes in dem Bereich. Aber er hat da total runtergespielt und hat ihr tatsächlich ein homöopathisches Mittel verschrieben und da ist mir der Kragen geplatzt. Deswegen kamen wir jetzt nochmal auf das Thema. Weil ich das einfach unverantwortlich finde, jemandem bei einer offensichtlich nicht gerade wenig schlimmen Krankheit, also wir sprechen jetzt hier nicht von extrem schlimm, aber es ist halt schon, wenn man das verschleppt, ist nicht schon geil, ne? Dass dann so ein Blödsinn wie homöopathische Mittel dann da verschrieben werden. Da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich war leider nicht dabei. Ich habe das nur nachträglich gehört. Arend. Naja, wie auch immer. Bist du dann auch dreimal aufgeklopft. Ja, mit dem Kopf voran. Nur so funktionieren die homöopathischen Mittel. Arend. Schmerzen wegbeten. Bitte, bitte weg damit.
So, gucken wir mal. Gibt es was Neues an Überweisung? Ja, gibt es. Einnahmenrückbuchung. Cypress hat es auch wieder zurückgeschickt. Schön. Gut, das ist nix. Die 18 wurde überwiesen. Die 18 müsste FD sein, ne? Ja, FD. Bezahlt. Gut. Minecraft Cypress, okay. Ja, wir haben auch noch einige Lieferungen offen. Bezahlung, ich guck mal gerade, ob ich direkt was überweisen kann. Wenn wir schon mal da sind, vielleicht den Arzt wechseln, das klingt echt komisch, was du da erzählst. Ja, das sowieso, klar. Also wir verlassen uns definitiv jetzt nicht auf diesen Blödsinn. Ganz besonders, stehen wir in der Apotheke? Also ich wusste nicht, dass das homöopathisch ist. Ne? Ich hole das nur in der Apotheke ab. Und dann sagt die Frau, ja, das ist sehr gut, ne, das ist sehr, 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 ne, kostet allein schon 13 Euro, wo ich mir dachte, schön, ich meine, gut, Medikamente kosten immer ein bisschen was mehr, aber 13 Euro, so, ja, toll. Und dann, ja, dann nehmen sie jeden Tag 12 Tabletten von, das ist ein homöopathisches Mittel, das hilft ganz gut, die körperinternen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und ich so, what the fuck? Gib mir irgendwas, was uns, von mir aus war was Pflanzliches, was soll die Scheiße? Echt, also das ist... So ein Blödsinn. Am liebsten hätte ich den Kopf von Jesse so genommen, so aufgemacht und gesagt, gucken Sie sich die Scheiße mal an. Das soll jetzt hier eine Selbstheilung oder was? Die hat da seit 2 Wochen, die Kacke. Boah, ey. Da kriege ich die Krise. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht geguckt. So. Das habe ich schon bezahlt, ne? Das waren die 428, die ich so verwirrt war. Dann haben wir hier Wilson Farm. Die letzte Rechnung noch nicht bezahlt. Die habe ich beide bezahlt. Gucke ich gleich aber nochmal. Dann haben wir Union Grain. Okay. Und Petty. $25. Das ist echt so wenig. Warum? Ich meine, bei gewissen Sachen, weiß ich nicht, bei... Zum Beispiel, ich war damals ja wegen meiner Prüfungsangst da. Da ist das ja völlig in Ordnung, vielleicht auch auf homöopathische Mittel zurückzugreifen, ja. Das ist jetzt nichts, wo ich von sterben kann oder von wo was schlimmer werden kann. Das ist einfach eine Situation, wo du im Stress bist, ne, vielleicht so Bachblütentropfen und sowas, wo du ein bisschen runterkommst. So, ist ja in Ordnung, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn da jemand offensichtlich mit einem dicken Hals und einem eitrigen Hals und eitrigen Mandeln steht, dann gibst du denen noch keine homöopathischen Mittel. Also ich bitte euch, was ist denn das für eine Scheiße? Also, da sollte auch jeder, also, und wie glücklich auch die Apotheke, also, als ob das so, ach schön, wieder mal jemand ausgezogen, ne? Und die Ärzte, die kriegen ja auch größere Anteile an den Medikamenten als an normalen Medikamenten. Also, er verdient da auch noch dran, dass sie da nicht gesund von wird. Das ist ein... Was wollte ich eigentlich jetzt machen? Ich wollte nebenbei... Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Diesem Pflaster auf den Tumor zu kleben. Ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber so in etwa, ja. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier. Union Grain. Na gut, das hätte ich auch selber eintippen können. Das ist jetzt nicht so der lange Verwendungszweck. Wurstkartell, Bestellung, Union Grain, Betrag 87,70. Ne, so viel auch wieder nicht. So. Zack, erledigt. Und dann haben wir noch Petty. Kontonummer. Gucken wir einmal. Union Grain vom 7.12. sind das 87? Jawohl, dann ist das erledigt für heute. Wilson Farm habe ich vom 7.12. bezahlt. Habe ich denn auch die vom 2.12. jetzt bezahlt? Jetzt schon so weit, dass ich die Daten hier auswendig kenne, oder? War das der zweite? Union Grain vom 30.11.
Da bin ich blind. Oder war es das hier? Ja, okay, dann war es das hier. Okay, ich habe auf jeden Fall Wilson bezahlt. Und Einkaufspatties, Eisdiele, Vanilleeis geliefert. Also bezahlt auf jeden Fall. Geliefert weiß ich gerade nicht, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Aber gehe ich mal von aus. Hallöchen. Ist oben eigentlich noch jemand? Ja, wir sind eigentlich zu dritt. Sind die beiden nicht vorne? Die sind wahrscheinlich hinten. Achso, ja, dann komm so ruhig mit hoch, ne? Wir haben noch offen. Das wäre supi. Wir haben gerade nur eine große Lieferung gekriegt. Kann sein, dass die am Sortieren sind, ne? Was wollen sie denn haben? Dann mache ich ihnen was fertig. Haben sie Currywurst da? Selbstverständlich. Dann gerne 2 Portionchen scharf. Ja? In normal oder in sehr scharf? Sehr scharf und eine Cola nehme ich auch noch. Alles klar. Pommes aber nicht dabei, ne? Ne, das brauche ich nicht. Alles klar, mach ihn fertig. Danke. Abend. So, was macht er gerade? Ich bereite die Lieferung für Miguel Olsen vor. Ja, weil ich müsste einmal kurz einen Herd. Ich mache mal kurz die Bestellung für die... Ich glaube, das ist die Frau Collins da draußen, ne? Zumindest kam die Dame mir bekannt vor. Die hat aber schon fertig bestellt. So, jetzt kann ich noch sprechen. Was meinst du denn, Cupcake? Wenn es ein technischer Hinweis ist, darfst du mir den sehr gerne nennen. So. Nimmst du deinen ab? Ich mach das, ja. Hier sind die Currywürste. Cola ist ja im Kühlschrank, ne? Mhm. Guten Hunger wünsche ich dann. Danke. Hast du schon. Achso. So, ja, was hast du denn? Dann lass mich mal, ich habe noch die Ketchups da in meiner Tasche. Meine Mutter ist auch so eine Esoterik-Truller. Und dann auch noch, aber ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung, man kann ja seinen Glauben haben. Und bis zum gewissen Grad ist halt in Ordnung. Aber bei Gesundheit hört es bei mir auf. Und wenn das halt, wenn jetzt die Person selber daran glaubt, dann ist das schon schlimm genug. Ja, dass sie dann bei schlimmen Wunden irgendwie mit solchen Sachen davon kommt. Aber, mal ganz ehrlich, wenn jetzt ein Arzt... Normaler Arzt. Ich gehe jetzt nicht zu irgendeinem Heilkundler oder weiß der Geier, wie die alle heißen. Ich gehe zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt und der verschreibt mir Globuli oder, ja gut, Globuli sind es ja nicht, aber es ist homöopathische Mittel. Was ist das für eine Art und Weise? Was ist das für ein Scheiß? Warum dürfen die das einfach? Das ist einfach der Punkt. Und wir haben echt wenig Platz gerade. Wir brauchen dringend diesen Server-Neustart, damit das Schloss funktioniert. Boah, fuck. Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern, dass das Lager jemals so voll war. Ich bin froh, dass wir Lusttropfen noch nicht erreicht haben. Okay. Okay, hier oben. Achso, das ist schon auf 6. Also mir gibt es jetzt ein 6er-Stack. Da gab es eine kleine Diskussion im Gewerbe-Channel. Reden wir nicht drüber. Ja, ich mache jetzt auf... Pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal meinen Rucksack und ich nehme jetzt erstmal die ganzen Sachen für einen Eimer Kartoffelpüree, für Kartoffelsalat raus. Weil wir haben ja das andere Lager, da kann man ja zumindest so lange was ablegen, solange man kocht. Ja, das ist ja in Ordnung. So, das heißt, ich kann jetzt hingehen und sagen, ich möchte gerne in meinem Rucksack schon mal 10-mal Lauch. So, damit haben wir schon mal so viel Platz. Ich habe
schwebt hier gerade so ein Haar die ganze Zeit vorm Auge rum. Nervt. Dann das. Wo habe ich denn meine Rezepte jetzt? Hier habe ich die überhaupt noch? Ich glaube, ich muss hier so. Nee, ich habe die doch letztens neu ausgedruckt. Ach, egal, nehme ich hier meine alte Scheiß. Kartoffel 20 für 10, Gemüsebrühe 10. Da war hier oben noch, ja, ist okay. Lauch, Mayonnaise 20. Haben wir drüben Mayo, glaube ich, ne? Ne, hier ist Mayo. Mayo. So, dann können wir nämlich hier Ketchup hinmachen. Und Ketchup. Zucker 10. 10 mal Muttergewürz. Okay. Das Krasse in rechtlicher Hinsicht ist, dass sie ja Wirksamkeit nicht bewiesen oder sogar widerlegt sind. Ja, es ist einfach so ein beschissenes Thema und ich raff's einfach nicht. Wirklich nicht. Ich stell euch mal vor, da geht so ein kleines Ömmerkind, hat keine Enkel. Hat keine Nachkommen, also hat keine Kinder gekriegt. Mann ist schon eine Weile tot, ist auf sich alleine gestellt, geht zum Arzt, hofft, der Arzt hilft ihr. Die geht dann mit einer fetten Mandelentzündung und der Arzt verschreibt ihr homöopathische Mittel. Homöopathische. Also das musst du dir erstmal, das musst du erstmal in den Kopf reinkriegen. So ein Blödsinn, wirklich. Dann geht die dann nachher dran zugrunde und der Arzt reibt sich die Hände, weil er noch verdient hat dran, oder was? Also das ist ja, das ist... Achso, ich hab's nicht gelesen. Du kannst oben in der Suchleiste bestimmte Sachen suchen, Firmen oder auch die bestellen. Ja, okay. Kann ich... War mir auch bewusst, vergesse ich aber immer. Tut mir leid. Lauchsuche schmeckt übelst geil, aber die Wohnung riecht hinterher, als hätten 20 Mann gefurzt. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Schöne Lauchsuppe knallen, ne? Schokohase, hallöchen. Und danke für 200 Bitkes. Knusser sieht aus wie ein Wanderer mit dem Rucksack. Ja, aber es gibt ja auch Wanderer-Rucksäcke. Wie sieht er denn dann aus? Wie ein Rucksack mit einem Wanderer vielleicht. Weil der Wanderer-Rucksack ist sehr, sehr groß. Ich muss übrigens mal sagen, ich habe gerade mal eine andere Jogginghose angezogen. Und angesichts dessen, dass es sehr kalt draußen ist, ist die sehr bequem. Das ist gerade ein schöner Komfort, den ich hier mit mir herumtrage. Heute ist Bitkes-Tag, wa? Bitkes-Day, Dark Dragon, ich danke dir auch für 200. Bei meiner Oma ruft gerade jeden Tag einer dieser Enkelbetrüger an. Boah. Ja, es gibt so viel Hurensöhnlichkeit auf der Welt, es ist unfassbar. Schokohase, wie viel sind das? Ich kann das hier gerade nicht sehen, weil ich noch den... 306. Danke. Für 306 Pits. Heute ist Bitkes Day. Domino Day. Lauchsuppe wäre ein Dauergericht fürs PD. Meinst du, weil die auch die ganze Zeit noch furzen, oder? Ach so, und weil hier gerne gefurzt. Ach so, ja. Ja, Wannfürze sind hier auch sehr, sehr gut gerne gesehen, ne? Natürlich. Das ist deswegen die Lauchsuppe. Aber da braucht man theoretisch für eine Badewanne, um so viel zu furzen. Das ist wahr. Warum dauert das so verdammt lange? Ich hab das nicht mehr so lange in Erinnerung. Brauchst du weit? Ah, ich mach hier hinten. Okay. Muss nur ein bisschen Kartoffelsalat abfüllen. Ja, ich mache gerade schon neun, ne? Mach grad einen Eimer fertig hier. Ach, wir haben gar keinen mehr. Das weiß ich nicht. Ich soll auf jeden Fall für morgen für Mickey Olsen mal einen fertig machen, ne? Aber kann ja nicht schaden. Ich meine, die Kartoffelsalat-Eimer können wir ja auch mal auf gut Glück hier in dem anderen Lager lassen. Ist zwar da nicht abgeschubt wohl, ne? Will ich eigentlich auch nicht. Ach, Mann, das ist doch blöd. Wir sind ärgerlich. Wie lange dauert der Kartoffelsalat denn noch? Ich sag mal, gib mir mal noch so ein halbes Minütchen, dann habe ich das hier fertig umgerührt, ne? Okay, dann komme ich gleich nochmal. Danke. Ein Kanisterfurz reicht. Was ist ein Kanisterfurz? Ach so! Dein Name ist ein Kanisterfurz.
Okay, Entschuldigung. Da möchte ich jetzt nicht, auch wenn ein Kanisterfurz reicht, eine Wanne voller, ein Wannenfurz ist natürlich was Schöneres, was Besseres. Ist mehr einfach, ist einfach mehr. Aber ist ja nicht so, dass es das andere mindert dann am Ende, ne? Und ich habe mich nicht gemutet. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört, weil das ist ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe immer sehr viel Glück, wenn ich vergesse, mich zu muten. Ich finde es ganz schlimm, dass das Konzept jetzt hier noch so liegt. Ist er jetzt, das liegt jetzt hier so neben mir und sagt so, hallo. Ich habe auch, hier sind mal meine Rezepte. Gut, never mind. Brauche ich den Zettel hier nicht mehr. Das ist mein Kritzeli-Zettel, ne? Ich habe übrigens im Konzept vergessen, Toast Hawaii mit aufzuschreiben. Ist mir mal nachträglich noch so eingefallen. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, die Rezepte zu tauschen. Also zumindest war es damals so, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf das. Und dafür kriege ich dann ein paar neue oder so. Ich furze gerne in der Wanne. Ah, Linuschette, ich danke dir für deinen Geschenksabte. Dankeschön. Was ist eigentlich die Maßeinheit für einen Wannenfurz? Sub nennt man das. SUB, abgekürzt. So, da haben wir doch unseren Salattopf. Ich tue den jetzt wirklich erstmal hier rein. Dann können wir ja immer noch gucken, wie es aussieht, ne? Aber wie viel haben wir denn? Komm, ich kann auch noch einen zweiten machen, dann haben wir es hinter uns, oder? Außer wir haben nicht genug Lauch. Daran kann es scheitern. Wenn du das Feeling wieder willst, mach doch ein zweites Konzept, falls das erste abgelehnt wird. Ja, ich könnte mich für ein Taxiunternehmen bewerben, zum Beispiel. Oder vielleicht die Versicherung, die sucht doch noch jemanden, ne? So, vier... Ne, ich habe genau 10 Lauch noch. Dann machen wir das doch weg. Dann hauen wir die Scheiße doch mal raus. Dann haben wir doch hier Ruhe im Karton. So, das heißt, jetzt sind nochmal 20 mal Mayo. Jetzt sind nochmal 10 Zucker. Jetzt sind nochmal 20 Kartoffelkiss. Dann kann nämlich hier das Zimt und das. Und das kann hier runter. Und dann hat das nämlich schon alles mal wieder ein bisschen mehr Form. So. Schwupp. Currypulver kann hoch. Die Eier so. Mhm. Ja, die Ordnung ist wieder hergestellt. Schön. Ich muss auch noch mal gucken, wie viel von den Bratäpfeln jetzt schon gefuttert wurden, ne? Kartoffelgemüse. Ach, die Gemüsebrühe habe ich schon wieder fast vergessen. Das gibt ja wohl nicht. Nee, das gibt ja wohl nicht. Da kannst du das glauben. Ich glaube das nicht. Wirklich nicht. Warum Toast Hawaii und Pizza Hawaii sind eine Erfindung des Teufels? Nee, Toast Hawaii finde ich gar nicht schlimm, muss ich sagen. Toast Hawaii, Pizza Hawaii ist schon, also Ananas als ich ist echt eklig, also das stimmt schon. Aber ich finde, Toast Hawaii kann man sich noch geben zwischendurch mal. Das ist ja auch jetzt keine Vollspeise, so ist okay. Und es steht halt auf jeder Speisekarte in jeder deutschen Gaststätte drauf, das müssen wir auch noch beachten. Nur weil es eklig ist, heißt es nicht, dass es nicht auch auf einer Speisekarte stehen sollte, ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, was es angeht. So, jetzt habe ich was im Auge. Schön. Sauerbraten. Ach, Sauerbraten ist auch da. Hallöchen, Sauerbraten. Kanisterfurz, Sauerbraten. Alle mit dabei heute. Gemüsebrühe, Lauch, Mayo, Zucker. Ja, dann haben wir alles. Und dann nochmal hier 10 von und Julius. Also mit den ganzen Brötchen hat sich Decke vom Genkis noch gemeldet. Ja, die erste Lieferung ist ja raus und auch schon bezahlt. Die neue Lieferung, da gibt es noch nichts zu. So, Lauch, dat 20, 10, 20, 10. Los geht's. Babi, babim.
Der Satz ist auch geil. Meine Frau liebt Ananas und sie ist Lehrerin. Vielleicht sollte ich mir eine andere Frau suchen. Jetzt wegen der Ananas oder wegen der Lehrerin. Das ist ja im Prinzip jetzt eigentlich, also... Was ist das für Argumentation? Weiß ich auch nicht. Beides. Eine Lehrerin, die Ananas mag. Tiefer kann man nicht mehr sinken. Ja, das ist interessant. Ananas ist schon geil, aber gehört nicht auf Pizza oder Toast. Aber jeder mag es halt. Wie gesagt, ich hab euch schon mal einen kleinen Trick verraten, ne? Wobei, nee, ich verrate ihn nicht. Vielleicht kommt er nochmal in Marsels Kochstudio. Oder Scheiße Kochen heißt es ja eigentlich, ne? Marsels Kochstudio ist einfach zu unwahr. Ist ja eigentlich mehr Scheiße Kochen als ein Studio, ne? Wenn wir mal so sind. Ich mag auch Anna trocken. Der kam halt wirklich ziemlich trocken. Muss man dir lassen. Ja, ja, der Koko, Jumbo. Ich esse nur Leberkäse und Weißwürste. So, das ist eine ausgewogene Ernährung auf jeden Fall. Da sind alle wichtigen Vitamine drin. Fleischvitamine. Wurstvitamine. Käsevitamine. Lebervitamine. Weißvitamine. Hautvitamine. Andere Vitamine kenne ich nicht. Vitamin B. Vitamin A. Vitamin E. Ich glaube, die Geheimzutat sind Knussis Haare, so oft wie der sich in die Haare fasst. Vielleicht ist es das wirklich. Wer weiß, kann man mal machen. Gibt es eigentlich mittlerweile mal nach 119 Folgen Knusma, nach 7 Monaten, gibt es mal eine Animation fürs Kochen? Nee, oder? Aber für Koksstrecken. Für Koksstrecken gibt es eine Animation. Alles klar. Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt will ich wissen, wie Koksstrecken aussieht. Junge, Koksstrecken sieht einfach besser aus als das, was wir vorher hatten. Alter, ich nehme jetzt Koksstrecken. Das ist ja komplett bescheuert, aber es sieht halt einfach besser aus als diese DJ-Scheiße, oder? Das war auf der 9, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Koksstrecken, das kannst du dir doch nicht ausdenken, ey. Koks und Kochen liegen dicht beieinander. Ich glaube, du meinst eine andere Droge, aber das macht gar nichts. Mama-Gewürz sind einfach nur gemahlene Knussmannhaare. Ja gut, dann haben wir das Thema auch erledigt, ne? Es gibt jetzt keine Knussmannhaare mehr. Mal gucken, ob den Leuten das auffällt, dass das irgendwie anders schmeckt. So. Hat die sich hier eigentlich schon... Ne, die hat sich noch keinen Kartoffelsalat abgeholt. Ja. So, ich habe jetzt zwei Eimer fertig, ne? Sehr schön. Okay. Ne, ich wusste jetzt nicht, ob du noch was brauchst, weil du gerade gefragt hattest. Ich habe dann aus dem Rucksack geklaut. Ja. Aus dem Rucksack hast du geklaut? Der Rucksack, der in der Kühlung steht, ist die Vorbereitung für die Weihnachtsfeier von McGill Olsen. Da habe ich schon mal alles zur Seite gepackt. Ach so, ja gut. Da müssen wir nur noch mit Brötchen machen und dann... Ja, dann mache ich das mal, ne? 16 Kartoffelsalat fehlen da drin. Ey, die haben wir ja jetzt. Ja, genau. Jetzt 17, genau. Und ein paar Mettbrötchen müssen. Also es passt nicht alles rein, aber ich wollte es halt schon mal zur Seite sortiert haben. Nee, das ist schon gut. Mhm. Ja, wunderbar. Dann mache ich die Mettbrötchen mal, ne? Okay. Sind die schon wieder alle leer? Gucken wir hier mal kurz rein. Was ist denn hier überhaupt Sache, Alter? Alter! Oh, warte mal. Ah ja, Patty hat auf jeden Fall geliefert. Das steht auf jeden Fall fest.
Und Frikadellen, oh weia. Ja komm, weißt du, dann mach ich mal erstmal Frikadellen, dann rettet andere, können die anderen auch machen. Bin immer wieder erstaunt, wie Knussi ein Eimer Kartoffeln in die Hosentasche passt. Offiziell, ganz offiziell, da habe ich dann mal diverse Male im RP verkackt. Offiziell ist das, sind das die Hände. Also quasi, stellt euch vor, er hat das in der Hand oder im Arm. So eher, nicht in die Hosentasche. Weil selbst wenn ich keine Hose anhabe, ja, es steht da ja Hosentasche, ist eigentlich bescheuert. Selbst wenn ich mir jetzt die Hose ausziehe, habe ich ja immer noch eine Hosentasche. An der Unterhose habe ich keine Hosentasche, schon gar nicht, wenn die so groß ist. Naja, also sind, offiziell sind es ja die Hände. So. Das trägt man mit sich rum. Wie ist das in Sachen Kuh? Hattet ihr eine Zeit ausgemacht? Ja, ich hab das ist schon vorbei. So früh habe ich es heute nicht geschafft. Ich habe das nur auf den Zettel gehabt, aber der wollte, dass wir da schon 18 Uhr hinkommen. Das habe ich nicht gepackt, ne. Da müssen wir nochmal was Neues ausmachen mit dem. Gut, Lilly und ich waren auch erst um 19 Uhr da. Ja gut, also selbst wenn ich per... Ne, das ist ja... Das passt schon. Ich mache nochmal Frikadellen, habe ich ja gesehen, ne. Zwiebel. Ja, er selbst ist auch nicht mehr zu erreichen, alles klar. Ja, dann können wir ja in Ruhe arbeiten. Deswegen, das war mir schon klar, dass das nichts mehr wird heute, deswegen. Haben wir noch Brötchen fertig oder muss ich welche backen? Ich habe 8x5 Brötchen gebacken. Okay, na gut, damit kann ich ein paar Frikadellen machen, auf jeden Fall. So, das Gewürz brauche ich noch. Mache ich nämlich erstmal kurz die Frikadellen. Weil die Mettbrötchen, da könnt ihr ja gleich mithelfen, theoretisch. Genau. Dann nehme ich mir direkt mal Zwiebeln raus. Schmuggler lieben diese Hosentasche. Ja, es ist knackig, würde ich sagen. Knackig. Knackig, knackig, gut. So, dann machen wir mal Frikadelles. Frikadellos Wallace. Wir haben uns gerade gefragt, ob sie noch da sind wegen der Kuh, aber es ist wahrscheinlich schon spät für sie, oder? Ja, das ist bei uns unter der Woche. Ach, scheiße. Dirk, wie hast du am Wochenende Zeit? Das kann ich, also ich bin ja morgen und Sonntag bin ich ja da. Aber Samstag weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, da mache ich wieder frei, ne? Morgen und Sonntag. Ja, ich hole mal kurz eine Pfanne aus. Ab wann bist du morgen da? Ich schätze mal so ab 19 Uhr, ne? 19 Uhr, Mr. Wilson? Wann? Und Sonntag? Ja, also ich sag mal so, also ich bin doch für gewöhnlich immer um 19 Uhr da. Ob ich das früher schaffe, das weiß ich erst am Tag selber leider, ne? Okay, also vor 19 Uhr geht nicht bei uns. Also morgen direkt 19 Uhr bei Ihnen auf der Farm. Okay. Halten wir das erstmal so fest. Wenn sich was ändert, melde ich mich noch per SMS bei Ihnen, ja? Frag mal, ob wir auch noch was zu schnabulieren mitnehmen können bei dem Äpfel und so ein Gedöns, theoretisch. Mr. Wilson, haben Sie noch Äpfel und so, soll ich fragen, vorrätig für uns? Nüsse und Mandeln wären da, glaube ich, noch bei ihm. Ja, genau das. Okay, dann würden wir das nämlich dann morgen bei der Gelegenheit gleich mitnehmen. Hervorragend. Dann bis morgen. Tschö. Und so. Ja, dann... Entschuldigung. Ja, kein Problem. Tja, ja.
Also ich sag mal so, ne? Das wäre schon schön, wenn wir das Schloss an den blöden Schrank da hinten. Ein bisschen, ja. Ich habe die Kartoffelsalate jetzt erstmal da reingetan. Weil ich jetzt nicht wusste, wohin damit, ne? Aber ich habe drüben im Lager somit ein bisschen Platz gemacht. Die Lauchsachen sind alle weg. Zwiebeln da. Und dann können wir jetzt wieder ein bisschen besser haushalten. 4, 8, 12, 16. Das hast du aber gut gezählt. Ne? Sehr gut, sehr als gut. Als hätte ich's gelernt. Boah, Hammer. Ich bin beeindruckt. Als hätte ich, also gut, dass ich dich eingestellt habe, ne? Dass wenigstens einer von uns zählen kann. Ich kann das kleine 1x1. Was? Ja. Das ist ja... Könntest du auch das große 1x1? Nee, das übe ich noch. Ah, das kommt in der nächsten Klasse, ne? Das übe ich für die Gehaltserhöhung. Ja, muss ja auch irgendwie verdienen da, ne? Da hast du ja recht. Ja, richtig. Muss ja auch irgendwann mal kommen, na, das stimmt. Muss ein bisschen Leistung zeigen. Richtig, richtig. So, ja, da hast du den anderen bestimmt was voraus, wenn du die große 1x1 schaffst, ne? Das, muss ich mal sagen, nicht schlecht. Ja, deswegen übe ich ja noch. Ja, sehr gut, sehr gut. So, was brauche ich denn alles? Ich brauche das. Und dann. Der war heute eigentlich das mit den Probearbeiten? Ja, ich glaube schon, ne? Wann denn? Ja, jetzt eigentlich, ne? Oder morgen? Habe ich den morgen? Ich weiß halt nicht mehr. Ich habe das vergessen. Ich meine, du hättest Donnerstag gesagt. Nee, ich habe den nicht gespeichert. Okay. Ich meine, du hättest Donnerstag gesagt. Ja, ich meine nämlich auch, aber ich bin da gerade ein bisschen unschlüssig noch. Ich gehe mal kurz zu Lilly. Mach das mal. Was fehlt denn da jetzt schon wieder? Ach man, scheiße. Ach nee, zwei Marienhack ist auch falsch. Was mach ich dir für ein Kappes? Brötchen, Ei, Zwiebel. So. Gesagt, na? Ach so. Ich habe ja verstanden und dachte, du erwartest jetzt irgendwie, dass ich dich was frage oder so. Aber ich habe gar nichts zu fragen. Aber trotzdem ein Na zurück. Na? Gar kein Problem, ne? Weißt du, was hat er jetzt gesagt? 4 oder 6? Zu weit. Wer hat wie was gesagt? Stellung. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich sag mal 6, das ist nämlich besser, wenn dann verdienen wir mehr. So. Ich glaube, das reicht dann, oder? Reicht das an Frikadelle? Ich weiß das nicht. Frikadelle. Genau. Also die Frikadellen gehen schneller, weil in dem Eimer 40 Portionen drin sind. 40. 40 Portionen. 1, 2, Polizei. 3, 4. Das Pfännchen.
Pfanne, Schwein, Rindgewürz, Zwiebelei, Brötchen. Das müsste doch stimmen. Yes. Natürlich ist Knus mein Geld. Ich hab die, ich hab mich einfach nur noch nicht umgezogen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So. Ich glaube, Frikos haben wir genug. Ich mach mal nochmal. Ich frage mal, ob ich. Oder soll ich die Frau Queensy mal anrufen? Frau Queensy McQueen. Frau Miesens McMautz. Bitte. Ah, warte mal. Eine Sache wäre auch noch interessant. Obwohl, da tun wir erstmal hier den. Scheiß Pfanne hier in die Kacke. Dreckscheiß Kacke Pfanne hier, ey. Ich weiß gar nicht, wenn der Jens nicht da ist, ist er ja offensichtlich nicht. War eigentlich schon einer beim MG? Nicht. Nee, wir haben ja die Lieferung zuerst gemacht. Okay, also dann mache ich das auch nochmal eben, ne? Ja, okay. Es bleibt spannend, Leute. Es wird einfach, also die Spannung bricht nicht ab, möchte ich fast schon sagen. Es ist der helle Wahnsinn. Ja, jetzt als nächstes, nachdem ich Kartoffelsalat und Frikadellen gemacht habe, gibt es auch noch leckere Bütterchen. Es ist nicht zu fassen. Oh, Knutschmann! Guten Tag, Herr Knutschmann. Phantoin hier. Tut mir leid, dass ich jetzt so kurz und knapp anrufe, nochmal wegen dem Gespräch heute Abend. Aber hier. Wir hatten bei uns in der Häuserblock hatten wir Stromausfall. Ach Gott, ja, nee, das ist ja nicht schlimm. Kommen Sie denn noch oder wollen Sie verschieben? Nee, ich mach mich sofort auf den Weg. Alles klar, nee, dann kommen Sie vorbei, ne? Alles klar, danke schön. Danke, bis später. Bis gleich. Tschüss, geht's. Guter Eindruck auf jeden Fall. Guter Eindruck. Habe ich also doch recht gehabt. Naja. Da muss ich wohl auf den warten, bevor ich zum. Aber ist egal, dann schmier ich die scheiß Bitterkiste schon mal. Es ist einfach unglaublich, was dies schon wieder für ein, weiße Wahnsinn. So, was wir auf jeden Fall noch mal müssen, ist eine Bestellung fertig. Mettbrötchen sind im Rucksack, ne? Kannst du rausnehmen, wenn du die für die Lieferung brauchst. Ja, Bütterke muss ich auch noch schmieren, also das ist ja. Okay, ja, ich trinke mal kurz einen Kaffee und dann fange ich mit Mettbrötchen an. Jawohl. Der Holländer hat übrigens gerade angerufen, der von Tuin da, ne? Ja. Der kommt jetzt gleich. Der hat irgendwie Stromausfall bei sich in der Bude oder so, weiß ich auch nicht. Oh, okay, ja gut, da kann er ja nichts für. Nee, alles klar. Wir brauchen noch Gewürz. Ja, warte. Ich hab noch im Spinn von gestern. Ja, ich hab hier auch noch fünf. Ich tu dir schon mal fünf hier rein, dann kannst du schon mal anfangen. Dann hol ich auch noch mal welche. So, Brötchen, zack. Tadella Mayo. Hab ich Lack gesoffen, mich bescheuert? Einmal Mortadella, einmal Käse, einmal Butter, einmal Brötchen, einmal Mayonnaise. Warum geht das Rezept nicht mehr? Brötchen? Butter? Käse? Mortadella? So, also das Lager ist noch nicht mit abschließend, aber das haben wir, glaube ich, vorhin schon besprochen. Ja, das habe ich selber rausgefunden, auch, ne? Sehr schön. Okay, dann tue ich nochmal meine 10 Gewürze damit bei. Aber spinnig oder ist das Metzerstumpf? Ich kriege kein Bütterchen mehr geschmiert, ne? Ich habe heute noch kein Bütterchen schmieren wollen, deswegen weiß ich es gerade nicht. Alter, ich versuche mal mit ein bisschen Gewürz da drauf. Ach nee, ich weiß warum. Ein bisschen zu weit drüber gerutscht. Hier einmal. Schubst du mich einfach zur Seite. Nee, das ist schon okay. Gucken wir mal. Vielleicht geht das ja jetzt.
Nee. Hä? Bitte, hier muss man gar nicht am Herd stehen. Ja? Nee. Ja, aber das geht allgemein hier gerade nicht mit rechten Dingen zu. Soll ich mal eins versuchen, oder? Ja, mach mal, vielleicht habe ich auch gerade irgendwie einen Knick im Kopf oder so. Knick im Kopf, okay. Gut, Häbchen, vielen Dank, ne? Brötchen fertig machen. Wo ist es denn jetzt da? So, Moment mal kurz. Bin ich bescheuert? Brötchen, Butter, Käse, Mortadella, Mayo. Nee, da ist kein Gewürz. Da habe ich kein Gewürz beigelassen, weil ich die Rezepte mit Gewürz eher... Und mit Gewürz klappt es ja auch nicht. Tja, das wäre natürlich scheiße, wenn wir jetzt gar nicht ans MD liefern können, ne? Das ist nämlich unsere Haupteinnahmequelle so aktuell neben dem alltäglichen Umsatz. Ja, müssen wir auf eine Antwort warten, dann funktioniert das halt nicht, ne? Nee, kein Brettchen. Ich hätte gerne Vertretung auf der Arbeit, um meiner Arbeit bei Knusmann mehr nachgehen zu können. Der Jens haut einen raus da. Ja, das will ich auch meinen. Ihr habt dich schließlich angestellt, ey, und nicht einfach nur so. Hast du denn jetzt so krasse Einbrüche, was RP angeht dann plötzlich, oder? Aber du hast ja vorher auch aktiv gespielt, ne? Ist wahrscheinlich nur ein bisschen stressiger dann alles. Da tut mir leid, ist die Reihenfolge relevant? Eigentlich nicht. Nee. Glaube ich nicht. Natürlich jetzt scheiße, jetzt haben wir nur noch, dann nehme ich einfach die 4 Bütterchen, die ich habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Jens beim letzten Mal ausgetauscht hat oder nicht. Lass mich mal überlegen, was haben wir denn heute? Wir haben heute... Ich war gestern gar nicht da. Kann ich ja gestern gar nicht wissen. Aber ich weiß noch ungefähr, wie viel drin stand, als er mir das gesagt hat. Das war okay. Ja, er hat ausgetauscht. Das heißt, es ist eh nur auffüllen. Okay, deswegen. Ja gut, dann fahre ich jetzt erstmal mit dem, was ich hier habe. Ein Bütterkäse. Was brauchst du denn noch? Ja, also theoretisch... lass mich mal überlegen, wie viele sind ja 10 sind das immer, ne? Jetzt haben wir noch 4 Stück hier. Ich nehme einfach mal ein paar mehr Mettbrötchen mit, würde ich sagen. Wenn da mal Notstand ist, ne? Weiß man ja nicht. Ja. So, warte mal. Ich gehe doch mal da vorne, ne? Ach so, ja, Hallöchen, ich komme sofort. Ne, setzen Sie sich ruhig hinten in die Ecke. Wollen Sie was trinken, was essen? Ja, kein Stress. Nee, danke schön. Ich habe gerade gegessen. Aber lieb gemeint. Alles klar. Ja, dann setzen Sie sich nochmal raus, kurz. Ich komme sofort, ja, ne? Nur kein Stress, ne? Alles gut. Er kommt einfach in die Küche. Was bildet er sich eigentlich ein? Ach, Mann. Ich habe das jetzt gar nicht gerafft. Ich bin heute so irgendwie so voll komplett nicht anwesend, kann das sein? Ja, wenn ich halt Spätschicht habe, kann ich halt nicht, weil 15 bis 23 Uhr... Oh, scheiße. Das tut mir wirklich leid. Neue Mitarbeiter? Ja, also, das werden wir gleich sehen. Da ist ein Bewerbungsgespräch. Ach so, erstes Gespräch. Ich dachte schon Probearbeiten. Ja, hab ich auch vergessen. ich dachte, wir wären auch schon weiter, aber ich bin heute nicht so ganz da irgendwie, habe ich das Gefühl. Nehmen wir mal das hier mit. So, zack, hier mal 10 Bockwürstchen. Hast du noch ein paar Mettbrötchen schon fertig?
Bei dem Möhreneintopf sind noch zwei und ich schmier gerade noch zwei. Alles klar, dann würde ich einfach mal 4 Mettbrötchen mehr mitnehmen und dann ist eh nur auffüllen hier heute, ne? So, da bin ich wieder. Sorry, ich hatte einen dringenden Anruf. Alles gut. Ich habe jetzt da draußen den Bewerber. Mhm. Und dann gucken wir uns den mal an, ne? Alles klar. Ja, aber super. Hat das mit dem Bütterchen jetzt geklappt? Also ich habe sie nicht hingekriegt, ne? Aber vielleicht bin ich auch heute ein bisschen kaputt im Kopf. Das kann natürlich sein. Ich versuch's einfach sonst nochmal. Ja, wenn nicht, dann ich habe jetzt aber mein Mettbrötchen mitgenommen, ne? Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Mhm. Alles klar. So, ich mache dann mal eben ein Bewerbungsgespräch, ne? Ich habe meine Notizen gar nicht mehr. Das wird jetzt so ein... Ich schätze mal, es wird ein sehr schwammiges Bewerbungsgespräch, weil ich wahrscheinlich die Hälfte vergessen werde. Aber naja, ne, was will sie machen immer? Na. Hui. Aber ich vermisse euch dann immer. Oh, das ist niedlich. Ich vermisse dich auch gerade, Jens. Das ist sehr schade, dass du nicht da bist. Warum spielst du nicht einfach trotzdem? Du bist doch eh da. Warum spielst du nicht? So. Ja, wunderschönen guten Abend. So, geht es Ihnen ein bisschen besser? Sind immer noch ein bisschen am Schwanken, ne? Ja, aber das wird schon. Haben Sie mal im MD untersuchen lassen? Ja, sicherlich. Da gibt es ja schon ab. Korsett brauche ich auch nicht mehr zu tragen. Ach so. Hier und da zwackt es halt noch. Naja, gut, okay. Das ist ja wunderbar. Dann setzen wir, also was zu trinken wollen Sie nicht haben? Nein, danke. Oder was zu essen können wir natürlich auch. Das ist jetzt nicht das Problem, ne? Ja, das dürfte hier das geringste Problem sein. Ja. Aber nein, danke. Okay, wunderbar. Dann, ich muss noch fahren. Ja, nee, das Bierchen beim Bewerbungsgespräch, das wäre eh schon die falsche Herangehensweise, ne? Ja, ich habe mal wirklich einen da, der wollte ein Bierchen haben, ne? Der wollte ein Bierchen, da dachte ich mir, ich meine, ich trinke auch mal gerne ein Bierchen, ne? Aber da wusste ich nicht so ganz, wie ich darauf reagieren soll, ehrlich gesagt. Da bin ich ja ganz empfindlich, ne? Ja, das ist... Arbeit. Ja, ich eigentlich auch, aber wenn mal was zu feiern gibt, dann kann man das schon mal machen, ne? Das ist ja jetzt sicher. Nicht das Problem. Na ja, gut. Ich sag mal, wenn man irgendwo Catering oder sowas hinbringt, dann ist das vielleicht was anderes, aber... Ja, selbst dann sollte... Gerade dann sollte man, wenn man dann außer Haus ist, ist das natürlich... Und wenn vielleicht muss man dann noch fahren, das ist natürlich sehr gefährlich, ne? Gefährliche Angelegenheit. Na gut, dann würde ich mal sagen, schön, dass Sie gekommen sind, ne? Mein Name ist Dirk Knussmann, Inhaber der Knussmann Corporation. Wir leiten aktuell das Wurstkartell hier im PD, ne, also die Cafeteria, und haben auch noch den Foodtruck für Catering-Events und einfach nur so den Verkauf, das ist die Wurstpumpe. Konzentrieren uns hauptsächlich auf deutsche Spezialitäten, Imbissgerichte und gegebenenfalls bald auch mehr, möchte ich schon mal so kurz anteasern. Ja, und dann würde ich sagen, stellen Sie sich einfach mal vor und am besten einmal mit... Informationen, was haben sie vorher gemacht, wo kommen sie her, was sind ihre Interessen, was können sie und wo wollen sie hin? Ja, sicherlich. Ich bin der Herr von Thuring, der Stevie. Ja. Ich stelle mich direkt mal mit Vornamen vor. Ich bin jetzt 22 Jahre alt, komme aus den Niederlanden, aus Rotterdam. Ja. Habe dort meine Gesellenprüfung zum Straßenbau gemacht und als auch meine Meisterprüfung. Straßenbau? Mhm. Okay, habe immer zwei große Leidenschaften gehegt und gepflegt, neben den Handwerken. Zum einen Cocktails machen, also handwerklich bin ich da wirklich gut, und im Kochen würde ich mich auch sehr gut einschätzen. Ja. Dann bin ich vor einigen Wochen nach hier ins wunderschöne Los Santos gekommen, weil mich nicht mehr viel in der Heimat gehalten hat. War sowieso immer, ich sag mal, eng besiedelt mit Freunden und habe mich daraufhin entschlossen, einfach in ein neues Leben zu starten. Okay. Und wo ich hin möchte, ist ganz klar und deutlich, ich habe den großen Traum, mich eines Tages, das kommt nicht von heute auf morgen, ist mir bewusst, mich selbstständig zu machen mit einer eigenen Cocktailbar. Ah ja, okay, ja. Schön. Und bei dem Wörtchen Cocktailbar dachte ich natürlich direkt auch an Gastronomie. Und Gastronomie, da gibt es hier, sag mal, nur eine Anlaufstelle, die mir öfter genannt wurde. Muss man ganz offen ehrlich sagen. Wirklich? Ist da aufgefallen wie ein bunter Hund, wenn ich jemanden gefragt habe, wo kann man denn hier hingehen? Ja, das freut mich ja schon ein bisschen, ne? Dass man dann so auf mich dann kommt oder auf uns hier im Kartell. Ja, schön, ja. Na gut. Das habe ich jetzt so verstanden, dass Sie bisher in Los Santos noch gar keinen Job hatten. Also bisher nur ein bisschen rumgestreift im Prinzip. Ja, richtig. Ich hatte auch schon einen Probearbeitstag gehabt,
bei dieser Baufirma. Ja, mit Mikkel Olsen, ne? Ja, dieses ominöse Ding, ne? Ja. Da bin ich fast, ich sag mal, mit Kragen Platz TV rausgegangen aus dem Tag. Warum das denn? Ja, wenn man da hinkommt als Meister in seinem Handwerk und der so einen lahmarschigen Haufen sieht, sag ich mal, das, Ach so, ja gut. Ja gut, das ist ein Thema für sich. Da kann ich leider gar nichts zu sagen, weil ich da gar. Ich habe zwar auch Maurer gelernt damals, ne, aber ich habe den Beruf sehr schnell wieder nahegegangen, weil das nichts für mich war. Ne. Ich wollte dann doch lieber die Gastronomie von meinem Vater übernehmen und dann habe ich mich da lieber reingefuchst. Ne, nee, schön. Also Sie schätzen sich schon sehr gut in der Küche ein. Was können Sie denn so, wenn ich jetzt sagen würde, machen Sie mal was? Was können Sie mir denn hier so hinzaubern? Also Ihre Currywurst ist ja sehr gut. Ich kann Ihnen. Eine Currywurstsoße von mir kann ich Ihnen zum Beispiel mal aus dem Kopf raus sagen. Nee, brauchen Sie mir nicht sagen, alles gut. Ging nur so allgemein um Gerichte, was Sie so, wenn Sie so kochen, was Sie dann so kochen. Wäre jetzt so mal interessant, ne? Ich mache 1A Sauerfleisch. Ist ja Steckenpferd von uns Holländern. Ja. Braten, schön Entenbrat krieg ich auch hin. Ja. Moussaka, kennen Sie? Moussaka? Was ist das denn? Das ist ein griechischer Auflauf. Mit einer schönen Bechamelsoße und einer Weißweinsoße. Moussaka. Okay, nee, hab ich noch nie gehört. Nee, interessant. Ja, gut, ja. Hört sich an wie Moussaka, schmeckt aber bei Weitem besser. Ja, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass das besser als ein Moussaka schmeckt, ne? Das ist, aber manche haben da ja ihre Vorlieben, muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Tatsächlich habe ich auch deutsche Verwandtschaft, neben der amerikanischen Verwandtschaft. Oh. Und ein paar schöne gestopfte Knödel, Gänseleber. Ach schön, also ich kenne dich schon mit der deutschen Küche ein bisschen weit aus, ne? Ja, genau. Okay, sehr schön. Wo würden Sie sich denn bei uns im Unternehmen sehen? Also würden Sie dann auch gerne hauptsächlich kochen oder würden Sie sich dann auch eher im Servicebereich sehen oder im Bereich Events? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Also im Eventbereich sehe ich mich ganz klar und deutlich, aber ich schätze mich schon als Allrounder ein. Also quasi, ich kann sie einsetzen, wo ich will, das... Auch Toiletten putzen und so ist gar kein Problem, sagen Sie. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht. Nein, das war natürlich nur Spaß. Wir haben ja auch gar keine Toiletten. Das ist ja leider der Traurige, aber... Nein, das war ein Spaß. Das ich war ein Witz. Kollegen aus Russland, ich mache den guten Preis, was? Ja, gut. Willst du hier noch ein paar Rohre verlegen im PD oder was nebenbei? Damit wir endlich mal hier eine Nasszelle haben, ja gut. Wie sind die weiblich Angestellten denn hier so? Was? Ja, so meine ich das jetzt nicht. Da wollen wir mal gar nicht erst anfangen, ne? Da habe ich schon einen Experten, der mir da so schon mit auf den Geist geht mit sowas. Naja, gut. Was können wir denn noch? Wie würden Sie denn arbeiten, theoretisch? Und wie regelmäßig? Arbeiten ganz klar und deutlich. Grundsätzlich jeden Tag bin ich zur Verfügung. In der Woche, also ich habe 2 Tage die Woche frei. Also, dass ich gar nichts zu tun habe. Das sind dann immer die Tage momentan. Moment. Ist das immer dienstags und mittwochs und am Wochenende und den Rest der Woche bin ich immer verfügbar von 18 bis 0 Uhr. Also Dienstag und Mittwochs konnten Sie oder konnten Sie nicht? Dienstag und Mittwoch explizit ja. Also okay, und am Montags und Mittwochs ist schwierig, sagen Sie. Ansonsten, also dienstags und mittwochs kann ich auf jeden Fall von 6 bis 0 Uhr, von 6 bis, keine Ahnung, wann, Ende offen. Und ja. Der Rest der Woche ist immer von 6 bis 0 Uhr. Also jetzt von 18 oder von 6 Uhr morgens? Von 18 Uhr. Ach so, ja, das wäre ja spitzenmäßig. Wenn Sie so lange arbeiten wollen, dann würde ich Sie auf Mittanschlag einstellen jetzt hier. Wenn Sie von 6 Uhr morgens bis 0 Uhr immer arbeiten wollen, dann wäre ja, da arbeiten Sie ja mehr als ich nachher. Das wäre also, ja spitze immer. Also an Tagen, wo ich nichts zu tun habe, kriegen wir das mit Sicherheit hin, ne? Ja, mal gucken wir erstmal, ne, wie das läuft. Ne, gut, was wäre denn so, was ist so Ihre Lieblingswurst? Das ist auch mal nochmal ganz gut zu wissen. Muss jetzt nichts sein, was wir anbieten, einfach so im Allgemeinen. Was ist Ihre Lieblingswurst? Also ich war mal in Berlin, habe da eine Currywurst gegessen und fand die tatsächlich ohne Darm echt gut. Ja, das war leider die falsche Antwort, ne? Das ist die einzige Antwort, die ich nicht akzeptiere. Nee, das ist so ein kleiner Krieg, falls ihr das nicht wisst. Ne? Currywurst aus dem Ruhrpott und aus Berlin, das ist so
keine Ahnung. Das ist schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Nee, aber da werde ich sie wohl noch erziehen müssen, wenn das soweit ist. Das ist ja dann halt. Ich denke mal, das liegt zusammen. Wir haben ja hier den Frikandel. Haben wir ja. Ja, Frikandel, ja. Und die ist ja auch ohne Damen. Ja, das ist auch nicht so. Da muss ich sagen, da tut mir leid, aber das ist auch nicht so meins, ne? Aber ja, das ist halt nicht auch Pferdefleisch? Oder was ist das nochmal für ein Fleisch da drin? Im ursprünglichen Rezept ist das Pferdefleisch, das ist richtig. Ja, aber ja. Heutzutage werden sie das nirgendwo mehr finden, außer bei den wirklich traditionellen Restaurants. Ja. Ja, ich bin da, Frikandel habe ich nie so den Zugang zu gefunden, ne? Ich bin da, weiß ich nicht. Ich war zwar schon oft in Holland, ne? Also früher, ich komme aus Bottrop, aus Deutschland. Mhm. Das ist ja im Ruhrgebiet, das ist ja quasi um die Ecke, ne? Da ein Stündchen bis über die Grenze. Aber Frikandel habe ich nie so den Bezug gefunden, ne? Aber so Pommes Spezial, das kann ich mir mal ganz gut angucken, ne? Ganz lecker, ja. Ne, gut, eine Sache gibt es noch, also ich würde sie gerne mal zum Probearbeiten einladen, um mal zu gucken, was sie so können und ob sie da auch, ob was für sie ist hier, ne, muss man auch ganz ehrlich sagen. Eine Sache gibt es dann aber noch, die das so ein bisschen, ja, eine unschöne Sache, und zwar, ich müsste einmal gleich mit ihnen runter und mit ihrer Erlaubnis einmal in ihre Polizeiakte gucken, weil da wir hier im PD arbeiten, sieht das Ganze nämlich so aus, dass ich hier niemanden einstellen darf, der Vorstrafen hat. Ja, sicherlich. Wenn sie jetzt von sich aus sagen, okay, upsie, nee, lassen wir das mal lieber, dann machen wir hier am besten Cut. Wenn sie jetzt aber sagen, ist gar kein Problem, dann machen wir das einfach gleich mal eben. Und wenn das dann alles clean ist und alles super, dann würde ich sie einfach mit ihnen einen Termin ausmachen, ne? Ja, sicherlich, bekommen wir hin. Ich habe keine Leichen im Keller. Okay, ja, das ist ja schon mal sehr ehrlich und sehr gut, so wie es ist, ne? Okay, dann würde ich sagen, danke für das nette Gespräch, dann kommen Sie mal mit runter, dann gucken wir mal, ne? Ja, sicherlich. Dann gehen Sie am besten mal vor, weil ich weiß nicht, wie schnell Sie können mit Ihrem Rücken da, ne? Ja, man hört mich bei ihm leider. Hallo. Hallo. Dirk? Ja? Der Dorian hat gerade angerufen wegen dem Essen von der JVA und wartet auf die Rechnung. Ich habe gesagt, einer von uns wird ihm auf jeden Fall die Rechnung noch schicken. Also ja, das ist auch schon in der RDP drin, ne? Da müssen wir nur noch rausschicken, glaube ich. Da kannst du mir, dann schick ihm das, aber zu ihm privat bei Ventur, ne? Ja, hat er alles gesagt. Alles klar, danke. So, dann kommen wir mit. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Knussmann. Servus. Ich hätte hier einen potenziellen Mitarbeiter, wo wir einmal vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick in die Akte reinwerfen, oder Sie werfen dann mal einen Blick in die Akte rein, ob da alles in Ordnung ist. Ja, das kriegen wir sofort hin. Moment, ich habe auch sofort meinen Ausweis für Sie. Na klar. Bitte schön. Eintragen hier bei mir im Blatt hier. Zack. Genau, der ist halt auch noch neu dabei, also... Ich meine, wenn er mich kennt und Knussmann, dann wird er auch bestimmt reingucken, dann wird er es selber merken, hoffentlich. Sie geben ihr Einverständnis, dass der Herr Knussmann erfahren darf, was in Ihrer Akte steht? Ja, auf jeden Fall. Jeden Fall. Gut. Also. Bei dem Herrn in der Akte keine Auffälligkeiten, keine SCVO-Delikte, keine offenen, geschlossenen, versteckten öffentlichen Fallakten. Eine weiße Weste. Okay, nee, das klang so nach so einem Aber. Es wird nee. Also das nicht. Aber der hat 10 Leute umgebracht. Nee, gut, okay. Dann ist okay. Dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank, ne? Ja, dafür nicht. Hier in Ausweis zurück. Und dann merci. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Sekunde. Kurz am Kopf kratzen. So. Dann kommen Sie mal mit. So. Wann können Sie denn zu Probearbeiten kommen? Ja, von mir aus die ganze Woche. Ja, verteilten Sie von Sonntag? Ja, absolut. Bin ich für Sie da. Dann würde ich sagen, Sonntagabend, selbe Uhrzeit, so 20 Uhr. Schreibe ich mir mal kurz auf. Alles klar. Alles klar, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend, ne? Und kommen Sie gut noch in der Stadt an und gute Besserung mit Ihrem Rücken, ne? Ja, danke schön. Können Sie denn überhaupt eigentlich mit Ihrem Rücken so lange stehen jetzt, wenn wir da sagen, am Sonntag, ist das denn vielleicht, also wir können das auch gerne noch ein paar Tage da hinten schieben, wenn Sie sagen, Sie brauchen noch ein bisschen was, ne? Ja. Unter uns gesagt, war ich schon mal auf dem Straßenbau mit 3 gebrochenen Rippen 3 Tage lang arbeiten. Das ist zwar sehr löblich, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr gesund, das muss man Ihnen einfach sagen, ey. Also da jetzt ein paar Stunden hinter der Theke stehen mit kaputtem Rücken, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, ist jetzt nicht so das Beste, was man machen kann, ne? Aber gut, wenn Sie das einschätzen, dass das in Ordnung ist, dann machen wir das sehr gerne.
Also ihre Chancen mindern sich da jetzt nicht oder verbessern sich nicht dadurch, dass wir das jetzt wegen ihrem Rücken nochmal verschieben. Das kann ich Ihnen mal so sagen, ne? Ach nee, ich bin immer... Beim Arbeiten bin ich immer dabei. Na gut, wenn Sie das so sehen, dann machen wir das. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Ja, gleichfalls. Danke, tschüss geht's. Tschüss. So. Ja, er haut mich jetzt auch nicht aus den Socken, ne, lieber Chat. Aber ich habe den anderen auch immer eine Chance gegeben und ich habe auch Leute eingestellt, die sich nachher unfassbar gut rausgestellt haben als Gewinn für die Firma, als großartige Mitarbeiter. Ich meine, wenn ich mal so zurückdenke, mal abgesehen von Hannes. Hannes hatte ja nie so ein richtiges Bewerbungsgespräch. Aber ich glaube, dass ich bei keinem einzigen Mitarbeiter bisher hundertprozentig überzeugt war nach dem Bewerbungsgespräch. Glaube ich nicht. Und wie gesagt, guckt euch unser Team jetzt an, das ist großartig. Und jetzt auch, ne, nicht nur weil er zuguckt vielleicht, aber auch Max war großartig, Juri ist großartig. Das waren halt alles Leute, da habe ich am Anfang auch so gedacht, so, aber das sind halt die RP-Neulinge, die müssen erstmal ins Spiel reinkommen. Ich war auch total scheiße am Anfang. Muss man halt einfach sagen und irgendwann kommt das halt dann, ne. Dementsprechend mal gucken, wie er sich schlägt. So. Und durch? Ja, ich wusste nicht, was ich ihn noch fragen soll. Also wir haben länger geredet. Ja, ich habe eure Gespräche auch sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe den Zettel aber nicht mehr gefunden, ne? Oh, okay. Vielleicht war das auch, vielleicht habe ich auch, euch auch deswegen gefunden, ne? Dass ich so gut vorbereitet war. Das stelle ich das mal vor, dann mache ich die ganze Zeit falsch. Ja, das wird der einzige Grund sein, warum ihr so gut seid auf einmal. Ja, warum ihr gut Feuerwehrmann bin. Ach, Blödsinn, ey. Ach, Quatsch. Nee, ich weiß nicht. Also der macht ja einen okayen Eindruck. Mhm. Aber war natürlich auch wieder ein paar Sachen, wo ich mir dachte, so, ja, weißt du, steht da mit dem kaputten Rücken, ne, wurde vom Auto überfahren vor einer Weile und möchte jetzt am Sonntag schon probearbeiten. Habe ich ihn jetzt mehrmals gefragt, ob dann wirklich auch in seinem Sinne ist. Er hat da gesagt, ja, er hat auch schon mal eine, was hat er gesagt, eine Straße gepflastert mit drei gebrochenen Rippen oder so, ich weiß es nicht. Ja, das ist nicht unbedingt was, mit dem man angeben sollte. Ja, aber auch wieder so ein Kandidat, der möchte gerne irgendwann mal eine eigene Cocktailbar haben und so, also... Ich meine, das ist jetzt für eine Aushilfe, ist halt okay, das ist jetzt nicht, vielleicht nichts für die Ewigkeit, aber für ein bisschen was mit anpacken kann er schon, ne? Deswegen, ich habe ihn jetzt mal für Sonntag eingeladen, für Probearbeit und dann gucken wir mal. Okay, ich habe jetzt mit dem Wilson ausgemacht, dass wir morgen um 19 Uhr direkt zu Wilson Farm fahren. Ja. Und die Kuh streicheln. Wie hieß sie nochmal? Kuh Friede? Nee, Kuh... Kunikunde. Kunikunde. Ja, spitze. Aber mir ist noch was anderes eingefallen, was ich lustig fand. Da musste ich ein bisschen drüber lachen. Mathilda wäre auch lustig. Mathilda, aber dann wäre das doch wieder ein Schweinename, oder nicht? Du schmierst ja keine Kuh aufs Brötchen, ne? Ja, okay. Dann wären wir eher bei Roastbeef. Das ist ja schon mal was anderes, ne? Das ist auch ein schöner Name, Roastbeef. Aber Mathilda fand ich lustig. Vielleicht hat er ja irgendwann mal Schweine zu verbraten. Ne? Ja, das kann man auch machen, ne? So ein Hausschwein können wir uns eigentlich mal anlachen, wenn wir den neuen Laden haben, ne? Also da die Reste dann essen. Da möchte ich mich aber dann nicht drum kümmern. Nee, ich distanziere mich dann auch lieber von, weil dann wäre auch ein bisschen unfreulich, das Schwein dazu gucken zu lassen, wie die Leute ihre Verwandten essen. Nee, das ist auch nicht so. Das einzige Wahre. Guck mal, Mathilda, das war die Oma. Gott. Meine Herren, nee, lieber nicht, lass das mal sein. Also, wenn, dann haben wir ein paar Fische oder eine Schildkröte eben im Laden, aber jetzt nicht unbedingt ein Hausschwein, das war doch ein bisschen weit vorgegriffen, ne? Eine Restaurantkatze. Oh Gott, nee, dann haben wir überall die Haare, ey, das ist ja auch nicht. Ich habe nichts gegen Katzen, aber im Laden, da gehören die nicht hin, das sage ich dir. Genau, stimmt. So. Es gibt doch sogar so Cafés, so Katzencafés. Die gehst du rein, ja, und dann... Warte, da können die Katzen da Kaffee trinken, oder was? Nee, kannst du mit den Schmusen streicheln, ja. Und warum heißt das dann Kaffee? Ja, weil du da ja auch Kaffee und Kuchen trinken, also essen und trinken kannst. Aber das ist ja, da sind ja dann trotzdem die Haare überall, das ist doch, wer macht denn sowas? Ja, also die Leute, die keine Katze haben. Also, die haben Spaß. Also ich mag Katzen. Ich habe nichts gegen Katzen, aber ich will die nicht auf meinem Teller haben, ne? Auch nicht ihre Haare. Naja, gut, das muss ja jeder wie sich selber wissen. Also für mich ist das nichts, ne? Okay, haben wir das mit dem Büterkind das Problem gelöst? Nee, ne? Nein. Ich habe es nochmal mit einem Brettchen versucht. Ja. Hat auch nicht funktioniert. Na gut, dann müssen wir wohl warten, bis wir... Mit Gewürz, mit Mayo und ohne, also ist alles irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, was da... Dann kriegen die jetzt halt ein paar mehr mit Brötchen. Das kostet die sogar einen Euro, Dollar weniger da, ne? Also... Auch mal zur Info für dich. Ja? Ich habe die Bestellung von McGill Olsen in die Wurstpumpe ausgelagert.
Achso, hast du jetzt den Rucksack dann dahin leer gemacht, oder was? Ja, ja, es passt ja nicht alles in den Rucksack, deswegen okay. Habe ich... Wann wollten die denn nochmal morgen ihr Essen haben, dass wir das mit der Kuh da nicht vergessen? Ah, zwischen 19 und 19.30. Dann mache ich mit dem einen anderen Liefertermin aus, das ist kein Problem. Ach, sonst können wir es doch auch vorbeibringen. Ja, eben, dann bringen wir das vorher vorbei. Ich habe einen großen Kofferraum, das können wir auch mit meinem Auto dahin bringen. Da brauchen wir nicht die Pumpe für nehmen, aber dann lassen wir das erstmal in der Pumpe, da ist ja schön gekühlt. Ja. Ich bringe jetzt noch eben den Kartoffelsalat, der noch fehlte, hin. Und dann haben wir alles da drin. Okay, alles klar. Gut, dann muss ich nochmal gucken, was habe ich hier alle im Rucksack? Jetzt habe ich alle da. Mit Brötchen habe ich 8, 12, 14 Stück. Ja, komm, dann nehme ich nochmal. Bis gleich. Nochmal 4 mit, bis gleich. Macht Kate, ich habe gar nicht zugehört. Oh, was hast du nicht zugehört? Was macht Kate? Wo die jetzt hingeht, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Oh, okay. Sie hat nur gesagt, bis gleich. Ja, warte, hat die überhaupt gesagt, wo die hingeht? Weiß es nicht, ich hab nicht so ganz zugehört. Um Gottes Willen, ey, wir hören ja einfach beide nicht zu, das ist ja schon ein bisschen... Aber sagt ihr das nicht, ne? Nein, ich sag das nicht. Also sag einfach, und wie war's, frag einfach gleich. Und wenn ihr auf Toilette war, dann wird ihr das vielleicht auch, dann ist das nicht so schlimm. Apropos Kate, ne? Wann hat die Geburtstag? Am Montag, ne? Montag, ja. Ich habe ja jetzt bei Paradise einen Gutschein für 2 Personen für Fallschirmspringen geholt. Meinst du, ist gut? Oh ja, das ist sehr gut. Ich muss am Sonntag bei Captain Kossi nochmal anrufen. Was hast du da? Eine Torte? Torte. Ah, spitze. Sollen wir dann einfach zusammenschmeißen alle? Das war da... Würde ich sagen, ja. Ja, also ihr müsst jetzt nicht da... Ich glaube, das kostet irgendwie 600, 700 Dollar. Müsst ihr jetzt... Gibt da einfach ein bisschen was dabei, dann ist das von uns allen und fertig, ne? Ja. Du bezahlst die Firma, dann ist okay. Packst du die Torte, sagst du, was da kriegst, dann nehmen wir den Gesamtbetrag und dann... Oder du nimmst bezahlst die Torte, ich weiß nicht, wie viel die kostet, aber... frage ich den Jens noch, dann hast du deinen Teil dabei gegeben. Dann passt das schon. Torte kostet 270 Dollar. Was? Bei dem köstlich? Wie groß ist denn die Torte, bitte? 8 Stücke. Oder 7. Der... Warte, was? 8 Stücke? Lass mich mal kurz rechnen. Das ist eine große Torte. Aber warte mal, 8 Stücke, das ist ja keine Hochzeitstorte, oder? Warte mal, 270 Dollar geteilt durch 8? Das sind 33 Dollar pro Stück. Ja, aber köstlich ist doch schon teuer. Guck dir mal den kleinen Donut an. Der kostet doch auch schon... Ey, warte mal, was hat der denn da? Warte, da ist da Kokain drin, oder warum ist er zu teuer? Ich habe keine Ahnung. 33 Dollar? Also, ja gut, ich... Ja gut, besser als gar kein Kuchen. Ich glaube, der hat einfach ein Monopol. Ich glaube, das ist das Ding, ne? Mhm. Naja gut, vielleicht sollten wir auch mal über den Bienenstich nochmal nachdenken. Ja, glaube ich auch. Ich wollte eigentlich seinen Kuchen bei uns anbieten später, ne? Aber ich gebe den Leuten noch nicht ein Stück Kuchen für 33 Dollar raus, immer. Na gut, okay. Ich habe... Na gut, aber dann, dann gebe ich dir da was bei, ne, dann ist alles gut. Nee, alles gut, ich kann schon die Torte übernehmen, alles gut. Ja, das ist echt viel, ne? Ja. 200, boah, ey, leck mir am Arsch, boah. Heilige, das ist ja ein Drittel von dem Fallschirmspringen, das musst du dir mal überlegen, für ein Stück Kuchen. Egal, komm, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Ich gehe dann mal eben zum MD, ne, bis gleich. Okay, bis gleich. Ne, nicht, dass du vergisst, was ich gesagt habe. Alles gut. Bis gleich dann. Huh, mein Gott. Entschuldigung. Du bist aber hier auf Zack heute. Ich bin mal im MD, ne? Okay. Alter, der Herr Köstlich, der nimmt sich aber... Boah. Also die Torte, die muss aber schmecken. Leck mir am Arsch. Also, dass die Torte ein bisschen teurer ist, das dachte ich mir schon. Aber fast 300 Dollar für eine Torte? Alter Verwalter. Na, Wind. Ich weiß nicht mit Wuchergesetz. Ich habe keine Ahnung, wo der Wucher anfängt. Für eine Hochzeitstorte. Lilis Hochzeit. Ist 270 Dollar für die Torte komplett gerechtfertigt. Alles gut, da hätte ich vielleicht sogar nochmal einen Huni draufgelegt. Aber für normale Torte, so eine kleine Torte für 8 Personen, so, das, weißt du, das. Na, Wind. Ich glaube, da war gerade, wie heißt sie nochmal? Die von der Avengers. Scarlett Johansson. Ich weiß nicht, wie sie mehr im Film heißt. Ich liebe die Stimmung im Kartell. Ja, einfach komplett. Ich bin auch da 100% stehe ich da gerade hinter. Das ist einfach geil. Ich finde es halt, ja, Black Widow, dankeschön. Ich finde es halt gerade schade, dass Hannes einfach nicht mehr kommt und Yuri. Das finde ich einfach nur traurig einfach. Ich bin da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Weil die fehlen einfach. Ich meine, so schön das gerade ist, aber die beiden fehlen. Wirklich, das ist... Ich verstehe das nicht. Gerade das Gespräch mit Ananas und dann bestellt meine Frau Pizza Hawaii. Ich brauche wirklich eine neue Frau. Und jetzt sag mir aber nicht, dass die jetzt auch noch gleichzeitig da arbeiten korrigiert. Ey, dann knallt das aber gleich richtig. Also, das sag ich dir. Lehrerin und Ananas. Kannst du dir das vorstellen? Metmobil, Metmobil. Ne, 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 Metmobil. Ne, 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 Metmobil. Papibu. Das macht Spaß. Ich hab vergessen, wo ich hin soll. So, MD. Das ist halt Metmobil. Apropos, warte mal. Haben wir überhaupt... Ja, Kate hat... Falls da eine Bestellung kommt. Aber ich glaube, man merkt schon, dass Cyberpunk raus ist. Also es ist doch weniger los auf dem Server als sonst. Ich glaube, wir haben bestimmt 60 Leute weniger, also vorhin, weil ich an den Zahlen gesehen habe. Knapp 60 Leute weniger, die da gerade spielen. Die Stimmung ist so gut gerade, weil Hannes nicht da ist. Ich glaube schon, dass die Stimmung genauso oder noch besser wäre, wenn Hannes von vornherein da gewesen wäre und Juri. Das Problem ist jetzt halt, dass Hannes, wie habe ich ja schon mal erzählt, dass Hannes sehr außenstehend ist. Also der ist mit den anderen noch nicht warm geworden, weil er einfach nichts mit denen zu tun hat bisher. So, und wir sind jetzt halt so ein eingeschweißtes Team. Da ist es immer ein bisschen schwierig, in so ein Team reinzukommen. Und Hannes ist ja auch nicht gerade jemand, der geduldig ist, was das angeht, ne? Oh ne, jetzt steht da einer auf meinem Platz. Dann stelle ich mich hier hin. Naja. Aber das Ding ist halt, ich kann Hannes nicht die Bar geben, wenn er jetzt fehlt, bis die Bar öffnet, ne? Das mache ich nicht. Das ist halt leider, das geht nicht. Also, der muss sich jetzt schon nochmal ein bisschen beweisen, bevor das losgeht. Ich kann der Kate nicht da die, weißt du, das ist schon schwierig. Na, Wind. Guten Tag. Kennst du Hannes ja nicht persönlich, ich weiß nicht, ob da was im L ist. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe ihn leider ein paar Tage jetzt nicht gesprochen. Ich kann ihn aber nachher gerne mal fragen. Ist in der Tat immer interessant, ob da irgendwas im Busch ist. Oder kann auch sein, dass er gerade noch viel arbeiten muss. Kann auch sein, dass er gerade wieder irgendeinen Scheiß an der Backe hat. Kennt man ja, ne? Ist das alltägliche Leben, das ist schon mal wie es ist. Guten Hallöchen. Abend, ich wollte nur kurz auffüllen, ne? Ja, machen Sie ruhig. Danke. Bekommst du die Bude am Pier? Ich habe keine Ahnung. Das warten wir ja noch. Da gibt es ja noch kein Ergebnis zu, leider. Und ich werde der Frau Berry jetzt auch nicht auf die Eier gehen damit. Ich warte jetzt auf ihren Anruf, so wie sie es gesagt hat. Und noch hat sie nicht angerufen, wenn ich mich nicht täusche. Oh, ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ne. Stimmt, der JVR-Budi. Dass der sogar anruft, so, hey, die Rechnung ist doch nicht geschickt. Wow. Ja gut, warum mache ich mir überhaupt so einen Kopf, Alter? Das ist ja hier, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Jens nur ausgetauscht hat. Dann fülle ich jetzt auf. 2, 4 Mettbrötchen. 2, 4... 6. Fertig. Mit Brötchen 4, 28 und 26 und fertig. Ups. Erledigt. Der Moment, wo Frau Berry anruft, muss geklippt werden. Da mir 300 Zuschauer ein Herzstillstand. Plus 1 Maß, ey. Ja.
Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ne? Also einerseits denke ich mir... Anruf. Tschüssi, schönen Abend. Einerseits denke ich mir... Der... eigentlich sollten wir das Restaurant kriegen. Bei dem, was ich hier bisher abgeliefert habe. Soll jetzt nicht das Problem sein. Naja, was so die Fairness angeht und so. Also ich habe ja wohl mehr als mich oft genug bewiesen. Aber... Es gibt immer noch diverse Punkte, wo ich verstehen könnte, wenn das abgelehnt würde. Weil die Kombi aus Restaurant und Bar ist schon sehr... wie sag ich? Es ist sehr... Mir fällt das Wort nicht, weil ich meine. Mutig. Ich glaube, ich meine mutig. Es ist sehr mutig, direkt ans Eingemachte zu gehen. Aber das ist halt bei dem Gebäude, ich kann kein zweistöckiges Restaurant führen. Das ist halt complicated as fuck. Man könnte überlegen, ob man dann unten anstatt eine Bar einen Imbiss reinmacht. So einen Strandimbiss. Aber das wäre blödsinnig, weil dann wären wir unsere eigene Konkurrenz da. Weil dann gehen entweder alle nur in Restaurant oder alle nur an den Imbiss. Das ist halt ambitioniert. Ja, das meinte ich eigentlich. Wenn die Bar abgelehnt wird, dann machst du halt zwei ersten... Ach so, Etagenrestaurant meinst du? Ach so. Warte, ich muss mal eben... Ich fahr mal eben, bevor ich weiterlesen kann. Das ist ein bisschen schwierig, hier parallel zu lesen und zu fahren. Und holst du Patty unten rein. Ja, aber für Patty ist das too much. Also das ist ja, das wäre dann ja schon ein richtiges Eiskaffee, was er dann da kriegt. Und eigentlich fände ich es geiler, wenn die mehrere Gebäude da besetzt werden würden und nicht alles in eins, weißt du? Damit das ein bisschen belebter da ist. So meine Sicht der Dinge. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde es ein bisschen crazy, dass ich jetzt hier wirklich nur in-game mein Konzept einreiche und kein Wort mit dem Support darüber spreche. Um mal Kompromisse zu besprechen oder irgendwas, wisst ihr? Da muss ich mich noch ein bisschen so dran gewöhnen, aber... Naja. Und dann noch das Mapping. Hab mal nachgeschaut, wie MLO-Mapping funktioniert. Es ist echt kompliziert. Ja, deswegen. Also, dass es nicht einfach ist, war mir klar. Aber vielleicht haben wir Glück, wenn da jetzt noch ein Mapper dazugekommen ist. Kann ja sein, dass wir dann da... Wisst ihr? So. Ist ja auch abgeschlossen eigentlich. Ja. Und Küche und Lager. Boah. Das ist extrem viel Fläche. Und dafür ist das halt ein bisschen verschwendet. Weil du hast unten ja auch einen Eingang und so. Schwierig. Also wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn der Support sagt, ey, alter Kneipe, bist du bescheuert. Weil wir haben jetzt so viele Bars und Kneipen und weiß der Geier was. Und ist mir auch beim Konzeptschreiben aufgefallen. Also klar habe ich halt Ideen, die es noch nicht gibt. Und eine andere Führungsweise und vielleicht ein bisschen eine höhere Zuverlässigkeit als andere. Und weiß der Geier was. Aber es ist und bleibt eine Bar. Auch wenn ich es Kneipe nenne, ne? So, und deswegen, keine Ahnung. Besprichst du denn mit dem Architekten dann auch, wie du das Gebäude gern hättest? Das werde ich... Also wenn das aktuell nicht vorgesehen ist, werde ich definitiv dahingehend voranpreschen, weil ich möchte schon gerne mitbestimmen, wie das so aussieht, ne? Damit das auch zum Charakter passt, weil wenn ich da jetzt irgendwas einfach nehme und das hilft vielleicht auch am Ende ein bisschen beim Entscheiden. Ich werde jetzt nicht jeden Pixel dann da irgendwie mit denen besprechen, wenn das vom Server selber gebaut wird, ist klar. Wenn ich das kostenlos dahingestellt kriege, dann werde ich mich da jetzt nicht Also ein paar Sachen habe ich designen müssen. Zum Beispiel möchte ich gerne Tische und Bänke und Stühle haben, wo man sich auch wirklich draufsetzen kann. Und nicht so Little Italy-Style, wo man sich dann daneben stellt, wisst ihr? Das finde ich persönlich nämlich nicht so toll. Solche Sachen einfach, ne? Muss der Mapper aus dem Support sein, dann kannst du einen externen dazuziehen. Ich kann auch einen externen dazuziehen, aber ich habe noch keinen gefunden. Den ich hatte, der ist jetzt übrigens endgültig abgesprungen. Der schafft das nicht zeitlich. Der kommt mir noch nicht mal mehr einen Preis sagen, weil ich auch ein bisschen schade fand. Aber wir kriegen das schon hin hier. Komm, wir machen uns keine Sorge, ne. Wir müssen jetzt erstmal die erste Hürde irgendwie überstehen. And then we can make weiter. So. Und so.
läuft. Ditsche NPC für eine Ruhrpott-Kneipe. Ja. Oder wie hieß der nochmal, der da immer steht? Schildkröte, ne? Einfach einer, der da sitzt und nichts sagt. Das wäre doch. Das wäre eigentlich wirklich witzig. Einfach so ein Typ, der da sitzt, einfach an seinem Bier nippt die ganze Zeit und einfach nur existent ist. Aber der müsste halt auch mal gehen zwischendurch, weil sonst müssten wir das im RP ausspielen, dass er die ganze Zeit da sitzt. Und abschließend und morgens ist er immer noch da. Ist halt irgendwie auch bescheuert, ne? So. Machen wir alle gemeinsam einen Bauplan? Ja! Nee, ich denke eher nicht. Ich denke mal, das ist eine Sache, da kann ich mich nur wenig einbringen, wenn wir das nicht selber bezahlen. Ne? Also falls wir den extern finden, der das machen würde für Geld, dann haben wir natürlich damit zu entscheiden, weil ich werde mit Sicherheit keine mehrere hundert Euro da raushauen und weiß am Ende nicht, was dabei rauskommt. Frag doch mal Jeff, der den Binacci spielt. Der kann sich auch Sachen extern mappen lassen. Hat er extern machen lassen? Diamond Cars und so? Kann ja wirklich mal fragen. Ich dachte, das hätte der Server gemacht. Erklärt auch, warum Diamond Cars von heute auf morgen einfach da war. Okay. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Der NPC müsste immer schön antworten, wenn man ihn fragt, halt die Fresse, ich hab Feierabend. Dann ist er eigentlich eher un für die Kneipe. So. Ja. Dann frage ich mal, ob das mit der Rechnung geklärt ist. Ich hab noch Schauspieler gesucht. Hallo. Ja, für wahrscheinlich mehr für sowas wie Weihnachtsmann und so, oder nicht? Weiß ich nicht. So genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Ausschreibung von Wiesel News direkt ist. Also die wollen wohl irgendwas aufführen, aber das hat mit uns tatsächlich nichts im Hut. Dirk, du musst Weihnachtsmann spielen. Was muss ich? Weihnachtsmann spielen, das kannst du bestimmt gut. Wieso muss ich Weihnachtsmann spielen? Weiß nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Für was denn? Für hier oder was? Oho, nee, ich bringe Würskis oder wie? Zum Beispiel. Warum haben wir hier eigentlich keine Weihnachtsbäume stehen? Ich habe das bei McGill Olsen habe ich halt angefragt, aber ich weiß nicht, ob das noch kommt. Also ich habe Chiara gefragt. Ich weiß nicht, ob die das weitergegeben hat. Das sei mal dahingestellt, ne? Naja. Weil die hat uns darauf angesprochen, weil sie sucht gerade Leute, die noch Weihnachtsdeko wollen. Da habe ich gesagt, ja, bitte, bitte, bitte hier, ne? Aber kann ich nicht sagen. Hast du die Rechnung geschickt an... Nee, habe ich noch nicht. Bin ich noch nicht so gekommen. Ja, dann mach ich gleich. Das eben, ne? Nee, ich mach ja, das schon. Okay, dann mach du, okay. Juri hat die Sachen gemacht. Achso. Ja gut, dann, wenn Juri Diamond Cast gemacht hat, dann brauche ich Jeff nicht fragen, weil Juri war auch der, mit dem ich geschrieben habe tatsächlich. Kann man jetzt auch mal so offen sagen. Der ist aber komplett ausgelastet mit dem, was er da macht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kann aber auch sein, dass Diamond Cast schon fertig war. Ich weiß nicht, ob Jeff ihn bezahlt hat dafür, dass er... damit mitentscheiden durfte, wie es aussieht. Das war, ich bin da nicht im Thema. Ich kann ihn gerne mal fragen. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber was nicht ist, kann auch werden. Da. Die Weihnachtsdekoration kann nur der euch reinmappen, der das PD-Mapping hat. Okay, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Also, ich kann mich schon vorstellen, wie du es meinst, aber da kann jetzt nicht einfach einer reingehen und irgendwas hinstellen. Da muss der Typ machen, der auch das PD-Mapping da rein... Okay, was steht hier eigentlich? Auftaktveranstaltung, Freitag, der 11.12. Pacific Standard Bank. Ja, guck mal. Edelmetall, An- und Verkauf. Das ist Kapitalanlagen, Schließfächer, B2B-Kredite, Edelmetall an- und Verkauf. Das ist so richtig Arztpraxis Dr. Hasenbein, auch Schuhverkauf. Der SPD gemacht hat, hat die Urheberrechte. Ah. Ob
Obwohl, nee, das macht doch gar keinen Sinn. So viel, wie die dafür bezahlt haben, sind keine... Das ist ja eine Auftragsarbeit gewesen. Du kannst Nutzungsrechte kaufen oder du kannst dir das Mapping ganz kaufen. Also ich glaube nicht, dass die von Lucky Five sich bei so einem riesen Ding wie dem PD haben auf Nutzungsrechte beschränken lassen. Und gerade bei dem Preis, den die dafür hingeblättert haben, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da geht es eher am Ende darum, dass die Dateien von dem PD derjenige haben muss, weil die sonst auf dem Server liegen. Weil die müssen ja auch irgendwie hingestellt werden im richtigen Winkel, weiß der Geier was. Ist auch egal, ist nicht unsere Wurst. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt. Ah, nee, warte, er hat uns da geschrieben. Da. Das, was Marcel sagt. Das, was ich sage, ist richtig. Ist immer richtig. 128. 128. So. Naja, wenn mehrere Server die Mappings haben, werden die Rechte wohl beim Mapper liegen. Das Ding ist halt... Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich meine, das ist ja blödsinnig, wenn du dann so ein ewig groß... Pass auf, die haben ja über 1000 Euro hier für das PD hingelegt, ne? Und dann werden die ja wohl einen Tannenbaum in das Gebäude reinstellen dürfen, ohne Nutzungsrechte zu verletzen, oder? Also ich glaube schon, dass wenn du das Ding kaufst, dass du dir das da zusammenformen kannst, wie du möchtest. Weil was willst du denn sonst? Ich meine, klar, was klar sein sollte, dass das, also, dass du jetzt nicht das PD nimmst, zwei Stühle änderst und dann wieder zum Verkauf freigibst. Das ist klar, dass das so sein wird, aber... Ich glaube schon, dass du... Was ist das für ein Blödsinn? Das ist ja blödsinnig. Das ist ja blödsinnig, wenn du für jeden Tannenbaum den... Dann würdest du ja nur den... Der Urheber wird ja die ganze Zeit nur Nachrichten bekommen. Das ist ja... Ist ja Blödsinn. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Du hast dein Lagermapping ja auch nachträglich bekommen. Ja, aber das ist kein Mapping. Das ist nur das Lager. Der Schrank, der stand ja hier schon. Naja, der Schrank ist ja hier drin. Ist doch egal. Ist auch völlig wurscht. Wir haben, ändert nichts an der Tatsache. Wie es gerade ist eigentlich. Nee, der extra Lagerraum. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der war auch vorher da. Waren wir da überhaupt drin, bevor wir den gekriegt haben, offiziell? Wenn er leer war, dann kann er halt sein, dass das dann einfach reingemappt wurde. Das kann ich euch nicht sagen. So, ja, ich bin gerade ein bisschen so... Was nu, ne? Die brauchen mich eigentlich hier nicht.
Erben von Architekten können ja auch Sanierung verhindern, wenn dadurch das Gebäude anders aussieht. Wir reden jetzt aber hier von deutscher Kacke, ja, deutsche Bürokratie. Und das ist ein virtuelles Videospiel. Das RP beginnt ja nicht schon beim Mappen. Ne, du kaufst ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt einen Designer engagiere, der mir ein Logo baut, ja, und ihm Geld gebe, bau mir ein Logo, dann gehen die Rechte an mich über. Versteht ihr? Ich meine, klar, das ist natürlich ein blödes Beispiel, weil es einzigartig ist und das nicht andere auch noch benutzen können. Aber was kann man denn mal als Beispiel? Ist halt sehr schwer, damit mit jemandem zu vergleichen, ne? Nee, das gleiche PD gibt es auch auf anderen Servern, die haben da keinen Einfluss drauf, wie es aussieht. Das PD ist in mehrere Etagen aufgeteilt und so mehr Etagen das PD hat, desto teurer wird es. Man hätte das gleiche PD auch nur mit 3 Etagen kaufen können. Wir reden hier auch vom gemoddeten Spiel. Das Ganze, das geht hier voll in die Grauzone. Ja, als ob der jetzt Lucky Five verklagt, weil wir einen Tannenbaum da vorne reingestellt haben. Also, ich meine, klar, das ist halt geistiges Eigentum irgendwo, aber es ist halt Geld mit einem Videospiel zu verdienen, ne? Das ist ein Videospiel, was nicht dem Modder gehört. Dass die überhaupt damit Geld verdienen dürfen, ist eigentlich schon sehr nett von... Vielleicht dürfen die doch gar nicht, vielleicht ist es doch illegal, wissen wir ja alle gar nicht. Das müssen wir auch noch beachten, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass der Modder irgendwelche Rechte darauf hat, hier zu sagen, Tannenbaum darfst du nicht. Glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er selber darauf bestehen kann, dass er namentlich genannt wird. Das glaube ich sehr wohl. Aber ich glaube nicht, dass der da irgendwie... Stellt euch jetzt mal vor, hier... Oh, ciao, hau rein. Stell dir mal vor, wir stellen jetzt hier... Wir kommen auf die bescheuerte Idee, die ganze Eingangshalle mit Tannenbäumen zuzustellen, ja? Und dann guckt einer, kommt einer auf den Server und sagt, boah, was für ein beschissenes PD. Da gehe ich jetzt zu dem Modder und kaufe nie wieder was bei dem Modder. Oder das wirft ja kein schlechtes Licht auf den Modder am Ende. Möchte ein Dritter ein urheberrechtlich geschütztes Werk verwerten, ist dafür ein Einverständnis des Schöpfer. Ihr zitiert hier gerade, das ist... Leute, wir sprechen hier über ein Videospiel. Die Rechte an diesem Videospiel liegen bei Rockstar Games. Rockstar Games sind die einzigen, die rechtlich gesehen in irgendeiner Weise eine Handhabe darüber haben könnten, wie viele Tannenbäume hier bei uns im PD stehen. Wenn der Typ, der das PD gemacht hat, sagt, hallo, ich verkaufe euch das hier für 1500 Euro, ja, dieses digitale Produkt, was nicht ihm gehört, dann hat er am Ende keine Ansprüche darauf. Es ist einfach unmöglich, dass er gerichtlich dagegen vorgehen kann und damit durchkommt, bei einem Spiel, was er gemoddet hat, es einzuklagen, dass da... Also es ist halt bescheuert, es ist halt komplett bescheuert. Er hat da keine Rechte dran. Er hat vielleicht... Nee, er hat überhaupt keine Rechte dran. Eigentlich kauft man auch nicht bei ihm dieses Haus, sondern das ist mehr oder weniger ein Trinkgeld, was man ihm dafür gibt wahrscheinlich. So rum muss man eigentlich sehen. Du kaufst nicht das Gebäude, sondern du gibst ihm Trinkgeld dafür, dass du das nutzen darfst oder dass er das gemacht hat. Man bezahlt die Dienstleistung. Genau, mehr nicht. Und die Dienstleistung beinhaltet nicht, dass man nichts verändern darf, was du da gekriegt hast. Ne? Das ist alles. Da müsste der Modder ja jede Holzmaserung am Schrank, da müsste der das komplett selber programmiert haben. Alles. Das ist halt, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Müssen wir noch was machen? Ich stehe jetzt auch schon seit 5 Minuten drauf, Fasertapete. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was jetzt gerade noch. Ich glaube, wir haben alles, ne? Lecker Frikadelle, Eis, Bratapfel, Stammer. Also für morgen Max. Ist alles vorbereitet. Für morgen ist alles in der Pumpe, ja. Das mit dem Bütterchen ist halt merkwürdig. Ja, aber ich guck mal. Für ein anderes Messer oder so. Bring mal den Rucksack wieder rüber und die Zwiebel brauchen wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
Und das Ei auch nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Wir haben ein RP-Loch. Das RP-Loch heißt Cyberpunk. Weißt du, da hemme ich schon meine Cyberpunk-Sucht, um in-game zu kommen, und dann ist kein anderer da. Es sind ja schon Leute da, aber. Wen haben wir denn noch so? Mit wem könnten wir denn mal. Ich könnte Lusttropfen anrufen, Bier bestellen, aber wir haben keinen Platz. Fährst du eigentlich über Weihnachten nach Hause? Fliegst du? Ja, denke ich mal. Okay. Aber ich weiß noch nicht, ob ich an Silvester wieder hier bin. Also ob ich nur über Weihnachtstage wegfahren. Da muss ich noch gucken, was ich da mache. Tja. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre bestellen, ne? Für Weihnachten. Ja, für den Weihnachtsmarkt, weißt du? Ach ja, stimmt. Vorsorglich mal, weil da brauchen wir wahrscheinlich viel. Apropos die Gulaschsuppe, ne? Das wäre auch nochmal so eine Sache. Ich wollte gerade fragen, wie die Situation an der Gulaschfront ist. Ja, das sieht gut aus. Also ich habe das Rezept quasi schon, aber ich glaube, meine Mutter, die wollte da nochmal nachfragen bei ihrer Freundin, ob das auch so sein soll, wie es ist. Naja, damit dann die nachher falsche Gewürze drin sind oder so. Ja. Aber ich weiß es nicht, aber Pommes wird auch knapp, ne? Tja, Überweisung habe ich hier mal. Ja, heute ist wirklich. Also, das Ding ist halt, das ist natürlich für so ein bisschen Kundschaft da sehr viel Besetzung hier heute, ne? Also, mich braucht er eigentlich gar nicht. Also, ja. Jetzt nicht mehr. ja, gut. Was ich noch fragen wollte: Was ist denn der 17. für ein Tag? Der 17.? Warum? Mhm. Weil ich dachte mir, da können wir unsere. Das ist vor dem Weihnachtsmarkt, das ist ein Donnerstag. Ja. Yeah. Da können wir. Natürlich ist das ein Donnerstag, weil heute Donnerstag ist und es ist in einer Woche. Ja, das ist richtig. Ach, ja, okay. Ich kann nur das 1x1 Tage, kann ich noch nicht. Ja, das lernen wir noch, ne? Ich habe hier extra für dich da oben einen Kalender von 2003 rangehangen. Das ist ja. Ja, dann kannst du dir die Tage auch zwischendurch mal angucken, wenn du möchtest. Mach ich dann. Okay. Ist so ein Post-it dran. Für geht steht da drauf. Super. Ja. Nee, ich habe mir gedacht, wenn wir mal so eine unsere eigene kulinarische Tour durch Los Santos machen, als Weihnachtsfeier. Ja, stimmt. Können wir das vor dem Weihnachtsmarkt machen? Weil nach dem Weihnachtsmarkt ist ja dann schon der. Ab so die Woche ab dem 21. Und das ist dann wahrscheinlich dann schon so Urlaubswoche für viele. Aber ist der Weihnachtsmann nicht vom 18. bis zum 20.? Ist das nicht das Wochenende? 18, 19, 20, genau. Achso, und du meinst, dass wir das, wenn wir das danach machen, ist das zu nah an Weihnachten dran, meinst du? Ja, das... Ja. Da weiß ich halt nicht, wer dann noch alles da ist. Ich weiß ja auch noch nicht, ob ich nach Hause fahre zu meinen Eltern, also... Ja, mach das mal, ne? Ich glaube, an Weihnachten ist hier eh tote Hose. Ich glaube, komm. Ja, das... wahrscheinlich, ja. Also ich meine, klar, die Amis, die werden hier wohl schon noch feiern, aber... Hoppala, Entschuldigung. Die meisten werden nach Hause fliegen, schätze ich mal. Ja, denke ich auch. Da brauchen wir hier nicht uns noch irgendwie um Weihnachtsmarkt. Also ich weiß nicht, selbst wenn Leute da sind, würde ich zum Beispiel so ein Weihnachtsfeierlichkeiten mit, wir machen hier für die Leute, die Weihnachten feiern und nichts zu Hause haben, machen wir dann ein schönes Mal, machen wir nächstes Jahr dann, wenn wir den Laden dann haben. Mhm. Weil hier brauchen wir auch gar nichts aufbauen, ne? Das ist ja, können wir ein Bierzelt kann ich tun, können wir irgendwie ordern, aber das hier im PD, das ist ja Blödsinn, ne? Also, das können andere besser. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens mit Chiara gesprochen wegen der Weihnachtsdeko. Ja.
Ach, hast du gerade angerufen? Ja, ja, ich habe Becky Olsen angerufen. Die wusste von nix, die Frau van Beek. Dann rufe ich Chiara an. Ja, das weiß ja auch nur der Pete, sagt sie. Der Pete ist der Chef und sie spricht ihn nochmal drauf an. Also. Anscheinend ist es sehr kompliziert, hier einen Weihnachtsbaum reinzutragen und hochzutragen und den hinzustellen. Ja, und dann meinte sie, und dann steht der hinterher nur 2 Tage und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, je länger das eurerseits jetzt dauert, desto kürzer steht er. Das ist schon korrekt, ja. Das ist richtig, ja. Also wir haben unsere Bratäpfel schon seit einer Woche, glaube ich, ne? Richtig. Und Nikolaus. Apropos, war was ist denn mit den Mützen? Die Mützen sind wir auch noch nicht. Die können wir auch bei uns bald sparen, ne? Ja, ist dasselbe Thema. Also aber wenn wir sie haben, haben wir sie. Dann können wir sie schön wegschließen für nächstes Jahr. Dann haben wir das Problem nächstes Jahr schon mal nicht. Dann können wir jetzt eigentlich schon mal für Ostern bestellen. Irgendwie so Häschenohren oder so, ne? Weil, wenn man sich nicht um alles selber kümmert, ne, dann ist echt... Ja, ich glaube aber, das... Ja. Also, ich glaube, wir müssen selber irgendwie in den Großmarkt fahren, die Scheiße kaufen und nicht auf die Boutique fahren. Ich glaube, die einzige Flasche... Nee, wie heißt das? Nadelöhr. Nadelöhr ist die Boutique gerade. Von der haben wir ja auch noch nicht unsere Die ist ja gestern Kleidung, ausgereist und dann doch nicht ausgereist. Und ja, frag mich nicht. Mein Gott, ey. Kompliziert. Die hat einen riesen Drama gemacht, weil die war ja mal mit dem Dunham zusammen. Der hat das dann beendet, weil sie sich einfach mal eine Woche nicht gemeldet hat und auch nicht ums Geschäft gekümmert hat und ihn damit hat sitzen lassen. Und ich erinnere mich, ja. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn wir gemeinsam so eine kleine Tour machen, wir können zum Genki gehen, wir können ins Little Italy gehen, wir könnten mal bei Sally Siesta vorbeischauen. Ja. Ja, den Pup, ne? Ich glaube, der Pup macht da auch bald auf, oder? Oder sind die jetzt noch dran noch? Ich weiß nicht. Ja, wenn der Pup vor Weihnachten aufmacht, dann können wir das auf jeden Fall auch machen, ja. Ansonsten, was gibt es denn noch? Wurstkartell habe ich gehört, soll richtig lecker sein. Ja. Also im Prinzip können wir auch den Daniels mal fragen, ob der das organisieren möchte, weil die haben dort auch eh auf jeden Fall sowas schon mal gemacht. Vielleicht kann man das. Wollte ich fragen, ob er uns. Ich weiß noch nicht, wie die Kollegen das aufnehmen oder wie du das aufnimmst. Ob der Daniels uns Fahrräder dafür ausleiht. Fahrräder? Ja, weil dann muss keiner fahren. Weil wir dann alles Fahrrad fahren. Ja, dann fahren wir ja schon, ne? Also so ist es ja nicht am Ende. Ja, nee, aber Fahrräder, ja. Also das sollte definitiv kein Problem darstellen. Ich habe eh noch eine Quattro bei dem Gut, dann löse ich die für eine Fahrradtour ein. Dann brauchen wir nichts für bezahlen vielleicht. Also wir können auch was anderes nehmen, meinetwegen, uns mit einer Limo rumfahren lassen. Aber Fahrräder fand ich halt Limo, lustig. Das war so teuer letzte Mal für den Blödsinn, das war... Und da brauchst du halt einen Fahrer. Und wenn wir Fahrräder haben, ist es nicht so schlimm, wenn mal jemand ein Gläschen Wein hatte oder ein Fläschchen Bier oder so. Aber ist das nicht, also in Deutschland kriegst du ja für den Führerschein abgenommen, wenn die dich besoffen auf ein Fahrrad erwischen, ne? Naja, hier brauchst du ja, wir wollen uns ja nicht besaufen. Ja, das klingt aber so. Nein, ich spreche von... Wir können auch ein Taxi nehmen, was hältst du denn davon? Wir können auch mit einem Taxi fahren. Dann frage ich einen Jaffa, weil dann können wir ein bisschen die Lokalität hier noch unterstützen. Oder wir fragen halt den, wie gesagt, also, was halt auch noch zur Debatte steht, ist, wie gesagt, Herr Daniels mit seiner Bustour da, ne? Der hat ja auch diese kulinarische Tour da geplant. Der kann vielleicht sogar die Gastronomen dementsprechend auch vorbereiten, dass die wissen, dass wir kommen. Ich meine, wir sind jetzt zwar keine Gruppe von 12 Leuten, ne? Aber... Das ja, aber ja der trotzdem... hat jetzt so viel zu tun mit seinem Weihnachtsmarkt und die wollen anscheinend noch, die machen noch die Eröffnung von der Bank. Ja. Ja, oh, nee, aber das macht er ja nicht selber, die Tour. Die Tour hat ja so eine Dame gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ja, die aber Jess. Die kriegen das dieses Jahr nicht mehr hinten mit der kulinarischen Tour. Also deswegen wollte ich das selber organisieren. Den Geschäften einfach nur sagen, wir sind dann und dann ungefähr bei euch und würden dann was bestellen oder mitnehmen. Also eigentlich kann man ja auch am Lokal bleiben. Gut, das Genki ist jetzt nicht so ein schickes Lokal, aber es ist halt cool, die Kollegen mal zu besuchen, bei denen zu essen, mit denen zu quatschen. Ja, die machen uns dann einfach ne? kleinere Portionchen und dann können wir uns durchfressen an dem Abend. Auf jeden Fall. Finde ich eine schöne Sache, ne? Ja. Ja, und auf die Fahrräder bin ich halt gekommen, weil wir ja zwischendurch essen und dann können wir das abtrennen. Ja,
Ja, oder gut, das, nicht, also ich weiß nicht. Also ich bin ja, ne, siehst du ja beim Bäuchlein, ne? Das ist ja bei Sport ist bei mir jetzt ja nicht so die Priorität ein. Aber ja, im Prinzip ist die Fahrradtour eine schöne Alternative auf jeden Fall. Das kriegen ja, wir schon. Ja, weil wir wahrscheinlich dann eh quer durch die Stadt unterwegs sind und vielleicht sieht man ja mal auf dem Fahrrad auch eine Seite von Los Santos, die man vorher noch nicht gesehen hat. Also, ja, das ist wahr. Das kann ja auch sein. Naja, ich finde die Idee nicht schlecht, können wir gerne machen, ne? Warum nicht? Das ist auf jeden Fall besser, okay, als mit dem Quad durch hier gegen zu cruisen da, ne? Das heißt, wir bräuchten 4 bis 5 Fahrräder, je nachdem, ob Hannes noch kommt. Ja, das will ich mal hoffen. Warte, wann war das jetzt? Nächste Woche, ne? Hast du noch schon was gehört von dem? Nee, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, was der schon wieder treibt. Naja, Juri hat auch noch nichts gehört, ne? Nee. Und der Patty auch nicht, der fragt mich dauernd nach ihm. Ich weiß nicht, was mit den beiden los ist. Vielleicht knutschen die heimlich oder so, dass die so durchgebrannt sind zu zweit. Aber ich weiß nicht. Nein, das war ein Spaß. Das war nicht ein Spaß. Nee, ich weiß es nicht. Ich finde das schade, muss ich ehrlich sagen. Weil wir sind jetzt so ein gutes Team hier geworden, ne? Und normalerweise wären die beiden hier auch ein elementarer Teil des Teams. Und ich glaube auch, die würden sich hier sehr wohl fühlen. Aber das ist natürlich jetzt immer, wenn die nur so mal hier und mal da kommen, wird das, glaube ich, sich nie so festigen wie wir jetzt hier, ne? Mit Jens und mit Lili noch dazu. Ja, also der innere Kreis besteht gerade irgendwie, oder der familiärere Part des Wurstkartells besteht gerade aus 4 Personen, ja, das stimmt. Ja. Tja. Okay. Naja, müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, soll ich Feier machen? Ich weiß es nicht. Ich bin so, wenn nichts zu tun gibt, wäre ich nervös, weißt du? Ich weiß auch nicht. Ja, wir haben aber auch gerade nichts mehr los. Der Daniels hat mich gestern gefragt, ob ich Bock hätte, morgen zu kellnern auf der Bankeröffnung. Aber da habe ich gesagt, nein. Jetzt webt er hier mir schon meine Mitarbeiter ab, das ist ja nett. Ja, er hätte es gut bezahlt, weil ihm sind spontan alle Kellner abgesprungen. Aber nee, da hatte ich jetzt wenig Lust drauf. Und normalerweise bin ich ja freitags nicht da. Das hat er davon, wenn er das Catering nicht vom Wurstkartell bekommt, ne? Ja, richtig, hab ich auch gesagt. Ne? Nee, hast du davon, dass du jetzt feine kleine Häppchen haben wolltest? Ach Quatsch, ey, Daniels ist ein guter Mann. Der zieht uns immer mit ein, das ist doch. Ja. Aber das ist trotzdem, ja, weiß ich nicht. Ja, ich, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Na? Aber vorne ist auch tote Hose, oder? Wo ist tote Hose? Vorne an der Kasse. Ja, da ist niemand. Wir können auch Feierabend machen. Ja, sollen wir doch irgendwas unternehmen? Mir ist das egal, ich weiß nicht. Wie wär's mit einer Fahrradtour? Ich hab da so eine Idee, ne? Da fahren wir einfach zu den anderen Lokalitäten und probieren uns da mal durch. Was hältst du denn davon? Das ist eine Spitzenidee. Das wäre eine super Idee, ne? Für eine Weihnachtsfeier für uns. Klasse, ja gut. Boah. Aber dann machen wir das halt alleine. Brauchen wir die anderen nicht. Essen wir für die einfach mit, dann passt das schon. Nee. Aber ja, also wegen also ich fände es schön, wenn die anderen auch dabei wären. Ne? Also ja, Jens auf jeden Fall, bei ja, Juri und Hannes. Ach ja, das Wichteln. Ach, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Also ich mach die Tour und Lilly organisiert Wichteln. Das Ding ist halt, Wichteln macht halt nur wirklich Sinn, wenn wir mal einen Tag zumindest mal alle da wären, weißt du? Oder wir machen das halt unter uns, wie viel sind wir dann? 4 aus, ne? Ja. Ich weiß das nicht, wirklich nicht. Weiß ja nicht, wenn Hannes und Juri mal wieder kommen. Tja, das wüsste ich auch mal gerne, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß ja nicht, also wollen wir unsere Weihnachtsfeier nur so unter uns machen oder wollen wir den Patty mit dazu holen? Ja, kannst auch gerne Patty nur dazu holen, also das ist mir... Also ich meine, wir arbeiten ja eh ganz gut mit ihm zusammen und... Aber das bezahle ich dann jetzt nicht nur für den Patty auch noch mit, ne? Nee, ich meine nur, weil der kommt mir immer so allein vor mit seinem... Mit ja, nee, das stimmt schon. Deswegen habe ich den ja auch bei mir im Konzept noch so ein bisschen mit eingepflegt, ne? Dass das da auch noch vielleicht dahingehend mal ein bisschen besser wird. Ja, frag ihn ruhig gerne, ne? Also das soll mir jetzt wurscht sein, wenn ich jetzt nicht noch für 10 Leute weiter bezahlen muss, also nee, die hier gar nicht arbeiten. Ja, es geht ja nur um Patty, also... Ja, gut. Ja... Und ein Fahrrad sparen wir uns ja ein, weil ich besitze ja eins. Ah! Du hast auch ein Fahrrad? Das ist ja schon 2 Fahrräder gespart. Also eigentlich habe ich noch 2 irgendwo, aber ich weiß nicht, wo Nico die Schlüssel hat. Und ich weiß auch nicht, wo die Fahrräder sind. Ich muss mal kurz ans Telefon.
Jawohl. Was machen wir denn mit dem Kartoffelsalat jetzt hier im... Haben wir drüben jetzt Plätzchen? Ich will die jetzt ungern hier drin lassen, ne? Oha. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Ich guck mal, warte mal. Sonst vielleicht... Was ist da einer? Da. Vielleicht in den Rucksack legen? Ja, theoretisch schon, ne? Aber ich guck dann mal, ich bring mal eben die Pfanne schon mal rüber. Die Pfanne kann ich auch zur Not noch bei mir in mein Spind packen, ne? Ja. Die habe ich ja sauber gemacht. Dann können wir den Kartoffelsalat in die Lager packen, warte mal. Das ist so ein Blödsinn. Das ist so eine Scheiße mit. Also hier kriegen wir immer. Warum? Ich meine, ich kann das verstehen. Ich finde das jetzt vom Prinzip her nicht schlimm, aber ist halt jetzt ein bisschen kacke. Jetzt haben wir dann Lager, was wir gar nicht. Das ist ein bisschen. Ne, aber hier passt es noch rein. Hier passt es noch rein. Ich habe gehört, die fehlt Lagerfläche. Das geht. Ja, Leute, ich. Heute ist irgendwie. Irgendwie kacke, ne? Bisschen langweilig. Leider. Aber immerhin habe ich zwei Eimer Kartoffelsalat gemacht. Cyberpunk? Fragezeichen. Nee, dann würde ich, wenn hier wirklich gleich Zappenduster ist, dann mache ich auch mal heute mal vielleicht ein bisschen früher Schluss. Weil ich bin auch durch das Schröpfen noch so ein bisschen groggy und da jetzt. Ich habe zwar Bock auf Cyberpunk, glaubt es mir. Aber ich kann gut einschätzen, wenn ich lieber aufhören sollte. Weil ich weiß, dann habe ich Cyberpunk gerade an und dann werde ich todmüde plötzlich. Ich kenne mich einfach. Es ist manchmal besser dann. Wir spielen auf jeden Fall Cyberpunk am Samstag. Ich habe das jetzt beschlossen. Am Samstag spielen wir weiter Cyberpunk. Ich weiß, dass wir dann quasi. Also, das ist halt momentan bei mir ganz schlimm mit Cyberpunk und WoW, dass ich halt immer noch im Kopf habe, alle anderen sind halt jetzt schon so viel weiter. Aber das muss ich aber ausblenden. Wenn ihr das bei mir gucken wollt, dann tut mir das leider, müsst ihr ein bisschen Geduld beweisen. Aber vielleicht habt ihr den Stream ja gestern verpasst und könnt ihn nochmal auf dem YouTube-Kanal nachholen. Und dann habt ihr bis Samstag wahrscheinlich soweit alle Folgen. Dann mache ich... weißt du? Blenden und nicht verschwenden. What do you mean? But will it blend? Das ist vielleicht eine Fachkraft für Lagerlogistik. Habe ich ja vor. Habe ich vor, aber dafür brauche ich erstmal ein bestätigtes... Weißt du? Ich bin jetzt Level 9 bei WoW. Alles gut. Wie lange denn schon? Seit 10 Jahren. In Night City ist mehr los, aber GTA ist schöner. Ich finde beides sehr schön, aber GTA funktioniert halt einfach ohne Leute nicht. Das ist leider das Problem. Wenn die jetzt alle keinen Bock mehr auf GTA haben, dann ist der Server leer. Ich war schon eh verwundert, dass Lilly und Kate heute da sind. Obwohl, vielleicht spielen die auch gar keinen Cyberpunk, kann natürlich auch sein. Naja. Ja, dann... Was passiert hier gerade? Ich glaube, ich mache Schluss. Es macht keinen Sinn. Wenn die jetzt nicht noch eine geile Idee haben für irgendwas... Und die Kate wieder hin? Die steht da hin und starrt ins Leere. Ich weiß nicht, was die da macht. Ein bisschen okay. Gruselig. Ich habe mich ein bisschen erschrocken so. Ja, so. Da hinten. Ja. Ah, jetzt kommt sie. Ach, die... ja, hab das Telefon nicht gesehen. Ich dachte, hey, was macht die denn da? Na gut. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir feiern machen, irgendwas unternehmen oder sollen wir feiern machen und schlafen gehen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade total außer mir. Ja, weil du das erste Mal nichts zu tun hast. Das ist schlimm, ich hasse das. Ja. Okay. Dann. Alles klar. Danke dir. Tschö. Weihnachtsmützen werden anscheinend jetzt übers DOL geregelt, weil die Boutique geschlossen wurde.
Die sollten eigentlich heute ankommen. Dunham ist dran, weil der hatte das ja für uns mitbestellt. Und ihm wurden gesagt, dass unsere Weihnachtsmützen und unsere Blusen auf jeden Fall noch bei uns ankommen. Oh. Nur wann? Weiß er nicht. Vielleicht auch erst in 4 Jahren. Hm. Wahrscheinlich, wenn wir den Land zugemacht haben, kriege ich immer ein Paket nach Bottrop so. Hier, ja. Sind deine ist die Arbeitskleidung. Viel Spaß. Ja. Mit Rechnung. Mit Rechnung. Mit für Zinsen. Für ihre weiblichen Mitarbeiter. Ja, suche weibliche Mitarbeiter für meine Arbeitskleidung. Das wäre doch auch mal was. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Wollt ihr noch warten, bis einer kommt? Oder sollen wir was machen? Oder sollen wir Weihnachtsfeierabend machen und schlafen? Oder ich weiß es nicht. Ich bin für was machen, aber was machen? Ja, gute Frage, ne? Ne? Das weiß ich auch nicht. Wir können schon mal das neue Gebäude anstreichen, ne? Da brauchen wir einen neuen Anstrich. Das können wir ja auch anfangen. Brauchen wir Farbe und Pinsel? Gibt's hier einen Baumarkt? Und die Fahrräder brauchen wir auch, weil falls die Polizei kommt, ist ja offiziell noch gar nicht unser Gebäude. Wir können nicht einfach ihr Gebäude anpinseln, ne? Mhm. Stimmt. So gibt Mist. Nachher noch Ärger, müssen wir schnell wegfahren. Mhm. Ich weiß es nicht, aber... Aber weil ihr von Fahrrädern gesprochen habt, da kann man sich nicht bei Daniels welche leihen? Ja, ja, das war ja der Punkt. Das war ja es geht ja nur darum, wie viele wir dann leihen. Ah, okay. Hm. Wie viel kostet dann eins? Das weiß ich nicht. Ach, das war nicht viel. Ich habe, glaube ich, mit wie viel Mann waren wir denn damals unterwegs? Ich glaube, wir haben Kegelabend habe ich dann für 4 Leute plus... Nee, wir haben die nur so ausgegeben. Ich weiß das schon gar nicht mehr, was wir da gemacht hatten. Nee, da war einer bei. Die haben wir ausgeliehen. Die haben, der hat irgendwie dann... Keiner hat $200 gekostet oder so für alle zusammen. Oder das war jetzt halt nicht geht die Welt, ne? Ja, ja. Ich frage einfach mal. Frag mal nach, kann nicht schaden. Hallo. Wir bräuchten fürs Wurstkartell nächste Woche Donnerstagabend so 3-4 Fahrräder. Leiht ihr sowas aus? Warum? Das ist schon nein. Wir stehen auf der Blacklist bestimmt. Das ist die beste Lösung, die ich je gehört habe, Alex. Vielen lieben Dank. Hat der COL weitergegeben, bestimmt. Okay, alles klar. Ich danke dir. Tschö. Ja, okay, machen wir. Die werden nicht offiziell vermietet, weil ab Donnerstag über die Feiertage wird Paradise den offiziellen Betrieb einstellen. Oh. Ich bekomme Schlüssel für die Fahrräder und dann können wir uns die einfach mitnehmen, wenn wir sie brauchen. Sonst? Sehr geil. Einfach so? Einfach so. Okay, ja, dann gleiche ich das mit der Quattro aus. Dann ist das, obwohl, nee, das ist bescheuert, ne? Hast du ja nichts von gesagt, ne? Hallo, Chiara. Da würde ich ja voll Minus fahren. Ja. Wäre bescheuert, jetzt ein paar Fahrräder da in eine Quattro einzutauschen. Mhm. Wegen drin, okay. Mhm. Da ist er doch. Was? Ja, die freuen sich bestimmt, wenn man denen eins vor die Tür stellt. Mein Name ist Daniels. Das ist die Frau Frick. Wir kommen vom Los Santos Weihnachtsmarkt und sammeln Spenden für den Aufbau des Weihnachtsmarkts. Raus! Wir freuen uns über jede Summe. Jeder Dollar hilft. Als Dankeschön gibt es ein kleines Geschenk. Also passen Sie mal auf, Herr Daniels, ne? Also wenn Sie hier schon ankommen und nach Geld betteln, ne? Dann machen Sie halt wenigstens wie die Sternsinger und singen so uns ein Weihnachtslied. Hallo, Herr Klustmann. Wir brauchen noch Geld für den Weihnachtsmarkt. Ja, war das schon. Das war's, ja. Entschuldigung, also wenn ich zu Hause in Bottrop, wenn er bei mir schellt, ne? Dann schmieren die da erstmal schön was mit Kreide an eine Wand, ja, damit mein Haus gesegnet ist und dann werden erstmal schön 1-2 Weihnachtslieder getrellert. Das reicht Sie, noch eigentlich nicht. Wollten wir auch ein Kostüm umherziehen, aber das Problem ist, dass die Boutique wieder zu ist. Ja, das habe ich schon gehört. Der DOL macht jetzt eine Boutique auf, habe ich gehört, ne? Ja, übergangsweise als Notlösung für die wichtigsten Sachen. Und ja, die haben ja auch genug Platz unten in der Eingangshalle. Ja. So. Ja, toi, 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 ne? Ja. Ne, aber brauchen wir jetzt wirklich Geld für den Umbau? Wir sammeln einfach mal rum und sammeln Geld. Und ja, aber hat das mit eurem Spendenkonto nicht geklappt? Ja, sagen wir mal so. Also das Spendenkonto ist schon okay, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Deswegen dachte ich frage einfach mal hier und da.
und im Gegenzug gibt es ein Geschenk. Ist vollkommen egal, was Sie geben. Herr Daniels, was brauchen Sie denn? Von welchen Summen reden wir denn, die Fee? Also Herr Aziz war gerade der Erste, er hat 27 Dollar gegeben. Ja, ich will nicht wissen, was die anderen geben. Ich will wissen, was sie brauchen. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, das ist ein bisschen variabel, weil wir am Ende noch nicht wissen, wie viel wir brauchen. Aber im Moment sieht es so aus, dass ich denke, das könnte knapp werden. Also Herr Daniels, sind wir im Tausenderbereich, der offen ist, oder sind Sie jetzt ich brauche noch 400 Mark und dann ist fertig? Ich habe jetzt hier schon viel genug bekommen. Vielen Dank. Sie brauchen nichts mehr. Wie viel hast du gegeben? 100. Oh. Jetzt habe ich von Sie ich schon 130 Dollar. Das ist doch schon gut. Wenn jeder so viel gibt, haben wir die Summe ganz schnell zusammen. Dann gibt es jetzt noch Geschenke für euch. Ja, ich gehe mal kurz zum Bankautomaten. Ich mache das nur für die Geschenke. Ich mache das nur für die Geschenke, ist aber auch geil, ey. Ach, der Get Daniels, ey. Wenn er gesagt hätte jetzt so, ich brauche noch 500 Dollar, hätte ich ihm einfach 500 Dollar gegeben. Was soll der Geiz? Soll ich jetzt hier runtergehen, dann gebe ich ihm jetzt 300 Dollar und dann ist gut, ey. Das sollte er jetzt wohl... Das ist ein Geld, ey. Und nicht mal ein Weihnachtslied singt er. Vielen Dank, Pushka, für deinen Sub. Oder für deinen Wechsel von Prime auf richtigen Sub. Dankeschön. Aber übertreiben Sie jetzt bitte nicht, Herr Knusmann, ja? Ja, ich erwarte dann ein Liedchen von Ihnen, ja? Das ist dann die Gegenleistung. Doch, natürlich. Nein, ich habe Angst. Bitte. So, jetzt singen Sie bitte. Dankeschön, Herr Knusmann, ich kann nicht singen. Singen! Aber Sie kriegen... Komm, Tannenbaum kennen Sie doch wohl. Rachel? Ich singe ganz sicher nicht, ich bin gar nicht hier. Also ich habe selten so schlechte Sternsinger erfahren in meinem Leben. Ich bin kein Sternsinger. Ja, sie singen aber doch für Geld, oder nicht? Nee. An Weihnachten. Es gibt ja Geschenke dafür. Sie kriegen jetzt auch eins. Bitte schön, Herr Knusmann. Ich tue einfach so, als wären die nicht da. Ein Weihnachtsmann? Für 300 Dollar? Das ist ja eine Nein, Quatsch. Vielen Dank. Ach, Blödsinn, war Spaß. Alles gut. Ich hoffe, damit kommen Sie. Wir kennen mich doch mal nicht. Ich veräpple die doch nur ein bisschen. Okay, ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, dass Sie nicht wirklich gesungen haben, aber dann haben Sie... Ja, ich hoffe, da halt bringt Ihnen das gewann. Dann muss ich Ihnen Schmerzensgeld geben, Herr Knusmann. Ach, hör mal, ich habe schon ganz andere singen hören. Nee, das ist alles gut. Herr Weiß hat auf der Hochzeit noch alle meine Entchen gesungen. Schlimmer geht das wirklich nicht. Oh, okay. Nee, also... Ja, habe ich Ihnen gegeben. Gut, dann... Aber das ist viel zu viel. Ja, das reicht ist ja Ihnen mehr, das? Als die Standgebühr gewesen wäre, die Sie hätten zahlen müssen. Ja, und müssen. Ist doch egal. Sie haben mir so oft jetzt die Standgebühr erlassen. Die müssen auch mal mehr Geld verdienen. Ach, Mann. Na, jetzt, ja, okay. Ja, reicht Ihnen das denn jetzt? Haben Sie denn genug jetzt? Ja, von Ihnen viel zu viel schon. Ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, jeder gibt einen 100er und dann kommen wir auf die Summe. Das war ja, dann, können sich doch zwei Leute weniger fragen. Gucken Sie mal. Das ist doch... Okay. Haben Sie sich doch Zeit gespart, ne? Okay. Wunderbar. Dann ist das jetzt offiziell einfach. Ich und wenn wir am Ende doch. Darf ich das einfach als Standgebühr eintragen? Dann kann ich das, wenn das DOL kommt, dann mache ich das einfach. Und so. Wenn es am Ende zu viel Geld ist auf dem Spendenkonto, werden wir das ganze Geld auf jeden Fall für was Gemeinnütziges nehmen. Ja, zum Beispiel ein leckeres Essen im Wurstkartell, ne? Zum Beispiel. Wenn das gemeinnützig ist, ja. Das ist nicht so ganz gemeinnützig, nur ja, für das uns sehr, ich finde, das ist sehr nützlich für mich. Sehr nützlich für mich auch, ne? Ja. Und wir sind doch. Da sind wir schon zwei. Das ist doch schon fast gemeinnützig, oder? Ja, eben. Gemeinsam nützlich. Oder? Auf jeden Fall. Definitiv. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Willst du so unterschreiben, oder? Nee. Aber naja. Sehe ich das DOL, also alles ach, gut. 15. Wissen Sie, Herr Knusmann, sie ist nämlich die Justiz und sie ist immer im Dienst. Und egal, wo sie das ist, stimmt gar nicht. Ist sie immer sofort am Arbeiten und für alle das Polizisten immer parat. Ja, da müssen Sie gerade sagen, Herr Daniels, ey. Achso, jetzt habe ich ihn schon gesehen. Ja, macht nichts, das passiert mir auch immer in der Ehe, ne? Das war ironisch, weil das meinen nämlich immer leider viele Polizisten, dass egal wo wir aufkreuzen, sie immer direkt am Arbeiten ist. Also, ja, weil du das auch immer machst. Ja, aber ich bin halt Daniels. Oh! Ho, ho, ho. Nein, das ist ja zwei ganz Daniels. Unterschiedliche. Das sind ja ganz unterschiedliche Arbeiten. Ne? Ach, ich mache ja Eventagentur, das macht man halt so immer irgendwie so. Event ist immer, ne? Aber, ja. aber Justiz, Justiz ist nur, wenn einer was tut. Poppy würde auch gern was dazu geben. Das heißt, ich gehe mal kurz zum Automaten und bring dir das. Da kriegst du jetzt der Zehnfache wahrscheinlich bei dem Moment, den er da so rot kriegt. Hier. Ich fühle mich so, keine Ahnung, so wie so ein Eintreiber. Ich fühle mich gerade voll schlecht zu fragen. Ach, Blödsinn. Ich habe erst gedacht, sie verarschen mich, dass sie kommen und so. Aber warum haben sie denn keine Standgebühren genommen für den Weihnachtsmarkt? Weil einige sich die nicht leisten können. Und ich möchte nicht... Vor allen Dingen das Problem ist, wir haben große und kleine Stände.
Und ich weiß jetzt schon, wenn es ein Standgebühr gibt, dann meckern die, ja, aber mein Stand ist 10 cm kürzer als der Stand und mein steht auch 3 Meter Gott. Mehr in der Sonne. Also manchmal denke ich, also selbst ich als Deutscher, manchmal, die haben sie nicht mehr alle. Ey, was ist denn das für eine Korinthenkacke hier? Warte, dann muss ich nochmal einen Weihnachtsmann hier beschriften mit meinem Edding. Ist der denn auch Schokolade oder kann man den gar nicht essen? Der ist auch Schokolade. Okay, also aber vorher auspacken wahrscheinlich, ne? Wäre gut. Verzehrempfehlung ist vorher auspacken. Sehr gut. Schädert der noch hinten drauf? Bitte schön. Ich hoffe danke. Doch. Aber Sie sind doch, Sie arbeiten doch bei der Justiz, ne? Könnte ich den Herr Daniels theoretisch verklagen, wenn ich die Folie mit esse und daran ersticke? Nein, ich habe Ihnen ja jetzt gesagt, dass es die Verzehrempfehlung ist. Ach Mist, scheiße. Ja gut. Genau. Also Sie können den auf zurückgeben, dann schreibe ich das noch mit drauf. Nein, ach Blödsinn. Wir machen doch nur Spaß, Herr Daniels. Ach ja. Ja, uns ist ein bisschen langweilig. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen lustig bin gerade. Alles ne? gut, aber wir haben auch nichts zu tun. Wir dachten, wir kommen mal rum. Ja, wir wissen auch nicht. Wir sind gerade am überlegen, ob wir noch was machen, ne? Hier von wir drei jetzt, also Lilly, ja. Kate und ich. Ja, wir können ja also was zu fünf machen. Mach doch eine Fahrradtour, dann gebe ich euch jetzt den Schlüssel für die Fahrräder. Nee, das wollten wir ja mit allen machen, ne? Das ist ja, soll ja ein Firmenausflug werden. Das jetzt schon mal zu machen, wäre ja irgendwie blöd dann. Herr Knussmann, gehen Sie doch Quad fahren. Nein. Warum denn nicht? Ich kann mal den Herr Weiß fragen, vielleicht organisiert er was für Sie. Sie wollen mich wirklich weinen sehen, oder? Nee. Oh je, das muss ich nicht nochmal haben, danke. Das war ein Erlebnis. Zweimal ein Erlebnis und ein drittes Mal, sogar dreimal haben wir das ja gemacht. Ich bin Gott sei Dank beim dritten Mal mit dem Auto hinterhergefahren. Ah, okay. Müssen Sie eigentlich für die Wurstpumpe einen LKW-Schein haben? Nee. Nein. Aber das kann man auch wie aus der Pistole geht. Ja. Ich hab eine SMS. Ich weiß ganz genau, was man braucht und was nicht. Nee, ich habe das sogar vorher mit denen abgesprochen, bevor überhaupt die Führerscheine, habe ich gesagt, wie sieht das aus? Und dann hat er das geklärt und hat er gefragt und dann hat er gesagt, es gilt als PKW. Ah, okay. Sonst hätte ich auch noch einen LKW-Führerschein gemacht, ne? Wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Aber ich kann jetzt nicht von jedem Mitarbeiter verlangen, dass der hier einen LKW-Führerschein macht für das kleine Ding da, ne? Ja, das stimmt. Ja. Herr Knussmann, Sie hatten mich ja die Tage gefragt, wie meine Mutter hier das Rezept gemacht hatte mit den Bratkartoffeln. Kommen Sie mal kurz zur Seite, ich verrate Ihnen das. Warte, was für ein Rezept mit Bratkartoffeln? Mit den Bratkartoffeln, ja, da hatten wir doch gesprochen. Ja. Sie wollten noch einen Gutschein haben für die. Ja, ich habe es dann auch beim zweiten Mal hab ich's verstanden. Ich dachte, ich habe jetzt wirklich überliefert für Bratkartoffeln, denn. Was soll ich denn draufschreiben? Ich vom Wurstkartell. Gutschein ne? Paradise. Achso, ja. Dann wofür das natürlich ist? Ich weiß nicht, ob der Wert davon relevant ist, aber das wisst ihr ja dann, wenn da draufsteht, zweimal falsch im Springen, dann braucht er ja halt, keinen. Wir wissen halt auch nicht, was es kostet. Deswegen würde ich halt einfach einen normalen Wertgutschein ausstellen und dahinter bei der Notiz schreiben. Ich überlege mir das. Ich bin gerade erstmal bei Paradise-Gutschein. Können Sie nicht da einfach den Gutschein mal, wo draufsteht, zweimal Fallschirmspringen und wenn es dann soweit ist, kommst du zu mir und sagst dann, ich kriege jetzt die $700 von dir oder so. Da muss die Kate ja nicht wissen, wie viel das kostet als Geschenk, oder? Oder musst du das jetzt draufschreiben das und wir müssen. Das können wir auch machen, natürlich. Also mir ist das, wie gesagt, wenn das unter $1,000 bleibt und im besten Fall so um die $600 maximal. Dann ist das sowieso kein Problem, ne? Gut, soll mal 50, 100 Euro mehr werden da. $600 maximal, okay. Und das Geld geben Sie mir dann erst, wenn es soweit ist. Ich kann Ihnen das jetzt auch geben. Ich weiß halt nicht, wie ich das buchhaltungstechnisch mache, wenn ich jetzt den Gutschein eintrage. Deswegen müssen Sie das wissen, wie Sie das machen wollen. Eigentlich schreiben wir immer auf jeden Gutschein eine Gutscheinnummer und einen Betrag drauf. So machen wir das eigentlich. Ja, man sagt, so ist ja wurscht. Aber ich will jetzt nicht schon wieder einen Wertgutschein schenken, weil nachher nehmen sie dann doch eine Quad-Tour mit oder so. Ich will schon, dass die das Besondere dann machen, ne? Ja, dann lass ich mal eben nachdenken, wie ich das schön draufschreibe. Ja, Sie haben schon recht. Nee. Ich mache jetzt einfach hier die Ausnahme bei Ihnen. Ich kann Ihnen, wie gesagt, das Geld auch schon in der Hand drücken. Dann legen Sie es zur Seite und wenn es dann soweit ist, dann wissen Sie ja, ob Sie noch Geld kriegen oder ob ich noch was zurückkriege oder so. Weißt du, wissen Sie? Das ist ja. Aber ich will Ihnen da jetzt auch nicht Ihre Buchhaltung da irgendwie kaputt machen. Ich kann das schon verstehen, weil das ein bisschen wuselig ist. Ne? Ich habe das ja auch, wenn ich Vorabbestellung kriege, dann muss ich auch erstmal gucken, wie ich das da reinknall da in die. Ich überlege gerade, wie ich es beschrifte.
Von dir oder von allen? Von allen. Also vom Wurstkartell-Team sind die es halt. Das wird eine lange Beschriftung. Ich wollte jetzt ja nicht jeden Namen draufschreiben, den hinter hier arbeitet, ne? Offiziell hat mir die Lili auch erstmal nur zugesagt. Die anderen wissen das noch gar nicht. Er schreibt lieber Team und dann ist gut, dann ist er. Habe ich den jetzt doppelt hier eingespeichert? Tatsächlich. Schreib für Kate, ne? Jawohl. Was halten Sie denn von der Beschriftung, Herr Knussmann? Schauen Sie mal. Sekunde. Ach, guck mal, haben Sie da sogar so... Ach, schön. Gutschein für Gate, einlösbar für falsche Schriften vom... falsch für zwei, ich beschrifte nee, noch nein, mal. Nein, für zwei Personen, ne? Da sollte so, da ein bisschen ja, auch draufstehen, ne? Aber kann man das dann nicht wegradieren und wieder nur was Neues hinschreiben? Nee, ich muss einen neuen machen. Also. Also wie gesagt, für zwei Personen, damit sie mit ihrem Poppy da springen können, ne? Genau. Ja, und sie sagen, bis $600 ist das kein Problem. Ich denke, dass wir da im Rahmen drin sein, ja. Ja, ja. Also ich kann es halt auch nicht genau sagen. Das ist halt, ne, Kerosin und so. Ja, ja, ja. Wenn sie noch was kriegen, dann lege ich noch was drauf. Mein Gott, ich sag, ja. Was kostet die Welt, so. Ey. Gutschein. Was habe ich denn jetzt geschrieben? Ach ja. Wie laut haben Sie gerade gesprochen? Hat ihr das gehört? Nee, nee. Okay. Ich bin schon am Gehen hier, meine Herren. Ey, wenn ich nichts zu tun habe, Vicky, dann schleife ich sofort ein. Das ist richtig schlimm. Hier ist so langweilig heute. Wenn das morgen genauso aussieht, dann helfe ich ihm beim Kellnern. Ist das in Ordnung? Ich brauche noch. Ich weiß. Die geht schon erzählt. Hallöchen, Herr Wutz, aber der ist nicht für mich. Der ist für Kate und ihren Mann. Ich glaube, den Knussi, den kriegst du höchstens in den Rundflug, nicht in den Fallschirmsprung. Wenn wir mal eben rausekoren, wird jetzt hier. Warte mal, welche war jetzt die richtige Nummer? Die 720. Ich wollte Sie jetzt damit nicht überfordern, Herr Daniels, ne? Herr Daniels? Boop. Hallo. Vielleicht muss man den Knopf am Ohr drücken. Warum sagen Sie denn nichts mehr? Reden Sie nicht mehr mit mir. Hören Sie hier nur kichern? Er redet nicht mehr mit mir. Hört mal hier jetzt. Herr Knussmann? Ah, hallo. Tut mir leid, ich bin hier gerade so vertieft in den Gutscheinbeschriften, aber... Ja, das ist aber auch eine intensive Angelegenheit. Da haben Sie recht, ne? Konzentriert. Ja, das ist schon okay. So, für zweimal Fallschirmspringen. Soll ich für zwei Fallschirmspringer oder für zweimal Fallschirmspringen? Zweimal. Kommt aufs Gleiche raus. Ja, ist mir scheißegal. Meinen Sie, was Sie möchten. Hauptsache, das ist eindeutig zu sehen, was das. Und dass Sie das auch nachher wieder erkennen, das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Notieren Sie am besten. Notieren Sie sich den Nummern denn eigentlich auch? Wofür das ja, dann klar. Ist? Also, ja, gut. Ja, Herr Knussmann, schauen Sie mal. Haben Sie noch gehört, was ich gerade gesagt hatte? Mir hat jemand abgesagt und ich bin noch auf der Suche nach jemandem zum Kellnern. Ich hatte auch schon Lilly und Kate. Ja, ich weiß. Die haben mir das ja erzählt. Ich dachte ja schon, sie wollen mir hier meine Mitarbeiter ausspannen, ne? Nein, nein. Ich habe ja eigentlich Leute für sowas, aber die haben halt jetzt kurzfristig abgesagt und die Vertretung antwortet auch nicht. Und meine Verlobte ist weg. Wo ist die denn hin? Die ist da rein. Och, ich weiß nicht, ich hasse es, wenn sie da reingeht. Wir wollen auch da rein, aber viel weiter kann ich sie auch nicht bringen, ne? Ja, aber dann kommt sie immer ganz schwierig da raus. Sagen wir mal so, wenn der Laden morgen genauso gut läuft wie...
Aber wann fängt das denn morgen an? Ich brauche jemanden von 19 bis 21 Uhr. Ja, nee, 19 Uhr haben wir schon was vor. Ne? Wir haben morgen auch die Weihnachtsfeier bei McGill Olsen, da müssen wir was hinliefern. Ah, okay. Also ja, wir könnten ärgerlich. Ab 20 Uhr, aber das ist ja, das bringt Ihnen ja nichts dann, ne? Nee. Ach, Mann. Wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann mich in der Stadt, das ist jetzt nicht Sie gemeint, sondern so allgemein, ja, ist es ganz schwierig, sich auf Leute zu verlassen. Weil die Leute entweder ausreisen, ja, oder die Lust an irgendwelchen Dingen verlieren oder was weiß ich. Das können sie, wenn das ich können mal sie gucke, ja, wer seit Juni, seit ich hier bin, gekommen und wieder gegangen ist, das ist echt phänomenal. Ja, das ist lächerlich, oder? Also ja, ich kann da nur ein Lied von singen. Ich bin so froh, dass ich die Mädels und den Jens da noch hab, ne? Der ja, Hannes definitiv. Und der Juri, die sind auch relativ unzuverlässig in letzter Zeit, da weiß ich auch nicht, was da los ist. Am schlimmsten sind immer die, die dann richtig motiviert sind, richtig viel Pläne machen, wo man sich dann yeah, auch richtig hinterklemmt, auch die, quasi die Bahn frei macht, am besten auch noch eine eigene Leitstelle mhm, für besorgt und dann sind die am nächsten Tag plötzlich weg. Herr König, Entschuldigung, ja, ich musste kurz husten. Oh, das hat zum Beispiel die Frau Sinclair gemacht bei mir. Sie wollte eine Talentagentur machen, ich habe das alles beantragt, neue Leitstelle organisiert für sie, extra eigene Nummer und so. Ja, dann war sie weg. Jetzt stehe ich da ey, mit ihren Dokumenten. Ja, das ist eine Katastrophe. Also ich finde auch keine potenzielle, sage ich immer, ne, das ist das falsche Wort. Kompetente Mitarbeiter finde ich keine neuen mehr. Ich habe jetzt seitdem ich die drei angestellt, also gut, den Jens, den kannte ich ja vorher schon, aber Lilly und Kate habe ich halt gefunden im Oktober. Mhm. Und seitdem finde ich keine Person mehr, die mir halbwegs kompetent erscheint. Ich hatte jetzt heute ein Bewerbungsgespräch, das war ganz okay, aber der fängt dann auch schon wieder an. Ja, mein größter Traum ist eine Cocktailbar und weiß der Geier was. Und da denke ich mir auch, packen ja gut. Packen Sie doch unten rein. Was? Ja, aber doch nicht für den. Das ist ja meine Bar dann. Der möchte ja selbstständig werden und wie auch immer. Ja. Das ist, selbst wenn er das möchte, muss er sich jetzt erstmal ein bisschen was beweisen, bevor ich dem eine Cocktailbar anvertraue. Ja, deswegen, das ne, also. Ach, ich weiß es nicht, Herr Daniels. Das ist. Leider ist Kompetenz ja, in dieser Stadt sehr schwer zu finden. Oder die das arbeiten stimmt, plötzlich alle bei der Polizei und verlieren ihre Kompetenz. Das weiß ich natürlich nicht. Soll ich mal verraten, was Rachels Plan aktuell ist? Nee. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade erst gedacht, die haben gefragt, ob ich jetzt weiß, aber sagen Sie mal. Ich muss sie gleich mal fragen. Also sie möchten sich noch was als Ausgleich aufbauen, neben der Justizsache, weil Justiz ist halt immer viel, da kommt sie auch. Da ist sie. Rachel? Ja, anwesend? Da darf man eigentlich schon verraten, was du so planst, oder ist das so eine Top-Secret-Sache? Nee, ist nicht so Top-Secret, wenn das jetzt nicht bald die ganze Stadt weiß, wieso habe ich ja, angefangen? Ja, Herr Knussmann ist ja nicht die ganze Stadt. Ja, wer doch, im Prinzip denn, bin ich schon das? Die ganze Stadt. Nee, ist schon, mir gehört der Laden hier schon. Nee. Willst du es selbst erzählen, oder? Nee, ich überlege okay, gerade, wer das ist, der mich angerufen hat. Ich habe den eingespeichert, aber ich habe keine Ahnung, Frau Frick ist, möchte eine kleine Backstube aufmachen. Oh, megamäßig, finde ich spitze. Wo sie dann so Cinnamon Rolls macht. Gar nicht, ist doch ja doch schön. Brötchen auch? Ja, auch Brötchen. Oh, können Sie mir bitte meine Riesenbestellung vom Genkis abnehmen, bitte? Ich muss dem wöchentlich 400 Brötchen liefern. Ich drehe bald was? Durch hier. Ja. Und dafür wäre ich dann da. Ja, bitte. Ich, das gucken, ist zwar schönes das Geld, DL aber sagt, das ist ein Aufwand. Das ist. Das glaube ich. Nehmen eine ganz andere Sache, ne? Deswegen ja, da kann ich auch die Brötchen bei Ihnen kaufen. Ja. Noch schöner wäre es gewesen für mich, wenn sie eine Metzgerei eröffnet hätte, ne? Ne, das nicht so meins. Ich bin eher so, das für Süßes zu haben. Ja, ne, das ist so aber auch, das finde ich auch schön. Also da bin ich auf jeden Fall, wenn sie Unterstützung brauchen, irgendwie. Oh, danke schön. Keine Ahnung, dass ich in der Kamera sage, so, ich finde das super, dass die Frau Frick da eine Bäckerei machen möchte, dann mache ich das, ne? Das ist kein Problem. Das ja, wenn Sie nächstes Mal beim DUL sind, können Sie ja mal so neben, in so einen Nebensatz einräumen. Aber wissen Sie, alle meine Probleme sind ja eigentlich schon gelöst, weil die Frau Frick macht ja jetzt die Bäckerei auf und dann haben wir ja gar kein Parkplatzproblem mehr. Ich versuche es. Ich hab mich schon so ein bisschen für ein Patty eingesetzt bei meiner Konzeptvorstellung, ne? Dass der da mal aus dem Loch da rauskommt, wo er da drin ist, ne? Dass wir den da mit zum Bier nehmen. Verstehe. Aber. Ja, ich bin mal gespannt, was das DOL sagt. Ich habe es heute eingereicht und ja. Ach so, auch ein richtiges Konzept mit allem drum und dran. Ja, 10 Seiten. Uiuiui. Also ich habe da. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, und ich sitze auch schon auf heiße Kohlen. Ich würde am liebsten, wie so ein kleines Kind bin ich gerade, ne? Ich würde am liebsten schon wissen, wie es weitergeht bei mir. Deswegen drücke ich die Daumen für Sie. Danke, danke. Ja, ich hoffe es. Es wäre schon ziemlich cool, aber. Ich finde es halt schade, da gibt es halt noch jemanden im Rennen, das wissen wir.
Oh. Das wäre halt schade. Das wir nicht halt wissen dürfen, deshalb sagt das nicht jedem. Achso, ja. Aber ist das denn jetzt einer von der Sorte für, von uns oder einer von wir der wissen Sorte? Wir nicht, wissen nicht, wer ob das ist. Ich habe also halt ein bisschen Sorge, dass das jemand ist, der halt dann da anfängt und nach 2 Wochen hat er keinen Bock mehr. Ja, das kann gut passieren. Das ist ja jetzt nicht unüblich in der Stadt, ne? Ja. Deswegen hoffe ich, dass sie den Zuschlag kriegt, weil sie halt einfach weiß, die Daniels, die sind verlässlich. Ja, ich hast du gerade Plural? Also, ich hab noch nicht deinen Namen. Ja, aber es sind doch nur noch Tage. Oh! Was, wir haben keinen Termin. Ja, aber so viele Tage werden es doch nicht mehr sein. Oder? Aber sie sind schon noch verlobt, oder? Also schon ja, verlobt. Ja, doch, doch. Ja, okay, ja, das ist schon erledigt. Ja gut, immerhin. Ja. Okay. Und ich denke mal, so lange wie das dauert, bis das Bäckereikonzept bearbeitet wird, da sind wir wahrscheinlich schon verheiratet. Hm. Wie soll die Bäckerei denn heißen? Haben sie schon Namen? Ah, ich bin noch nicht so ganz sicher. Komm, sag. Nee, das lasse ich noch offen. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Dich. Nein, ich bin noch nicht. Herr Daniels, ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich möchte darüber noch nachdenken. Gut, das ist das schon eingereicht. Das ist doch alle in Ordnung, dass ich ja, gut, das ist ja das, was man am Ende der Arbeitstitel kann. Ja, genau. Ja. Vor allem das Schöne, die Bäckerei soll halt nach Palito Bay. Und wir haben ja jetzt auch die Zweigstelle in Palito Bay. Das heißt, wir sind dann quasi Nachbarn. Aber der Palito Bay war im Norden? Ganz, ganz oben. Ach Gott, so weit oben. Da, wo das Autorennen war, das letzte. Oh, jetzt also ruft so ein Bali an. Hallo, ja, schön. Ne, finde ich klasse, dass sie das machen wollen, ne? Ja. Ich hoffe ja, dass das DOL das genehmigt, weil eigentlich sind ja keine Gastrolizenzen mehr vorgesehen, aber ich will ja auch gar keine richtige Gastrolizenz, ich will ja eher so Zuliefererlizenz, also ich will ja nicht selber an, also es soll ja kein B2C Unternehmen werden. Also wir wollen ja nur an Unternehmen ausliefern tatsächlich. Genau, ja, und 24/7 und sowas alles. Ach schön, ja wunderbar, ja das ist doch, das ist doch eine schöne Sache. Okay. Alles klar, tschüss. Deswegen, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ne? Also wenn sie das kriegen, dann melden sie sich gerne mal bei mir. Dann können wir mal gerne über... Fall. Also definitiv über Brötchen können wir auf jeden Fall sprechen. Ja. Vielleicht sogar über Brot sogar. Wenn sie Brot hinbekommen würden, ja, dann Brot können wir mal... Brot steht auch auf meiner Liste. Dann können wir mal endlich die richtigen Butterkens machen. Ne? Und nicht nur die American Butterkens mit Brötchen da. Ja, also Brot steht auf jeden Fall auf der Liste. Sogar schön, auch im Konzept drin. Eine Idee. Ja, klasse. Mhm. Ja, dann toi toi toi. Danke. So. Na gut, Herr Daniels, soll ich Ihnen da jetzt noch Geld geben für den Gutschein oder wollen wir das später dann machen? Wir machen das, glaube ich, später. Okay, dann melden Sie sich einfach dann, ne? Nicht, dass ich das vergesse oder so. Alles gut. Ich schreibe jetzt Kleingedruckte, wenn der Klussmann ausreißt, verfällt der Gutschein. Aber ich bin über Weihnachten bin ich zu Hause, das zählt aber jetzt nicht, oder? Ja, das mit dem Fallschirmspringen wird ja jetzt auch noch ein bisschen dauern. Wir müssen jetzt erstmal die Fallschirme bekommen und alles, das, ne? Ja, okay. Sie kennen ja die Importfirma, ne? Wie schätzen Sie den ein, dass ich der Kate ungefähr was sagen kann, wie lange das dauert? Ich gebe in diesem Staate keine Schätzungen mehr ab. Also definitiv nicht mehr dieses Jahr quasi. Ich glaube nicht, nein. Na gut. Das ist halt, das kann halt immer sein. Ich werde nie vergessen, ich habe die Outlaws, die ich habe, habe ich 2 Monate versucht zu kriegen. Am Ende habe ich eine Absage bekommen, nach 2 Monaten. Und 3 Tage später kam die Mail, bitte holen Sie Ihre Outlaws im Hafen ab. Oh, da hat aber schnell einer seine Meinung geändert. Ja, deswegen gebe ich keine Urteile mehr ab. Nee, das, das kenne ich. Das kenne ich. Na gut, nee, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich der Kate sagen soll. Ich hoffe mal, die freut sich da auch drüber. Aber ich die war jetzt früher beim... Ansonsten können sie ihr sagen, wenn sie nicht so lange warten will, also Rundflüge an sich sind auf jeden Fall wohl schon möglich über die Stadt und alles. Ja. Das kann man dafür dann auch nehmen. Gilt mein Gutschein eigentlich noch bei Ihnen dann? Für was? Ich habe mir damals auf diesem Bauernfest... Oder ist das der andere? Es müsste doch der... Es gab doch nur diese eine Flugschule, ne? Warte mal, wie hießen die? Nee, es ist jetzt eine neue. Die ist insolvent gegangen. Toll. Das heißt, von Herrn Summer die Flugschule ist pleite. Genau, und das ist jetzt eine neue Flugschule mit einem neuen Inhaber am gleichen Standort. Der ist erst quasi ausgereist und jemand Neues hat das Konzept übernommen, die Lizenz. Ja toll, hat er sich schon mein Geld eingestreicht, jetzt stehe ich da, ne? Naja gut, also der Neue kann da ja nichts für, das Konto ja, nee, das meine ich nicht. Aber der Alte, ja. Ich meine halt frech von dem Alten, nicht für wegen dem Neuen, ne? Hm, da gibt's ja nicht. Sammelt sich da die Kohle ein auf den, das ist ja, grenzt ja schon an Kriminalität hier, hör mal. Mann, naja, was willst du machen, dann ist das jetzt weg, das Geld, schade. Aber da muss ich mal bei Ihnen dann mal mit Rundflug, das wollte ich nämlich mal machen irgendwann. Ach echt? Ja, doch. Also mit dem Helikopter, das war mir doch ein bisschen zu wackelig alles, ne, aber so ein normales Flugzeug, wo alles zu ist rundherum, das ist doch...
Das kann man sich mal gönnen. Ja, das Schöne ist, was ich Ihnen wirklich empfehlen kann, ist, die Flugfirma hat auch ein Wasserflugzeug. Ein Wasser? Wie? Kannst du da drin schwimmen? Nein, das kann auf dem Wasser starten und landen. Und was bringt mir das? Das ist schön, damit kann man zu Inseln fliegen und so. Oder dann auch mal so mit so einem Schwimmstopp oder so. Das ist schon schön. Ja, nee, für mich ist das eher so eine leckere Kaffeefahrt da in der Luft. Das ist, eher was, ne? Also, wie gesagt, ich kann mir das gerne nochmal anhören, wenn sie die Angebote alle haben. Also, Fallschirmspringen bin ich schon mal raus. Aber so eine normale Fahrt da irgendwie, gucken wir mal, ne? Ja. Ja, vielleicht fliegen sie dann da mit, wenn Kate rausspringt, dann gucken sie sich das an. Warum nicht, ne? Machen sie ein paar Fotos. Dann fliege ich, kann ich da kostenfrei einfach mitfliegen und gucken, wie die rausspringt? Das muss der Herr von der Flugfirma entscheiden. Also, ja, dann gucken wir mal, ne? Wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Dann warte ich unten und fange die auf oder so. Ja. Na gut. Naja. Auf jeden Fall vielen Dank, dann habe ich schon mal was zum Überreichen, ne? Wie sieht's denn eigentlich aus mit Ihnen und Weihnachtsmann, Herr Klosmann? Mit mir und Weihnachtsmann ist ein guter Freund von mir. Ich hatte Sie ja schon mal gefragt, ob Sie, ne? Erinnern Sie sich? Ist auch schon wieder eine Woche her. Was haben Sie mich denn gefragt? Ob Sie auf dem Weihnachtsmarkt den Weihnachtsmann spielen würden. Das haben Sie mich wirklich gefragt? Ja, natürlich. Was habe ich denn dann gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Sie hatten irgendwie gesagt, nee, oder fanden Sie doof, oder ich glaube, Sie haben irgendwie gelacht oder so. Warte, das klingt mein Telefon. Frau Barry, da muss ich ran. Hallo, Frau Barry. Oh Gott. Jetzt gibt's, glaube ich, Ärger. ich warte die ganze Zeit schon auf einen Anruf von Frau Barry, ne? Ach, sie hat auch ihr Konzept angehört? Ja, genau. Ah, okay. Und die wollte sich melden. Und ich warte noch die ganze Zeit da. Also eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, dass die anruft. Das Warten ist das Schlimmste. Ja, das ist richtig schlimm. Dann ackert man sich da Nächte da die Ohren, um die Ohren da und dann auf einmal ist vorbei, ne? Ja, und wie auf eine Klausur warten. Ja. Ganz schlimm. Ja gut, das hatte ich Gott sei Dank nie, ne? Aber genauso stehe ich mir dann auch vor, das ist wahr. Frau Frick, ich habe die Frau Barry dran wegen deines Businessplans. Der ist nicht angekommen. Oh weia. Hä? Ich hab das aber an diese komische E-Mail-Adresse geschickt. Sie sagt, sie hat das an die E-Mail-Adresse angeschickt. Können Sie mir nochmal genau die E-Mail-Adresse buchstabieren? Dann schicke ich es halt per Venture an die. Department? Kann sie es per Venture schicken? Okay, du musst es an die E-Mail-Adresse schicken. Also Department. Ja. Ja. Minus off. Ja. Minus labor. Ja. At. Ja. Lucky. Ja. V. Ja. .de. Hab ich gemacht. Hat sie gemacht. Im Spam-Ordner. Vielleicht im Spam-Ordner? Das wäre jetzt aber sehr komisch. Also ich will ja nichts sagen, aber das habe sogar ich hingekriegt, ne? Sie hat keinen Spam-Ordner. Wie, sie hat keinen Spam-Ordner? Wie, sie... Also ich wiederhole jetzt nicht hier alles. Warum reden die nicht miteinander? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Okay, die Frau Frick ruft sie gleich an. Ruf mal an, ich kann 555. Dir doch auch nicht mehr sagen. Was? Ruf mal an 555. Ach, ganz ehrlich. Was soll ich dir denn noch sagen? Ich hab's da hingeschickt? Ja. 58? 58? 01? 01. 56? 56. So, das habe ich schon mal geschafft, ne? Hoffentlich geht's jetzt auch ran. Nummer nicht korrekt. Ja. Als Weihnachtsmann. Ja, könnten Sie sich das vorstellen? Was soll ich denn da machen? Sie kriegen von uns ein Weihnachtsmannkostüm, dann kriegen sie einen künstlichen Bart angeklebt, laufen über den Weihnachtsmarkt und sind da. Sind da. Also, ich soll dann die ganze Zeit sagen, hallo, ich bin der Weihnachtsmann oder wie? Na, eher so, ho, ho, ho oder so. Also, meinen Sie, das nervt die Leute nicht auf Dauer, wenn ich die ganze Zeit nur ho, ho, ho sage? Aber sie haben mich wirklich noch nicht gefragt. Ich bin mir da fast sicher. Die Kate hat da vorhin irgendwas von angefangen, aber ich glaube, das war in einem anderen Zusammenhang. Also da waren sie zumindest nicht im Gespräch. Ach so. Ja, ich hatte sie mal, glaube ich, gefragt. Ich habe den Herrn zu Falkenberg gefragt. Und noch einen dritten. Den Herrn Müller habe ich noch gefragt. Genau. Oh, den Helmut, der wäre ein guter Weihnachtsmann. Nee, den Gary Müller habe ich gefragt. Ja, dann fragen den Helmut mal, vielleicht macht er das. Kennst du den Helmut Müller? Ich rufe den mal an. Ja. Ruf den mal an. Vielleicht hab ich lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Ja, der ist nur noch zwischendurch mal wach, ne? Ich weiß nicht, also für Sie wäre das nichts? Ich weiß nicht. Ich sehe den Dinger jetzt noch nicht so hinter, ne? Bude, ne? Was? Sie sind ja auch gebunden mit der Bude. Ja, ich habe ja genug Mitarbeiter. Daran scheitert das jetzt nicht, aber ich weiß jetzt halt nicht, was ich machen soll. Soll ich da, wenn ich wenigstens was verteilen könnte oder so, ne? Ja, Weihnachtsmänner.
Weihnachtsmänner und Weihnachtsmann vom Weihnachtsmann. Oh, wir rufen jetzt an. Ach du Heilige, mich ruft Frau Berry an. Ach du Heilige. Oh Gott. Bleiben Sie ruhig, Herr Knusmann. Hallo, Herr Knusmann, Berry hier. Hallöchen, Frau Berry. Herr Knusmann, folgendes. Es heißt jetzt abwarten, dass Ihr Konzept ist jetzt von uns durchgegangen und jetzt müssen wir abwarten. Also, ja, ich mache mich fertig. Ich habe schon einen Herzkasper gekriegt. Ich dachte, jetzt kommt die Absage oder Bestätigung, aber das ist... Nein! Ja, okay. Was meinst du denn, wie lange dauert denn sowas? Da kann ich Ihnen echt keine Info zu geben. Okay, alles klar. Aber weil Sie ja darüber Info haben wollten, die Info kann ich Ihnen schon mal geben. Aber weiter kann ich Ihnen noch nichts Genaueres sagen. Okay, ja, das war nichts richtig schlimm, finde ich. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte bisher, muss ich sagen. Auch, tschüss. Was? Ja, tschüss? Ach so. Nee, nicht an Sie, sorry. Ich dachte, Sie meinen mich. Nee, okay. Ja, gut, da können Sie aber ja nichts für. Nee, gut, dann muss ich wohl warten noch. Alles klar. Also alles, was in meiner Macht steht, habe ich jetzt gemacht. Vielen jetzt, Dank. Jetzt liegt es auch nicht mehr an mir und jetzt heißt es nur noch Geduld haben. Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank auf jeden Fall und ich warte dann auch ganz, ganz aufgeregt auf Ihren Anruf, ne? Vielleicht komme ich auch im Engelskostüm vorbei und überbringe Ihnen die Nachricht oder so. Dann ist es nicht so auffällig wie beim Anruf. Ja, dann sagen Sie vorher Bescheid, dann verkleide ich mich als Nikolaus, weil ich habe hier gerade ein Angebot gekriegt, dass ich mich als Nikolaus verkleiden soll. Ne, dann haben wir hier einmal das Weihnachtskrippenspiel, können wir dann auffüllen. Oh, Herr Knusmann, da sehe ich Sie in dem Weihnachtskostüm. Jetzt fangen Sie mich auch noch an. Was soll ich? Ihre Mitarbeiterin, hier Kate und Lilly, die ziehen Engelskostüme an. Was halten Sie davon? Wir hatten ja zumindest mal Nikolausmützen geplant, aber die sind ja auch noch nicht angekommen, ne? So, okay. Das ist halt eher so, ja, selbst wenn das wird ein bisschen schwierig. Aber Sie als Weihnachtsmann, Herr Knusmann, da sehe ich Sie. Moin, ja, gut, dann überlege ich mir das mal, ne? Aber noch habe ich von den Daniels noch kein wirkliches Argument gehört, warum ich das machen sollte. ich habe ein Argument für Sie. Was denn? Ihre Augen leuchten, wenn Sie die ganzen glücklichen Bürger sehen, an denen Sie Schokolade verteilen. Ja, das mache ich aber lieber mit Füßkiss, ne? Ich mache nicht deinen Weihnachtsmann. Also, ach, dann fragen Sie doch, ob Sie Schokoladenwürste kriegen. Schokoladenwürste? Meinen Sie, die kriegen wir noch importiert auf die Schnelle? Mhm. Ja, da sagen Sie es doch dem Herrn Daniel, Sie machen das nur, wenn Sie Schokoladenwürste kriegen. Das ist eine gute Idee. Dann mache ich. Dann muss ich das nämlich nicht machen, das schafft er eh nicht. Gute Idee. Okay, dann... Aber sagen Sie nicht, dass ich das gesagt habe. Nee, das kommt ganz von mir alleine nach unserem Telefon. Okay. Der steht nämlich direkt neben mir bestimmt. Also okay. Was? Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich muss jetzt Schokoladenwürste besorgen, ne? Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Herr Daniels. Wir dürfen Herr Knusmann jetzt nicht hier alleine stehen lassen. Herr Daniels, ich habe eine Bedingung, dass ich einen Nikolaus mache. Moment. Herr Müller, kommen Sie mal. Schauen Sie mal, der Knusmann sagt ja. Was? Was? Ja, der Müller hat gerade Nein gesagt. Ich habe eine Bedingung gesagt. Ja, ich wollte gerade zum ATM gehen und dir Nein, Geld geben. Nein, dass du den Weihnachtsmann spielst. Oh, Sie beide als Weihnachtsmann, jetzt kriegst du kein Geld mehr. Ich hab gesagt, ich habe eine Bedingung, ich habe nicht Ja gesagt. Ach so, Sie haben nicht Ja gesagt. Wenn Sie Bedingungen erfüllen können, mache ich das. Aber das ist natürlich... Was ist die Bedingung? Ich möchte gerne Schokowürste verteilen. Das ist schwierig. Ja, das weiß ich, deswegen sage ich das ja als Bedingung. Kacke. Ausgefuchst. Ja. Hätte ich das eine Woche eher gewusst, hätte ich noch was reißen können. Ja, probieren Sie doch. Die haben doch jetzt ganz viel Geld gesammelt. Da können Sie doch bestimmt noch schon... Oh, können wir doch einfach Würstchen drunter halten, oder? Und dann haben wir Schokowürstchen. Oh Gott, ich will. Ist das eine Möglichkeit, Herr Knusmann? Das ist definitiv eine widerliche Idee. Das kann ich Ihnen schon mal so mitteilen. Gut, Sie sind der Gastronom, Sie müssen das Produkt vertreten. Ja, das lassen wir aber lieber. Ich meine halt so Schokolade in Wurstform, ne? Ach so. Also, das war jetzt missverständlich. Ja. Verständlich. Aber das soll ja schon ein bisschen komplizierter sein, ne? Die Bedingungen, das ist ja jetzt... Was? Das ist viel zu einfach. Nein, ist nicht. Hat der mehr gegeben als ich? Da muss ich nochmal runter. Der hat viel zu viel gegeben. Wie viel haben sie denn gegeben? Ich glaube, er schämt sich. Wie viel haben sie gegeben? Nee, das ist irrelevant. Aber ich will jetzt auch so viel geben. Herr Knusmann, das wollen sie nicht. Boah, das nimmt mir jetzt ein bisschen mein Selbstbewusstsein, muss ich sagen. Nein, Herr Knusmann. Sie haben mehr gegeben, als sie geben müssten. Wirklich, ich bin Ihnen schon dankbar. Ich hätte Ihnen gar nichts geben müssen. Natürlich habe ich mehr gegeben, wenn ich hätte gegeben. Ich formuliere es anders. Nach der Aktion von Gary kann ich nun meine Aktion mit den Weihnachtsmännern beenden. Okay, also ungefähr so 20.000 Dollar haben Sie jetzt gekriegt. So ein Tageslohn für die Polizistin hier wahrscheinlich.
Übertreiben nee, aber nicht, Herr Knusmann. Nein, das ist ja nur ein Spaß. Aber vielen Dank, wirklich. Jetzt ohne Scheiß, jetzt kann ich echt die Aktion beenden. Vielen Dank. Dann besorge ich Schokowürste, dann bin ich als Nikolaus dabei. Ja, oder der Herr Müller. Ich habe jetzt anders unterstützt. Jetzt muss ich nicht mehr den Weihnachtsmann machen. Und wenn Sie das beide machen? So als Team? Was erinnert das denn an der Tatsache, dass ich Schokowürste will? Wenn Sie bringen, ja mache ich ja doch alleine, oder? Mit den Herrn Müller essen. Der Müller, der ist jetzt keine positive oder negative Änderung an diesem Konzept. Ich kann das gerne mit ihm, ich kann das auch ohne ihn machen. Ist halt egal. Also. Nein, ich überlege mir das, Herr Daniels. Ich weiß, Sie kriegen keine Schokowürste bis nächste Woche. Das ist mir schon sehr wohl bewusst, ey. Sind denn Schokowürste? Sagen Sie nicht Würstchen mit Schokolade. Schokolade. Nee, das habe ich gedacht, genau. Das war falsch. Nein, Schokolade in Form eines Würstchens. Aha. Wissen Sie, also Würstchen-Schokolade, nee, das ist ja, Schokolade weiß, aus Würstchen. Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist halt schwierig. Also definitiv nichts zum Dippen. Nee. So, Daniels, nee, ehrlich, jetzt, ich liebe deine Events und ich unterstütze deine Events gerne und auch ja, aber wenn so, nicht mit so viel Kohle ist, kann ich nicht annehmen. Warum denn? Ich gehe mal zum ATM übrigens. Ach so, ja. Hände hoch! Dies ist halt Überfall. Ach, Blödsinn. Hat er seinen Nikolaus bekommen? Ja, hat er. Sogar mit persönlicher Widmung. Ich habe nicht mal eine Widmung bekommen. Jetzt muss ich mal selber gucken. Du hast wahrscheinlich auch nicht. Ich so auch viel. Nicht. Jetzt bin ich beleidigt, Herr Daniels. Herr Knusmann. Ja, gib mir alle eure Nikoläuse zurück. Nein, ich esse ihn jetzt. Neu. Ich esse ihn jetzt. Herr Knusmann. Aber erst die Packung abmachen. Ach ja. Boah. Oha. War jetzt, haben ja, aber Sie jetzt in die Armfolie gebissen? Ja, aber auch nur aus Trotz. Aus Protest. Ja. Aus Schlägemuschel. Ja, also mit dem Nikolaus überlege ich mir, ja. Alles mit morgen gut. Kann ich Ihnen aber noch nicht sagen, ob das klappt. Wie gesagt, also morgen 19 Uhr haben wir einen Termin und dann müssen wir Lieferungen vorher oder nachher noch machen. Okay, verstehe. Also wenn morgen die Hütte brennt, dann rufen Sie nochmal an, ja. Herr Müller, könnten Sie morgen kellnern? Was? Ich würde kellnern, aber ich habe einen Gerichtstermin. Wo denn kellnern jetzt auf einmal? Ich habe morgen ein Event von einem Kunden und eine Kellnerin hat mir abgesagt. Jetzt brauche ich Vertretung. Schwierig. Aber mal angenommen, Herr Daniels, ne? Wenn ich da morgen jetzt kellner, meinen Sie, wir können da irgendwas aushandeln mit der Bank, dass ich einen Kredit für ganz wenig Geld bekomme? Wie viel Kredit brauchen Sie, Herr Knusmann? Weiß ich noch nicht, aber allgemein jetzt. Ach, da kellnern bei der. Nee, da muss ich anderweitig. Nein, bei einem Privatkunden, den ich aus Datenschutzgründen nicht nennen kann. Auch, und auf einmal geht es hier um Kredite. Ja, das könnte ja jeder sein. Ja. Genau. Es gibt viele vermögende Menschen in der Stadt. Genau. Wow. Und es gibt viele Banken. Muss ja nicht gerade die Pacific Standard Bank sein. Ja, die zufällig ein Event hat. Ist das überhaupt morgen? Frick? Vielleicht. Nein, das ist. Das ist im nächsten Quartal an einem Sonntag. Ja. Nee, aber wissen wir Bescheid, ne? Nee, aber ich glaube, dass also kreditmäßig sollten Sie auf jeden Fall einen Kredit kriegen, denke ich jetzt nicht, dass Sie da keinen kriegen. Also der Herr Spector, der die Bank leitet, ist sehr kompetent und. Das meine ich nicht. Ich meine, dass wir gute hier, wie heißt das nochmal da? Konditionen bekommen, meine ich. Dass wir dann Fuß in der Tür haben, wissen Sie? Ich kann sie auf jeden Fall mal loben als guter Geschäftsmann. Nee, wenn ich da jetzt Kellner morgen, dass ich denen dann schon mal ein bisschen Schokoladenwürstchen ums Maul spielen kann. Dann haben sie ja auch perfekt direkt quasi den guten Eindruck hinterlassen, wenn sie da morgen kellnern, Herr Knusmann. Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen du gucken. Gehst kellnern, Dirk? Nein, ich habe gesagt, wenn morgen die Hütte brennt, dann können wir mal gucken, wenn hier nichts los ist. Aber wir haben ja morgen noch um 19 Uhr die Kuh und danach noch die Lieferung da, ne? Die Kuh? Ja, wir müssen auch eine Kuh streicheln. Das ist eine elementare Sache für unser Geschäft. Weil unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir einmal im Monat eine Kuh streicheln, weil sonst ist unser Karma nicht da, verstehen Sie? Herr Knusmann, sind Sie in einer Sekte? Na, das geht Sie gar nichts an, Herr Daniels. Wir sind Hindu. Was? Oh, Hilo? Da ist die Kuh heilig, das verstehe ich. Hindu, also. Da ist die Kuh heilig. Ja. Bei uns kommt die Kuh auch nur in die Frikadelle. Ja. Und auch nur halb. Ja. Die andere Hälfte ist ein Schweinchen, oder wie? Die Frikadelle teilt sich die Kuh mit dem Schwein. Oink, oink. Kunikunde und Mathilda kommen in die Frikadelle. Mathilda, was? Mathilda. Wie geil ist das denn? Ja, wir haben also da. Kate, du hattest den zweiten Weihnachtsmann bekommen? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Sag mal, Daniels, wie viel wolltest du denn mit deiner Aktion einnehmen, mit dem Weihnachtsmänner verteilen? Ungefähr das, was du mir gegeben hast. Oh, wow. Ja, Micha Mierdat hat nicht gesagt. Ich finde das immer nur sehr frech, Herr Daniels.
Ja. Ich habe sie dreimal gefragt. Ich habe ihm auch nichts gesagt. Genug. Er kam einfach an und hat mir so viel in die Hand gedrückt. Ja, hätte ich ihm einfach mein ganzes Konto in die Hand gedrückt und dann hätten sie gesagt, oh, so viel habe ich gebraucht oder wie? Dann hätte ich ihm was zurückgegeben und gesagt, das ist viel zu viel, so viel brauchen wir gar nicht. Ich sponsor gerne Daniels Chat. Ich bin immer noch beleidigt. Nicht wegen Ihnen, Herr Müller, alles gut. Nee, aber wegen Herrn Daniels. Warum sind Sie denn? Moment, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe jetzt einfach mal irgendwie geschätzt und das war wohl zu wenig. Nein, Sie haben für Ihre Verhältnisse schon viel zu viel gegeben. Was soll das denn heißen jetzt? Müller hat für seine Verhältnisse utopisch viel gegeben. Alex, halt einfach die Klappe, bitte. Also das ist jetzt wirklich frech von Ihnen. Stopp, Ruhe. Dirk ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Es ist so. Daniels freut sich über jede Spende, egal ob es ein Cent ist oder 50 Dollar oder was weiß ich wie viel. Ja. Aber ich hätte zum Beispiel, ich spreche einfach mal frei. Lass mich doch jetzt mal reden. Ich habe ihn einfach jetzt gerade so geflasht mit der Spende, dass er gerade einfach geschockt ist, wie viel Geld er gerade in der Hand hat. Und das heißt nicht, dass Ihre Spende weniger wert ist. Doch. Und auch nicht, dass meine mehr wert ist. Herr Knussmann, ich hätte bei Ihnen vielleicht so mit 100 Dollar gerechnet. Sie haben ja warum viel, denn? Viel alleine die Annahme finde ich schon frech. Warum denn nur 100 Dollar? 100 Dollar ist? Ja, aber warum haben Sie dann beim Herrn Müller nicht mit 100 Dollar gerechnet? Bei Müller habe ich so mit 27 bis 30 Dollar gerechnet. Was? Boah, so viel, wie der Kollege Aziz gegeben hat. Ja gut, jetzt ist okay, das ist in Ordnung. Wenn Sie das ehrlich meinen, dann ist das schon in Ordnung. Da sehe ich mich dann, dann ist okay. Wissen Sie, Herr Müller, ich gebe Ihnen einen Weihnachtsmann und Sie geben mir eine vierstellige Summe. Jetzt droppt das doch nicht. Ich habe nicht gesagt, wie viel. Können auch zwei Stellen in der Komma sein. Wow. Uff. Herr Daniels. Naja gut, wenigstens nur der Weihnachtsmann ist finanziert, das ist ja die Hauptsache. Ja, also ich bin jetzt in 93 Fettnäpfchen getreten. Wenn ich ein Handtuch. Habt ihr Glühwein da? Oh, das ist so ein Thema, was mich verfolgt. Ich versuche jetzt seit zwei Wochen diesen Glühwein. Okay, was habt ihr denn da? Ja. Bratäpfel und Gulaschsuppe. Ich habe Bratäpfel da, ich habe Waffeln da, ich habe ganz viele verschiedene Süßigkeiten da, ich habe ein Spekulatius. Gulaschsuppe. Was habe ich denn noch alles da? Ich habe Taco Libres da. Gulaschsuppe ist da. Daniels. Ja. Kriege ich einmal Spekulatius dafür? Nicht mal die habe ich gar nicht dabei. Ja, nicht jetzt, aber irgendwann. Ja, du kriegst eine ganze Tüte auf dem Weihnachtsmarkt. Guck, so macht man Geschäfte. Genau. Nee, also wir verkaufen tütenweise, verkaufen wir die Süßigkeiten, immer schön abgepackt mit 10 Plätzchen drin und so. Und dann, Gut, ich muss Gesetze schreiben gehen, Leute. Ja, okay. Viel Spaß. Aber Herr Knussmann, Sie können mir mal weiterhelfen. Kompetenzüberschreitung? Ach, jetzt kann ich Ihnen helfen, ja? Ich mache nur Vorschläge und leite Ihnen weiter. Ja, aber mach keinen Blödsinn. Sie können mir immer helfen. Ich mache keinen Blödsinn. Also wenn ich 100 Dollar habe und Weihnachtsmann-Kostüm anziehe, dann bin ich für Sie nützlich, oder wie? Und alle Rechte habe. Das haben jetzt Sie gesagt. Sie drehen mir die Wörter im Mund um. Legitim. Das ist ja im Prinzip genau das, was Sie von mir erwarten. Sie erwarten von mir 100 Dollar und dass ich Weihnachtsmann bin. Achso. Nein, nein. Also ich würde Sie ja auch für den Job als Weihnachtsmann bezahlen. Aha, der Weihnachtsmann, jetzt bin ich aber gespannt. So gut ich zu Gesicht stehen. Also ich schätze, Sie bezahlen Ihre Mitarbeiter, also dass ich so 5 Dollar die Stunde kriege. Nee, also ich hätte Ihnen pro Auftritt 100 Dollar gegeben. Also insgesamt 300 Dollar. Also pro Schritt, den ich gehe? Nein, pro Auftritt. Sie werden ja dann Freitag, Samstag und Sonntag auftreten und Sie kriegen pro Auftritt 100 Dollar. Künstlergage. Ich weiß noch nicht, ich verstehe das immer noch nicht, Herr Daniels. Ich soll einfach nur da rumlaufen und sagen, hallo, hier, ich bin der Mikolaus oder was? Ja, und dann zum Beispiel, wie erkläre ich Ihnen das? Wir haben da auch ein Bühnenprogramm und eine Bühne. Ja, das haben Sie nämlich nicht erwähnt. Jetzt soll ich auch noch auf der Bühne stehen oder wie? Jetzt geht aber los hier. Wir machen das wie beim Autorennen. Sie sind einfach da und ich zeige Ihnen dann, was Sie zu tun haben. Ja, ich würde schon, aber beim Autorennen wusste ich zumindest, dass ich meine Würstchen verkaufe. Na gut, Sie wussten auch nicht, dass Sie beim Training fahren. Am Ende haben Sie es super gemacht. Ja, aber das war ja meine freie Entscheidung. Haben Sie mich ja nicht für bezahlt, habe ich ja Sie sogar für bezahlt, ne? Ja gut, das stimmt. Also, Ihre Aufgaben als Weihnachtsmann. Sie laufen über den Weihnachtsmarkt, begrüßen die Gäste, verteilen Schoko-Nikoläuse, sind dann auch mal wieder... Dürfen wir unsere Kuh mitbringen? Ja. Willst du die jetzt klauen morgen, oder was? Und genau, begrüßen die Gäste, verteilen Schoko-Nikoläuse... informieren die Gäste, wenn die Gäste Fragen haben, erzählen so ein bisschen, was es auf dem Weihnachtsmarkt gibt, ne? Stellen sich überall mit dazu und sorgen für eine weihnachtliche Atmosphäre, ne? Bespaßen ein bisschen die Kinder, die vielleicht zum Weihnachtsmarkt kommen, genau. Oh je, okay, ich überlege mir das. Wann brauchen Sie eine Antwort? Wann Sie möchten.
ja gut. Du musst immer ho, ho, ho sagen. Also sie muss ja schon planen, ne? Wenn. Das stimmt, ja. Aber kriegt er auch einen Bart angeklebt, so einen langen weißen? Mhm, von La Katrina. Ach, oh, heilige. Das wäre schön. Ja gut, ich überlege mir das. Also ich versuche ihn da die Woche noch zu Bescheid zu sagen. Wenn ich das vergesse, ja, dann sprechen wir ihn immer mal drauf an. Ich hoffe ja noch inständig, dass die ganzen Kleidungen bis dahin rechtzeitig ankommen. Also unsere Mützen, ja, unsere Pullover, die Weihnachtsmannkostüme. Das sollte aber drin sein, ne? Ich laufe da jetzt nicht so wie ich jetzt drin und sage, ja, ho, jetzt ist willkommen, ich bin der Nikolaus. Das glaubt mir dann nämlich keiner, weil die wissen wahrscheinlich, dass ich nicht der Nikolaus bin. Ja, ich hoffe wirklich, die Sachen kommen, weil die Boutique ist ja jetzt wieder zu. Weil sie das mitbekommen haben. Ja, die ist jetzt quasi wieder beim DOL, aber das DOL hat mir versichert, dass sie sich dahinter klemmen, dass sie die Sachen bekommen. Okay. Ja, sollte aber ich eigentlich bin ehrlich, heute alles ankommen. Ich kann ja hier mal einfach ehrlich sein, wir sind ja gerade unter uns. Die Boutiquen, wissen Sie, warum die immer wieder zumachen? Das liegt nicht an den Boutiquen. Vielleicht auch, aber ich habe das mitbekommen. Die Boutiquen bestellen irgendwelche Sachen, dann kommen die erstmal nicht, dann kommen irgendwelche anderen Sachen, die nicht bestellt wurden, dann kommen zuerst Bestellung 3, dann 7, dann 2, dann kommt Bestellung 8 dreimal, also wirklich, also was ich da mitbekommen habe, das ist halt, die kriegen nie die Sachen, die sie bestellt haben und dann kommen irgendwelche Teile, der Lieferschein kommt an dem ersten Tag, die Bestellung kommt am zweiten Tag, also ich habe da schon richtig tolle Sachen miterlebt. Das ist ja total bescheuert. Ja, ja. Aber genau. Das liegt jetzt nicht an den bescheuerten Bestellungen, die da einschicken, oder? Nee, die Bestellungen sahen eigentlich relativ normal aus. Also entweder hat die da irgendwie was gewaltig falsch gemacht im Bestellprozess oder der Zulieferer hat das halt einfach nicht so gemacht, wie er sollte. Ich weiß es naja, nicht. Naja, also ich sag mal so, die Winslow Davenport hat's hingekriegt, zumindest in unserem Fall. Und naja gut, aber die hat ja auch in 3 Tagen gesagt, dann plötzlich sie war weg, ne? Ja, also kann ich verstehen. Die Scheiße von der Lafleur aufzuarbeiten ist wahrscheinlich ein bisschen mühselig. Aber wieso hat die das dann hingekriegt? Wir haben die Sachen ja immer noch nicht. Also die Frau Lafleur hat mir immer gesagt, dass das wohl eine Katastrophe wäre. Also ich kann nur die Sachen sagen, die Frau Lafleur erzählt hat. Ne? Ist klar, weil ich habe ja keine Boutique betrieben. Aber Frau Lafleur hat halt immer wieder gesagt, dass es halt eine Katastrophe ist, weil halt an dem einen Tag kommt dann der eine Lieferschein und die Lieferung kommt dann am nächsten Tag oder da kommt auch mal eine andere oder gar keine oder zweimal die gleiche oder 2 unterschiedliche, die sie gar nicht bestellt hat. Also da kommt wohl immer so ein bisschen wie so Roulette. Und die größte Arbeit der Boutique war es immer erstmal zu sortieren, was kommt denn da überhaupt an? Ja, und dann er meinte, es wäre sehr aufwendig, mit den Bestellnummern das abzugleichen. Genau, aber weil die halt immer gucken müssen, was kommt, genau. Genau. Ja, es geht, genau. Aber es ist halt wohl sehr schwierig und sie war wohl nicht dafür gemacht. Genau. Ja. Naja, hoffen wir mal, dass auch da irgendwie Kompetenz mal am Werk ist in allen Phasen. Also meiner Meinung nach wäre vielleicht das Einfachste, wenn der Zulieferer, Warehouse glaube ich ist das, eine Boutique betreiben würde. Ja, weil sowieso. Die wüssten dann genau, was haben sie importiert, was ist da, was liegt wo. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen schwierig. Ne? Ja, ich finde das auch besser, wenn jetzt die Boutique zum Beispiel sich selber mit so einem Geschäftskonzept da vorstellt, dann eine gewisse Anzahl an Produkten schon mal von Anfang an da anbieten und dann ihre Palette halt immer weiter erweitern und nachbestellen. Da jetzt auf Auftrag zu bestellen, ist halt so dermaßen umständlich und kompliziert. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da solche Dinge passieren. Ne? Das stimmt schon. Also wenn die davon, weiß ja geil, ist das nicht Cypress sogar, die das da irgendwie mit organisieren? Ja, so eine Partnerfirma irgendwie. Ja, oder so. Also wenn die dann da am Ende, ja, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht so ganz verstanden damals, aber na gut. Sie hat mir halt immer wieder erzählt, die Sachen, die sie bestellen, kommen nicht, dafür kommen andere Sachen. Na gut. Ich habe das bei mir halt erlebt, ich habe mehrmals Bestellungen gemacht. Da habe ich dann zum Beispiel 10 Sachen bestellt und davon kamen dann 5 an. Ja, wir hatten ja auch hier die Blusen für die Damen bestellt, ne, und was haben wir gekriegt? Pullover? Oder was war das? Nee, so ganz so ultra hässliche Hawaii-Hemden. Ach ja, die Hemden, ja. Ja. Also, weiß ich auch nicht. Die Hemden. Ja, wie gesagt, halt. Statt Blusen so hässliche Hawaii-Hemden haben wir gekriegt. Ja, ja, das passiert halt auch manchmal, dass dann falsche Sachen kommen. Mhm. Genau. Naja, dann warten wir mal ab und hoffen, dass wir wenigstens die Weihnachtsklamotten hier haben bis an Weihnachten. Ja, hoffen wir. Ich weiß natürlich auch nicht, was die Frau Lafleur für Bestellungen abgeschickt haben. Vielleicht war das halt auch nur Kraut und Rüben und deswegen kamen halt so komische Sachen an. Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt gespannt. Ich habe die Bestellung für die Weihnachtssachen gelesen, habe mir auch die Bestellung angeguckt, die da abgeschickt wurde und das sieht eigentlich relativ verständlich aus. Oh, wunderbar. Naja, mal gucken. Toi, toi, toi.
kann man eh nur hoffen hier, ne? Ja. Ja. Dementsprechend. Na gut. Ihr macht jetzt Feierabend, ihr beiden? Ja. Ja. Ja, dann hole ich nämlich auch ab, weil das ist ja hier heute tote Hose. Haben wir heute ein bisschen was eingenommen, wenigstens? $74. Yay. Das ist das schlechteste Ergebnis, was ich hatte, seit ich hier arbeite. Ja, das ist halt. Ich hätte gerne Wurstpumpe. Ach, Blödsinn. Also nur, wenn sie wirklich was wollen, aber... Komm, wir nehmen uns noch Essen mit, oder? Aber die haben da jetzt schon... Also, nur also ich bin noch Umstände da. Gemacht. Ich bin eh noch da, aber ich will jetzt nicht dazu nur was kaufen, weil wir jetzt einen schlechten Tag hatten. Ich habe gerade Hunger. Ja. Ja, gut, nee, dann mache ich Ihnen das noch fertig, ist ja kein Problem. Gut, dann ihr beide, dann sehen wir uns morgen, ne? Sollen wir uns dann so... Ja, ich versuche so um 6:30 hier zu sein dann irgendwie, ne? Okay. Mhm. Alles klar. Wunderbar. Okay. Schönen Abend euch noch. Euch auch. Dir auch. Tschüss, geht's. Schönen Abend. Also, was und wollen Sie denn dann haben? Ist angekommen, das Konzept? Mhm. Ach, cool. Sehr gut. Was möchten wir haben? Ich nehme eine Wurstpumpe. Ja, ich dann auch. Ja, ich hole mal eben Geld. Wollen Sie nicht mal einen Bratapfel essen? Ich hatte letztens schon einen, der war saulecker. Okay, also zweimal Wurstpumpe. Ja. Alles klar. Ja, da haben wir doch noch ein bisschen was gehabt hier, ne? Also, so ist es nicht. War okay, ne? Wollen Sie was auf die Pommes drauf haben? Für mich nicht. Bei beiden dann nicht. Nee, alles klar. Entscheide ich jetzt einfach mal. Aber dann gebe ich das schon mal einmal rüber. So, mach ich jetzt ein Päckchen, ne? Dankeschön. Aber in der Tüte, wunderbar. So, dann gucke ich mal kurz zur Kasse. So. Da sind dann einmal $20, ne? Mhm. Machst du oder ich? Weiß ich nicht. Ich kann. Kriegen wir einen Rabatt hier. Perfekt. Das andere Geld auch schon weggebracht. Perfekt. Ja. Dankeschön. Find ich gut. So, ist das hier nicht schon Vetternwirtschaft? Ja, ich glaube auch. Oh Gott. Alles gut? Ja, kannst du mir kurz ein Wasser rüberreichen, bitte? Oh, danke. Oh. Ein Wasser? Ja. Mhm. Hier, komm rüber. Warte. Catherine Kane vom Buskartell. Ich möchte mich nach Glühwein erkundigen. Mach doch Feierabend. Sitze ich immer noch dran. Ach, du bist ein Blödmann, ey. Kannst du das auch noch nehmen und mir dann jeweils eins? Das ist übrigens viel zu viel Geld, was sie mir da gegeben haben, ne? Wie viel hast du denn abgegeben? Richtig. Sag ich dir nicht. Wie viel hast du abgegeben? Hast du noch was draufgeschlagen, was ich dir gegeben habe? Sag ich dir nicht. Der wird abgezogen wahrscheinlich. aber das ist doch jetzt Quatsch. Ich habe ihr nur extra Geld gegeben, damit sie da den Weihnachtsmarkt machen können. Das war ja von mir. Das war ja nicht vom Weihnachtsmarkt. Achso, sie haben gar nichts zum Weihnachtsmarkt beigesteuert. Das Geld dreht sich im Kreis. Ihr dreht sich gar nicht so im Kreis. Naja, aber vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und noch einen schönen Abend. Ey. Danke, danke. Auch einen schönen Abend. Auch so. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Gies. Dann brauche ich auch die $4.
nicht mit abrechnen. So, dann machen wir mal Feierabend, würde ich sagen. Das war ein dezent beschissener Arbeitstag. Also vom Geld her war das, was wir verdient haben. So RP-mäßig war es ganz okay, ne? Also, da gab es schon schlechtere Tage. Aber das ist hier natürlich hier mit dem... Oder hat sie doch recht? Ne, da ist der Kühlschrank, da ist jetzt leer, ne? Ja. Gut. Den habe ich jetzt hier abgeschlossen, jawohl. So, ich tue das mal hier so lange. Hier ist übrigens, das ist kein Inhalator für Asthmatiker, sondern das ist ein Tequila. Nur nochmal, weil das gerade im Chat aufkam, die Frage. Aber ist ja ungefähr dasselbe, ne? War doch schönes EP. Hauptsache ist einfach, dass ihr Spaß hattet. Ne? Das ist Fakt. Das ist Fakt, meine Freunde. So. Und jetzt abschalten. Nee, noch nicht. Ich schnapp mir hier nochmal was zu schnabulieren. Haben wir hier noch irgendwas Leckeres? Ein Eisbergsalat, das ist doch mal was. Ich glaube, ich nehme einfach nochmal einen Salat. Oder? Nee. Nee, dann nehme ich lieber nochmal den Salat. Obwohl, doch. Komm. Doch. Erstmal ist Salat gesund für einen Knussi. Das tut auch mal gut. Fakt ist aber, und das nehme ich mir auch mal endlich mal wieder mit, ich brauche Zigaretten. Der Junge hat schon wieder nicht geraucht, ey. Gerade bei der Scheiße mit dem... Mit dem Konzept hätte der Junge wahrscheinlich schachtelweise Zigaretten weggeraucht. Also das tut mir leid, das ist leider so weit von unrealistisch, was ich hier mit dem Raucher-RP, das ist schwierig. Aber ich, wie gesagt, ich bin selber kein Raucher und ich vergesse das einfach. Wirklich. Ich denke doch, ich denke als Nichtraucher nicht daran, alle 10 Minuten eine zu schmoken hier. Das ist doch, naja, aber was willst du machen, ne? Ist jetzt wie dies. So, zack. Dann gehen wir jetzt nochmal eine schmockern hier. Jetzt hier wieder abgeschlossen. Ich mit meinem Fimmel. Ja. So. Und dann geht's ab ins Schließfach. Ich muss auf jeden Fall Knussmann-Modi-Gewürz nachordern. Und ich habe noch keine Ahnung, wo ich das tue. Soll ich einfach in den Chat schreiben, wann ich einen rauchen gehe? Wäre schön, aber es ist halt dann BSG quasi. Irgendwie. Um Ecken gedacht am Ende. Kurz mal gucken. Nee. Lusttropfen sagt, es dauert noch, weil er keinen bei Cypress erreicht. Warum machst du das nicht während deiner Arbeitszeit? Jetzt fang nicht wieder Jens schon an hier. Ich habe während meiner Arbeitszeit da angerufen und er hat jetzt erst zurückgerufen. Ach so, ich dachte, du hast den angerufen. Ja, dann gehe ich doch nicht ans Telefon und sage, hör mal, Junge, ich habe Feierabend. Doch, das hätte eigentlich schon. Eigentlich muss ich euch einmal, aber ich kann das nicht. Ich bin zu freundlich als Chef. Alles gut. Ne? Ja komm, dann gehen wir gemeinsam, ich bin fertig. Ich muss noch schnell was aus meinem Schließfach holen, Moment. Also, okay. Stell dir einen Wecker. Ich kann mir doch jetzt hier nicht ein... Ich weiß es nicht. Außerdem haben wir es jetzt bisher auch nicht so krass durchgezogen. Dann gönnt er sich mal zwischendurch einfach eine Zigarre. Ist auch gut, eine Zigarette. Und dann ist gut. Ist auch egal. Wenn wir es jetzt so richtig hardcore sehen, dafür haben wir andere Sachen hardcorer als andere. Weißt du, das ist halt so. Knussi, halt der harte Malocher, der sich dann schön zum Feierabend eine schmökert. Oder wenn es auf die Piste geht. Ja, wahrscheinlich das eher. So. Kann losgehen. Ja. Wunderbar. Ich habe nämlich heute Lasagne gekauft, weil der Puppi so gern Lasagne isst. Hui, beim Little Italy oder wo warst du? Ja, ich glaube, das wird von denen angeliefert. Ach schön. Wie geht es dir denn? Ja, muss, ne? Hat sich ein bisschen normalisiert da wegen der Herr Sanchez da wieder, oder? Ja, ist halt alles ein bisschen komisch noch für Lilly und... Ja, für Lilly ist klar, ne, das steht ja außer Frage. Aber jetzt für die Kollegin da, das ist natürlich auch ein Schlag gewesen wahrscheinlich, ne? Ja, anscheinend sind die Ermittlungen nicht so toll, wie sie sich das vorgestellt haben. Nicht so eindeutig alles. Aber die haben die Namen doch schon, wieso schnappen die sich denn nicht einfach? Keine Ahnung. Mein Gott, ey, das ist ja...
Naja, aber stecken wir nicht drin, ne? Also ich meine, du hast da wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung von als ich. Von der ganzen Polizeigeschichte, aber... Die hiesigen Gesetze sind schuld, also... Ach du Heilige. Ja, also die können quasi nur Mord beweisen, wenn du daneben stehst und Augenzeugen hast. Hä? Ja, also das ist ganz komisch. Soll ich die mitnehmen oder hast du ein Auto? Nee, ich habe da drüben das Motorrad stehen, das muss ich nach Hause bringen. Ja, aber nichts zu Lilly sagen, bitte. Die sollen nicht davon ausgehen, dass das nicht aufgeklärt wird. Ach, die arbeiten ja dran. Definitiv. Also ich, wie gesagt, also ich habe seitdem auch nicht mehr wirklich mit ihr gesprochen, weil ich glaube auch, da tut ihr ganz gut, dass wir hier mal ein bisschen Spaß auf der Arbeit machen und sie ein bisschen abgelenkt wird. Die denkt da wahrscheinlich genug dran, wenn sie alleine ist. Ne? Ja. Und wenn und sie, auch wenn das ein bisschen unangenehm war, das Gespräch mit ihr, weil ich da so ein bisschen in die Scheiße gegriffen habe, aber sie weiß zumindest, dass sie mit mir auch reden kann, wenn sie denn möchte. Das war mir halt wichtig und ansonsten ist mir viel wichtiger, dass es ihr gut geht. Ne? Das ist das Ding einfach. Ja. Klar. Na gut, dann gehen wir morgen Kühe umschubsen, habe ich gehört. Und dann du schubst deine Kuh um, genau. Nein, nicht alle anderen. Das ist die einzige Kuh, die stehen darf nachher. Ach so, okay, ja, dann bin ich dabei. Ja, wunderbar. Gut, dann komm gut nach Hause, ne? Und dann bis morgen. Dankeschön. Ja, tschüssi. Dann schnabulieren wir nochmal eben hier. Ja. Schön. Kann jetzt mal der Hunger weggehen und warum? Boah, Alter, mich fuckt diese Anzeige da oben so ab, ne? Ich versuche das mal gerade auszustellen. Das habe ich schon so oft gedacht, weil mich interessiert nicht, wenn da irgendeiner online oder offline geht. Rockstar Games Launcher. Wir brauchen mal wieder Krankenhaus-RP. Wir waren doch vorhin SMMD. Reicht dir das etwa nicht? Muss wieder erst jemand verletzt werden, damit du glücklich wirst. Habe ich den nicht auf? Achso, habe ich wahrscheinlich gerade im Zuge dessen. Ah, warte mal. Petty. Nee. Petty brauche ich gar nicht sprechen. Ach ja. Witzig, dass ich den Hinweg mittlerweile auswendig kenne, aber den Nachhauseweg, da habe ich immer meine Probleme mit, ne? Das weiß ich nicht. Ja, klar, will blutige Knie sehen. Hey. Die Knie bleiben so, wie sie ist. Ob du willst und nicht. So. Aber dann haben wir die Zeit doch noch ganz gut rumgebracht. Ein bisschen rumquaken. War jetzt zwar nur Kreis-RP, aber mein Gott, das, kann man auch mal machen, ne? Sonst immer nur am Hasseln hier. Wenn das nicht überhand nehmen, ist das ja in Ordnung. Ja, und Knussi als Weihnachtsmann? Ich persönlich hätte da nichts gegen, aber ich muss das irgendwie von Herrn Knussmann argumentieren, ne? Das ist halt wirklich immer so ein innerer Konflikt, der Diskussion mit mir selber. Macht das Sinn? Wird Knussi das machen? Weil also für Knussmann fehlt da der Sinn einfach. Ist halt einfach so. Das ist halt einfach wirklich so. Ich glaube, da verfolgt mich irgendjemand, ne? Kann das sein? So. Ja. Es gibt auch gutes Kreis-RP wie bei euch. Es gibt auch Leute, die stehen nicht sagen nebeneinander. Das ist schlimm.
Das ist unangenehm. Ich weiß, ich bin halt auch kein großer Fan von Kreis-RP, weil es meistens auch nichts. Also, ich meine, gut, wir haben halt ein Gespräch geführt, was schon irgendwie was vorangebracht hat, hat gerade mal ein bisschen Spaß gemacht, ne, weil. Aber, weißt du, ich. Keine Ahnung. So langsam können wir uns vom Auto entfernen, denke ich. Echt krass, wie leer der Server wirkt. Ja, es ist irgendwie. Wie gesagt, als ich vorhin reingegangen bin, sonst steht da immer so um die 230. Da stand jetzt 160. Und ich schätze mal, wenn die meisten Leute gemerkt haben, da ist gar keiner, dann sind die auch wieder gegangen. Also, Cyberpunk ist ein Blockbuster. Wie man so schön sagt, ne? Bastet in Block. Alles leergefegt. Machen die alle Crime und Polizei oder wie? Also, das fängt ja schon damit an. Wen habe ich denn heute alles angerufen? Hier, Genkis? Okay, nevermind. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Ich dachte, wir hätten auf jeden Fall ganze Firmen, die nicht da sind, aber. So, da sind wir wieder. Back in LA. In unserem kleinen Kabuff hier. Piep, 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 piep. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie die Sortierung hier im Schrank ist. Das riecht mich auch so ein bisschen auf, muss ich sagen. Ich glaube, so irgendwie, ne? Zack, hier noch Pyjama-Zeit. So. Dann gehen wir noch mal ein bisschen Fernsehen gucken. Gucken wir mal, was die Zebrawurst macht. Ei. Ja, Hauptsache Alkohol. Na gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen Abend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und dabei waren, obwohl es heute nicht so spektakulär war, aber mein Gott, ne, das ist ja hier auch nur Knusmann. Wisst ihr selber. Tschüss.